tell you what I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und du hast mir einen Ohrwurm verpasst mit dem letzten Sendungstitel. Ich hab schon wieder vergessen. Ich hatte ja vor drei Ausgaben eigentlich dir gesagt, ich will mal versuchen, bis zum Jahresende zu schaffen, immer ein Musikstück als Sendungstitel richtig zu machen. Und ich wusste gar nicht, welches Lied das ist, aber ich hatte dieses I Fought the Law, habe ich schon mal gehört. Ach so, The Clash, ja. So, und ich wusste, ich habe es irgendwo mal in einem anderen Stück, ich habe natürlich dann gegoogelt und das Lied gefunden und das, was du meintest. Und ich so, ich habe das schon mal irgendwo gehört und dann fiel es mir ein. Beastie Boys. Hast du auch geteilt, aber das kann ich tatsächlich nicht. Also ja, ich kenne natürlich die Beastie Boys, aber das Stück kannte ich nicht. Ja, Rhymin' and Stealin' von License to Ill von 1986. Das Album hatte, glaube ich, ein Kumpel von mir, deswegen kenne ich da alle Stücke. Und da ist tatsächlich ein Sample drinne, wo sie es ein bisschen verlangsamt haben, damit es ins Tempo von ihrem Stück passt. Da haben sie nur dieses I fought the law. Also wie gesagt, runtergepitcht, deswegen auch tiefer, weil damals hat man ja einfach das durch Plattengeschwindigkeit gemacht und so. Und daher kannte ich dieses I Fought the Law, aber wusste selber nicht, wo das eigentlich mal herkam. Das dazu. Und Andreas, den ich letztes Mal hier als neuen Follower und definitiv auch als Hörer vorgestellt habe, der hat kommentiert und hat erklärt, was denn dieses Angelita, mit dem ich nicht so richtig was anfangen konnte. Und das will ich mal kurz hier kundtun. Also erstmal hat er sich erstaunt erfreut, dass man so persönlich begrüßt wird. Aber wir sind hier nun mal ein elitärer kleiner Kreis. Genau. Naja, und sein Name kommt, also erstmal ist das sein Nickname auch vom Geocaching. Irgendwie gibt's, glaube ich, eine ziemlich große Überschneidung zwischen Podcasting und Geocaching. Na, jedenfalls, der Name kommt daher, dass ich, also ich lese das jetzt aus. Wörtliche Rede, ja. Richtig, dass ich in der Landschaft Angeln wohne. Das ist der Landstrich zwischen der Flensburger Förde und der Schlei. Den Angelitern sagt man Verschlossenheit nach, was ich aber so nicht bestätigen kann. Vor allem nicht nach dem Genuss von Anglermuck, den es in der kalten Variante Kornbrause und der warmen Variante gibt, rum heißes Wasser. Wichtig ist aber, dass ein waschechter Angeliter niemals, egal was gegessen wird, das letzte Stück nimmt. Gestolpert bin ich über euren tollen Podcast nebenbei bei Herrn Schasen. Gruß aus Angeln, Andreas. Ne? Okay, schlechte Angelwortspiele. Ja. Incoming Mail. Genau. Ja, also wie gesagt, das bei einer überschaubaren Anzahl von Followern und beziehungsweise Hörern kann man auch mal jeden persönlich mit Handschlag begrüßen. Also es sind schon Millionen, aber es kommen jedes Jahr nur ein paar dazu, weil das schon so lange stimmt. Ja. Gut, kommen wir zum Faktencheck. Hast du einen Faktencheck? Ich hätte nochmal den FI. Das hat ja, wurde ja beantwortet unter anderem, aber was ich ja schon, das kommst du ja noch zu Evil Dan zu, aber was ich schon vorher herausgefunden hatte, es ging ja da auch unter anderem darum, dass eben nicht überall FIs bei euch sind. Und ich war der Meinung, doch, die müssten ja überall drin sein. Und tatsächlich bei uns zu Hause ist es auch, obwohl wir in 80er Jahre schon das Haus gebaut haben. Also wir, meine Eltern natürlich. Ich war also da eher nicht du so. Du redest vom Haus deiner Eltern, genau. Also nicht von deiner Wohnung. Nee, genau. Also die Wohnung ist ja neu, also relativ. Das Haus, also mein Kindheitshaus, wie heißt das? Jugendhaus, wie heißt das? Geburtshaus? Ja, ist eben nicht. Also ich bin mit wenigen Jahren umgezogen quasi innerhalb des Dorfes und da hat mein Vater überall auf jeden Fall FIs reingehauen. Jetzt weiß ich, dein Gewächshaus. Ich war zur Baumschule, ne? Allerdings hat mein Vater auch Leerrohre an den Heizungen überall platziert, um da irgendwann eine Heizungssteuerung einzubauen, witzigerweise. Gut, damals hat man natürlich noch nicht so an Funk gedacht. Also WLAN und so, ja. Ist auch nie einer reingekommen. Also der war bastelmäßig, da habe ich es her. Also da habe ich es her, Sachen anzufangen und dann auch nichts mehr. Ja, aber ist ja nicht schlecht. Die kann man dann ja auch benutzen, um überall eine Ethernet-Dose hinzuzufügen. Nachher kamen da auch an einigen Stellen solche Geschichten dann rein, ja, genau. Ja. Ach so, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Seit 2019 sind FIs erst überall Pflicht. Vorher war es tatsächlich nur in Nasszellen sozusagen. Heißt das offiziell so? Ich glaube schon, ne? Also glaub, wo Wasser ist halt. Feuchträume. Ja, genau, sowas. Ich wusste irgendwie eine andere Formulierung als Badezimmer war es. Wie gesagt, seit 2019 ist es erst tatsächlich überall Pflicht, dass man egal wo jede Steckdose quasi über ein FI gesichert sein muss. Gut. Ich hatte mich ja irgendwie dunkel erinnert, als wir über Sarkozy gesprochen haben, der jetzt vor Gericht steht, wegen irgendwie Korruption. Einflussnahme auf Richter und so. Und da wusste ich das schon mal, ein französischer Präsident. Ich weiß nicht. Du hast Mitterrand gesagt, ich habe Mitterrand gesagt. Oder
jedenfalls irgendein, ich weiß nicht mehr, wenig mehr, aber es war Chirac, aber interessanterweise war der rein formell nicht vor Gericht, also der war angeklagt, es gab auch eine Verhandlung, aber er war nicht persönlich anwesend. Aha. Und somit ist Sarkozy der Erste, der wirklich persönlich vor einem Gericht erscheinen musste. Mhm. Chirac hat das damals irgendwie geschafft, nicht persönlich erscheinen zu müssen, aber gegen den wurde eben auch ein Verfahren, also ein gerichtliches Verfahren eingeleitet. Ja, dann, wir sind immer noch nicht fertig mit den Nerzen. Die dänischen Nerze. Zombie-Nerze. Die Zombie-Nerze. Also erstmal, also einmal mit Profis haben sie die wohl wirklich da einfach so in ausgehobene Gräben geschmissen. Mhm. Dann haben sich da, was glaube ich nicht so überraschend ist, irgendwelche Faulgase in den Tieren und zwischen den Tieren oder so gebildet, was dazu führte, dass die wieder an die Oberfläche aufgetrieben sind. Mhm. Ja, dann dachte man, gut, buddeln wir sie halt wieder ein. Jetzt ist das ja vielleicht erledigt mit den Faulgasen. Aber jetzt ist die Befürchtung, dass die halt das Grundwasser vergiften. Und ich frage mal ganz, ganz doof. Es gibt ja auch, verhindert ein Sarg bei Menschen, dass das passiert? Weil der gammelt ja auch immer weg, das oder? Ist vielleicht nicht so die Masse. Ja, okay. Und du legst vielleicht, wer weiß. Du hast mehr Abstände natürlich auch. Ja, ne? Ja. Also da ist es, glaube ich, hier ist es einfach die schiere Masse. Mhm. Ah ja. Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe überlegt, ob in so einem Fall Löschkalk hilfreich gewesen wäre, über den ja so wir auch mal gesprochen haben. Ne? Naja, und jetzt, also ist in Planung, war noch nicht hundertprozentig sicher, dass die wahrscheinlich nochmal wieder alle ausbuddeln müssen und nochmal ordentlich einbuddeln müssen. Also das nimmt irgendwie kein Ende, das Thema. Gibt es denn keine Tierverwertung? Also macht man nicht Seife? Also ich weiß, aus toten Hunden machst du ja Seife, kann man Seife machen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht war das einfach too much. Uff, vielleicht also, gerade, weil es ein Herz ist, weil zu viel Fell ist, das ist da vielleicht gerade wieder. Ja, oder wegen der Krankheit vielleicht auch gerade eben nicht. Ne? Die Fotos, die ich gesehen habe, die sahen nicht mehr sehr befällt aus. Ach so, die waren schon. Also da haben die sich wohl gesagt, wenn schon, dann ziehen wir die wenigstens. Also ja, vielleicht geht es auch tatsächlich darum, wenn man schon sagt, man aus Gesundheitsgründen auf Verstrichen müssen sie töten, dass man dann vielleicht auch nicht gerade unbedingt Seife vermachen möchte. Ja. Gerade Seife ist in der Kombination natürlich auch sehr blöd. Tatsächlich. Ja. Ja. Kommen wir zu Ed Compot und seinen gesammelten Werken, der auch selber gleich fängt mit seinem ersten Tweet und jetzt kommen wir zu Nicht-Dance gesammelten Werken. Ja, knack, 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 knack. Jetzt hören die Leute nur mich. Knack, ein ja. Zug, knack, da, knack, wo, knack, knack. Wir haben es gelernt. Also ich werde es nicht mehr versuchen durch wegregeln, sondern ich werde die Aufnahme anhalten, wenn es wieder notwendig sein sollte. Dann fragt der SFT, senderfreies Terlin. Das war der spezielle Fahrtüchtigkeitstest. Mhm. Ich glaube, der kam drauf, weil ich ja gesagt habe, es gab eine Filmzeitschrift, die so hieß. Ach so. Deswegen meint ihr das. Ja. Vielleicht vertue ich mich auch. Es waren drei Buchstaben. Es waren drei Buchstaben. Ich meine, das war SFT, aber ich kann mich doch irren. Bei der Uniklinik-Klage hätte die Uniklinik noch erklären müssen, warum die einen Patch gegen das Sicherheitsloch nicht installiert haben. Das hätte schnell peinlich werden können. Mhm. Stimmt natürlich. Ne? Ja. Also wenn das so war, dass da wirklich ein Loch, also wenn es nicht irgendwie hier, wir tricksen jemanden aus, obwohl selbst wenn du jemanden dazu austrickst, irgendwas anzuklicken, wird dieses, was du anklickst, vielleicht auch noch wieder eine Sicherheitslücke. Ja, obwohl ich sag mal, dass die ganzen Lücken nicht geschlossen werden, ist ja nun wirklich nicht so ungewöhnlich. Ja, ne? Leider. Dann fragte er zu der Motortechnologie Atkinson, ist das nicht eine Diät? Nein, das ist Atkins, ohne On. Ja. Das ist eigentlich ein vornehmer Name für Low Carb. Aha. Also die Atkins-Diät ist eine Low-Carb-Diät. Ist aber ein Name wahrscheinlich, ne? Jemand, der gemeint hat, es ist schlau, kein Fleisch zu essen. Nur Fleisch oder wie auch immer das immer so war. So wie nach der Frau Brigitte die Brigitte-Diät benannt wurde. Nein. Nein. Das weiß ich sogar. Ach so. Ja, DNS, Domain Name System oder Desoxyribonukleinsäure. In Computern meist Domain Name System. Ja, Regel. Das NPD-Verbot hatte noch eine Runde mehr. Vor ungefähr 15 Jahren gab es einen Verbotsversuch, wo das Bundesverfassungsgericht abgelehnt hat, weil nicht erkennbar war, wo der Staat Verfassungsschutz aufhört und wo die Partei anfängt. Mhm, das war das Erste. IM wollte ich schon sagen. Wie heißen die? V-Männer. VM. VMs, ja. Ja, V-Mann, also wenn was. V-Mann. Zu UVC und Trump, der wollte die Leuchtstoffröhre doch innerlicht verabreicht bekommen. Ja, das stimmt, hat man ja damals gewitzelt. Ja. Weizstraße und Shuttle Service, welches Space Shuttle soll denn aus dem Museum geholt werden dafür? Ja, wird eng. Lieder, das fand ich interessant. Ich hatte ja, ich weiß nicht aus welchem, dem Deutschen. Achso, nicht Lieder von Sing, sondern das Lidar. Mit dem Laser gedreht. Ja.
Wobei ich ja da vorgelesen hatte, dass es für Light und nicht Laser, aber jetzt hat er aus der englischen Wikipedia, ich hatte wahrscheinlich die deutsche, the term LiDAR was originally a portmanteau. What? Kofferwort. Ah. Of Light and Radar. Mhm. Und ne, it's now also used as an acronym of Light Detection and Ranging and Laser Imaging Detection and Ranging. Also es gibt da nicht nur eine amtliche Übersetzung. Also jetzt haben sie irgendwas, scheiße, jetzt benutzen alle, jetzt müssen wir was Vernünftiges überlegen. Das 2,4 Gigahertz Band ist frei nutzbar, weil da Wasser drauf rum absorbiert. Hä? Hier, wir haben doch gesagt, hier Funkmäuse ja, also und alles mein mögliche, Kopfhörer, halt Kopfhörer und so, die benutzen halt alle das 2,4 Gigahertz, weil das für irgendwie, an, ja, wahrscheinlich so weitreichende Sachen oder so nicht, nicht brauchbar ist, nicht stört. Dann Rhinoceros, hat das was mit Nasen zu tun? Nein, das Nasenhorn heißt nur Nasenhorn und hat mit einem Horn auf der Nase nichts zu tun. Wieso fragst du? Ne? Ja, also das zeigt während der Aufnahme fiel mir dann auch erst ein, wie blöd diese Frage war. Aber ich wollte es doch nicht mehr erwähnen. Ach so. Ja, es ist wirklich wortwörtlich. Ich hatte dann gedacht, wofür steht denn Zeros? Also Zeros steht nicht für Nullen, also nicht für Zeros, sondern kommt irgendwie aus dem Griechischen und heißt tatsächlich Horn. Also das heißt wirklich Nase, Horn. Nase, Horn. Gut, diesmal hat er ja schon groß angekündigt. Gibt es auch wieder Dance-gesammelte Werke. Er hatte ja, ich glaube, das ist... Ja, ich hatte, du hast zum KI-Blödsinn, zum FI, der nicht FI heißt, auch gesehen, ja. Umgangssprachlich schon. Also, er hat gleich angekündigt, also erstmal hat er einen Wiswiff gepostet, was ja auch mal schön ist. Das so, ja, während ich zuhöre oder so ähnlich. Was ich sehe, während ich Podcast ja, höre. Ja, genau, sowas, ja. Du bist sowas von draußen. Die letzten Wochen war ich immer unterwegs, wenn ich euch gehört habe. Da ist das immer schwierig, meine gesammelten Werke zu Text zu bringen. Sorrychen. Nun aber mal wieder und dann legt er los. Zu Kaffir und seinem Ballermann. Das ist vermutlich keine populäre Meinung in unseren Kreisen, aber hätte ich eine entsprechend exponierte Position in Politik oder Gesellschaft, würde ich spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke durchaus überlegen, eine Schusswaffe zu tragen. Aber dann ausgerechnet bei denen, das war ja die... Es geht ja noch weiter. Ja? Dass ich die nicht von einem Nazi kaufen und bei dem Schießtrainings machen würde, muss ich vermutlich nicht erklären. Auch dass der Typ und seine Ausflüchte mal gar nicht gehen, brauchen wir, glaube ich, nicht zu besprechen. Ein Punkt war, glaube ich, in der letzten Sendung, eine Kurzwaffe hat auch bei der Jagd verschiedene Einsatzzwecke, zum Beispiel Fangschüsse nach Wildunfällen, man ist für seine Jagd ja auch in solchen Fällen verantwortlich, oder zum Beispiel, um Tiere in Fallen zu erlegen. Wieso Fallen eingesetzt werden, wäre nochmal ein eigener Tweet. Mhm. Klar, ne, willst ja nicht mit deinem Gewehr auf kurze Distanz, ne? Ja. Der Jagdschein erlaubt übrigens ohne weitere Bedarfsprüfung zwei Kurzwaffen und ich habe keine genauen Informationen, Typ, Kaliber zur gekauften Glock gefunden. Also Glock 17, das weiß ich nicht. Wird ja wohl als Kurzwaffe durchgehen. Ja. Alles andere wäre komisch. Wie Medien auf der Grundlage darauf kämen, die Waffe sei für jagdliche Zwecke ungeeignet, keine Ahnung. Dann nächstes Thema. Wobei, meine spontane Vermutung wäre auch für mich, die Erklärung ist für mich plausibler. Vorher hätte ich auch gesagt, gut, das muss irgendwie was mit Langlauf sein, sozusagen, für die Jagd. Ja. UVC mache ich mir ja einfach selber und meine Schweißarbeitsplätze sind immer schön keimarm. Längere Exposition ohne Schutzausrüstung würde ich allerdings nicht empfehlen, dann jucken die Augen immer so. Naja, beim Schweißen entsteht, glaube ich, auch reichlich UVC. Als wir uns früher die Stoßstangen noch aus Stahl gebissen haben, ging der Stoß aber leider auch direkt auf Rahmen und Insassen. Die lackierten Dinge sind natürlich auch Mist. Jeder Unfall unter 10 km/h sollte ein Entschuldigung und nicht mehr sein. Also ich erinnere mich, da war es unser Golf, da war es, glaube ich, da war es einfach so schwarzes Plastik. Ja, bei meinem Panda auch. Ja. Also der Panda hatte auch so rundrum so eine schwarze Kunststoffschürze. Ja. Da musste schon ziemlich was passieren, dass da Spuren bleiben. Also bei meinem Auto. Dann zum FI. Die Sicherung fliegt, wenn über eine gewisse Zeit zu viel Strom fließt. Der FI fliegt, wenn eine kurze Zeit mehr Strom rein als rausfließt. Der Schutzleiter liegt zum Beispiel auf dem Gehäuse, damit Strom gegebenenfalls darüber abfließt und nicht über eine berührende Person. Wenn es also einen Defekt im Gerät gibt, fließt der Strom eher über den Schutzleiter und es fliegt der FI, wenn es einen gibt. Und meistens auch die Sicherung, weil da mehr Strom fließt, als eigentlich sollte. In dem Fall muss da also nicht mal jemand dran fassen. Und selbst wenn, dann ist man ja parallel mit dem Schutzleiter geschaltet, der viel weniger Widerstand hat, womit man selber nur sehr wenig Strom abkriegt. Früher, in Anführungszeichen, hat man FIs nur in Feuchträumen und so weiter verbaut. Seit, er sagt, 2018 muss bei Neuanlagen praktisch alles entsprechend gesichert werden.
Ach ja, FI ist nicht das Fachwort, sondern nur die Alltagsbezeichnung. Ich habe mal wieder keine Lust, die Norm zu suchen, um die technisch richtige Bezeichnung für die aktuell verwendeten Geräte zu suchen. Aber ich glaube, das müssen wirklich alle, also selbst Elektriker sagen FI, weil es ist genauso wie du Torx sagst oder Imbus, was ja offiziell auch nicht die richtigen Wörter sind. Und ich habe dann dazu geschrieben aus dem Kopf RCD, das war so hängen geblieben, als ich sozusagen damals das gegoogelt Wikipedia habe, und in der Wikipedia steht halt Fehlerstromschutzschalter, Klammer auf, RCCB, von Englisch Residual Current Operated Circuit Breaker, sinngemäß auch als Differenzstromschutzschalter, sind aus der Gruppe der Fehlerstromschutzeinrichtung, ist also eine ganze Gruppe, RCD, von Englisch Residual, also Residual Current Device. Ja, hätten wir das auch geklärt. Kommt da noch was? FI, sage ich ja. Ja, genau, hat er noch geschrieben. Dann wollte ich noch empfehlen einen anderen Podcast. Wir hatten ja über Jana aus Kassel gesprochen. Es hat ja jeder über Jana aus Kassel gesprochen. Aber das Interessante war, dass Holgi hat ja so einen neuen Podcast. Holgi ruft an. Also da spricht er immer mit einem Mitarbeiter, Redakteur in oder so von Übermedien. Und da hat er sich mit dem Boris Rosenkranz unterhalten über diesen Fall Jana aus Kassel. Mhm. Da kam noch ein ganz interessanter Aspekt, nämlich so, es soll irgendwo auch mal die Theorie kursiert sein, dass dieser Ordner vielleicht auch gar nicht echt war oder nicht wirklich ein Ordner von der Veranstaltung war, sondern sich da so reingeschummelt hat mit einer Warnweste, damit er nach Ordner aussieht, nur um irgendwann mal bei der passenden Gelegenheit diese Show abzuziehen. Fand ich eine interessante These. Aber interessant war, das war alles halt, wie das so bei Übermedien, heißt ja Übermedien, weil das alles immer so mehr auf der Metaebene so zap-mäßig als Blog quasi. Ja, wie eben im Moment. Ne, am Anfang ging es halt um Jana aus Kassel, aber dann ging es immer mehr so um die Berichterstattung über diese ganze Bewegung. Und also ich habe ja auch schon mal Screenshots aus der Tagesschau gepostet, weil fast jedes Mal, wenn irgendwo so eine Querdenken-Demo ist, halten sie da irgend so einem Aluhutträger das Mikro unter die Nase und der darf dann da irgendwelchen Blödsinn erzählen über, ist ja nicht schlimmer als die Grippe, und das wird komplett unkommentiert, geht das so über den Sender. An dem Tag, wo das mit Jana aus Kassel steil ging, das war sogar auch in der Tagesschau. Aber auch nur so der Vorfall an sich. Ja. Und ja, dann haben sie sich darüber halt unterhalten, dass im Moment das mit den Medien ja wirklich so ist, dass die fast denselben Fehler machen oder eigentlich denselben Fehler machen wie damals mit Pegida. Also, dass die denen eigentlich eine Plattform bieten, ungefiltert, unkommentiert. Und hier geht es ja wirklich darum, dass du knallharte wissenschaftliche Fakten eigentlich da geleugnet werden, und man kann die zwar vielleicht das leugnen lassen, aber dann einordnen muss, halt. Aber einordnen. Und dass die da wirklich auch, da war hier irgendwie so eine Sendung auf WDR mit Frau Böttiger, die dann da auch, wo dann auch solche, und dann hat die irgendwie zu dem einen Querdenker gesagt, ja, aber in Italien sind doch die Leute gestorben. Hat man doch die Videoclips gesehen. Und dann meinte er, ja, nee, die sind ja nicht echt, die sind ja 10 Jahre alt. Und woher wissen wir das? Ja, meine Mutter lebt in Italien. Die hat mir das gesagt. Und dann war dieser Dialog zu Ende. Ja. Und dann bleibt das so stehen. Und dann läuft sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dann wird das wieder von den Leuten geschnitten und also rausgeschnitten von den Querdenkern und gepostet. Guck mal hier, selbst in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ne, sagen sie das. Und das kann nicht sein. Nee. Und dann haben wir mal zur Abwechslung wieder einen Kommentar auf Pluspora. Aha. Wo wir ja auch posten. Und der Kai Minzen, der uns über den Kanal kontaktiert, hat mir einen Tipp gegeben bezüglich meiner Nasengeschichte, nämlich ein Rezept, was man sich so in der Apotheke anrühren kann für eine Nasensalbe. Aha. Wäre also auch mal eine Alternative zu Nasenspray. Aber im Moment bin ich da ganz guter Dinge. Ich warte jetzt erstmal ab, was diese Nashornpulver nehmen. Obwohl, das ist wirklich, ne? Ist das nicht als Potenzmittel irgendwo in China oder so? Ja, weshalb die ja teilweise da abgeschlachtet werden. Ja. Gut. Ja, und dann noch ganz frisch mir heute über den Weg gelaufen. Libra, erinnerst du dich noch an Libra? E-Book? Nee. Nein. Währung. Ach, die Facebook-Währung. Richtig. Ja. Die nach dem Motto Totgesagte leben länger, die wird wohl jetzt tatsächlich im Januar starten. Obwohl mein letzter Stand war, dass ja alle möglichen Leute, stimmt, Institutionen. Die Partner sind abgesprungen eigentlich, ne? Ja. Ja. Deswegen hat mich diese Meldung sehr überrascht. Mhm. Ja, muss man mal sehen, ob das dann wirklich kommt im Januar. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja, und das war, glaube ich, zeitlich das nächste an unserer Aufnahme. Trump gibt auf und ab.
Ja, er hat angekündigt, seine Amtsgeschäfte übergeben zu wollen. Ja. Ja. Aber er hat nicht verloren. Nee, das stimmt. Das. Nee. Also ich habe persönlich, für mich persönlich die These aufgestellt, der wird es bis zum, auf seinem Sterbebett wird er noch sagen. Und ja. selbst wenn er nochmal antreten sollte und selbst wenn er da nochmal gewinnen sollte, der wird bis ans Ende seiner Tage sagen, diese Wahl war manipuliert. Das kann der in seinem Narzissmus sich und auch zur Legendenbildung, also auch für dieses Projekt, wenn er wirklich diesen Plan hat 2024, dann ist das Teil, ne, der Legende, ne, dass er da antreten wird und immer wieder darauf rumhacken kann. Kann man eigentlich als vorbestrafter als Präsident noch antreten? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Weil da könnte ja noch einiges kommen. In manchen Staaten dürftest du nicht mehr wählen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also konkret war es halt so, dass er eben gesagt hat, so jetzt hier Übergang kann stattfinden. Diese GSA, diese komische Behörde, wo die er hat ja auch schon mal noch gesagt, er geht auch, wenn er gehen soll, so ungefähr. Das hat er auch. Sie müssen ihn nicht da an den falschen Haaren rausschleifen. Aber er hat eben diese Behörde angewiesen, jetzt diese ganzen formellen Dinge in den Weg zu leiten. Interessant fand ich, es haben ja sowieso fast alle schon Biden eher gratuliert. Mhm. Also ich glaube, die EU bis auf Slowenien. Ja, die hatten sich auch quasi abgestimmt. Irgendwie einen Tag vorher gesagt, an dem Stichtag gratulieren wir quasi alle offiziell. Genau, und Slowenien hatte vorher schon Trump. Mhm. Und jetzt, nachdem die EU eigentlich geschlossen gesagt hat, wir gratulieren Biden, Polen zickt immer noch rum. Polen sagt immer noch, nee, wir warten mal bis zum Wahlmänner-Ding. Bis dahin warten wir noch. Ja gut, vielleicht können wir vorstellen, dass er ähnliche Taktiken quasi fahren will demnächst, wenn da die nächste Wahlen anstehen. Genau. Ja, dann hat Biden schon mal so die ersten Leute benannt, ne, sein Schattenkabinett, weiß nicht, ob man das so nennt, also ne, wer wohl sein Kabinett bilden wird. Ja, ich glaube, es ist offiziell noch ein Schattenkabinett, auch wenn das eigentlich klar ist, dass er gewonnen hat, ja. Und die Todesstrafen hat er auf jeden Fall nochmal schnell verschärft. Ach so, hier, also, Trump. Ja, das hatten wir letztes Mal schon, was er alles noch so auf die letzten Meter, dass sie jetzt, es geht um Hinrichtungsmethoden. Ja, genau. Ne? Dass sie sagen, ja, auch wieder elektrischer Stuhl und ich glaube, also wirklich alles, was eigentlich schon längst. Die gehen wir zum Mittelalter. Ja. Also Todesstrafe an sich, finde ich, ist ja Mittelalter, aber dann nochmal eine Spur mehr. Ja. Ja, interessant bei Bidens Team ist ja einmal John Kerry. Der ist ja uns eigentlich bekannt. Mhm. Ne? Damals unter Obama. Ja. Außenminister. Der findet der Butter, ne? Ja. Und interessanterweise wird er jetzt nicht wieder Außenminister, sondern Sonderbeauftragter für den Klimawandel. Aha. Also, ne, Sonderbeauftragter für den Klimawandel ist ja, dass es überhaupt diese Position gibt, ist ja interessant. Mhm. Warum er sie jetzt mit John Kerry besetzt, keine Ahnung. Interessanterweise, Außenminister soll ein Herr namens Anthony Blinken, was auch ein witziger Name ist aus deutscher Sicht, werden, der war, und das war mir neu, dass es das überhaupt gibt, der war Vize-Außenminister. Aha. Also ich wusste nicht, dass es ein Vize einfach nur, wenn der Hauptaußenminister stirbt, dann ist er dran, so wie beim Vizekanzler. Ja, wahrscheinlich, ich habe vorher noch nie davon gehört, dass es im amerikanischen Vizeminister gibt, also Vizepräsident oder jetzt Präsidentin. Das ja, bei dem obersten Amt ist ja klar, da gibt es ja, diese Reihenfolge, wenn jemand stirbt, dann muss der es übernehmen, so ungefähr. Ja, aber da fiel mir also in Deutschland, ein Vize-Bundeskanzler gibt es nicht, es gibt zwar klar. Vizekanzler gibt es. Scholz. Stimmt, doch, stimmt, hast recht. Scholz ist der hat offiziell Vizekanzler. Es gibt aber keinen Vize-Bundespräsidenten und es gibt auch keine Vizeminister. Also wenn Spahn. Ich glaube, es ist einfach nicht wichtig genug, anzustrichen. Da kann man sich dann auch mal ein, zwei Wochen Zeit lassen. Ja, es gibt ja immer die Staatssekretäre. Mhm. Ich glaube, die übernehmen. Ja, wahrscheinlich ist die Idee einfach, wenn was wirklich Dramatisches passiert, mal wegen terroristischer Angriff und tötet den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, dass du dann sofort jemanden hast, der quasi einspringen kann. Da ist natürlich wichtiger als bei allen anderen Positionen. Ja, dieser Anthony Blinken, da sind mir nur zwei Videos über den Weg gelaufen. Einmal ist er irgendwo mit Grobi aufgetreten. Ach, das habe ich sogar gesehen. Gut, den Namen hatte ich mir nicht gemerkt, aber ich habe das mit Grobi gesehen. Genau. Ja. Und dass er mal irgendwo im französischen Fernsehen zu Gast war und da fließend Französisch, weil er schon mal irgendein Amt auch in Frankreich, vielleicht Botschafter oder sowas hatte. Ne? Also ja, kommt irgendwie schon ganz anders rüber als jetzt ein Michael Pence ist ja Vizepräsident. Der andere, Pompeo,
Ist Pompeo außen? Ist ja auch egal. Ist ja bald alles ja, Geschichte. Ja, müssen wir uns keine Geschichte. Merken. Geschichte. Ja, wie gesagt, Trump plant wohl wirklich sein Comeback 2024. Also da sind die Leute sich sicher. Fernsehsender war irgendwie vom Tisch. Aber der wird wahrscheinlich da sich hinsetzen und irgendwo, ne, Mar-a-Lago und dann an seinem Comeback schnitzen. Ist nur zu hoffen, dass Leute motiviert genug sind, wieder zur Wahl zu gehen. Auf jeden Fall. Ja. Na ja, gut, jetzt wissen sie ja, wie wichtig es sein kann, ne? Ja, dann war ja die Nummer geil mit dem Katzentisch. Ja, in dem, und diesen schönen grünen Teppich, den er mittlerweile einbauen lassen. Es gab auch dieses Foto von wegen Obamas Zeit, wie der Raum aussah, und jetzt Trumps Zeit, wo du dann diesen komischen grünen Filz und den Tisch da drauf. Und ja, wo ich mich frage, wer hat diesen Tisch ausgesucht? Also der wollte ihn da. Oder die haben schon alles ausgeräumt und der war noch über, den haben sie noch nicht umgezogen, vielleicht irgendwie sowas. Wie gesagt, mir kam das vor, als wenn ihn da seine noch Mitarbeiter getrollt haben, weil, was mir gar nicht so bewusst war, der ist 1,90 Meter. Und ihn dann an so einen Tisch zu sitzen, wo er eine unmögliche Körperhaltung hat, dann, was ich gar nicht mitgekriegt hatte in dem Moment, da sollen die Leute sich ja darüber lustig gemacht haben, über sein Gesäß, was dann natürlich entsprechend exponiert war durch die Sitzhaltung, und ja, seine Nerven liegen ja sowieso blank. Also sobald da eine kritische Frage kommt, geht er ja sofort steil. Ja, aber das ist aber jetzt nicht so ganz neu, ne? Ja, und er wird ja nicht müde, eben weiterhin Blödsinn eben über die Wahl. Also wie gesagt, da bin ich ganz fest der Meinung, das wird er durchziehen. Ja, da gehe ich auch von aus. Ne? Er hat das Ding so gesehen abgeschrieben, aber er wird ja diesen Mythos wieder aufrechterhalten. Klar, muss er auch. Also tatsächlich, wenn er irgendwie politisch noch was werden will, dann muss er seinen Anhängern das weiterverkaufen. Ja. Klar. In irgendeinem, war das jetzt Pennsylvania oder in irgendeinem Bundesstaat war es ja auch so, dass irgendwie jetzt die mussten irgendwie 4 Leute entscheiden, wie der Bundesstaat sich jetzt entscheidet. Ne? Mhm. Eigentlich Wahlergebnis für Biden, aber das war auch so ein Staat, wo theoretisch noch sozusagen diese 4 Personen, das waren 2 Demokraten, 2 Republikaner, die 4 mussten quasi entscheiden, welches Wahlergebnis erklären wir jetzt für offiziell. Mhm. Und danach haben sich dann die Wahlleute zu richten. Und dann waren das 2 Demokraten, die haben natürlich gesagt, ja, Biden. Dann ein Republikaner, der hat gesagt, ja, Trump. Also der hat allen Ernstes trotz Wahlergebnis gesagt, Trump. Mhm. Und dann war noch der 4., war halt auch ein Republikaner. Und der hat gesagt, nee, Biden. Mhm. Also diesen Typen müsste man fast schon Denkmal setzen, weil das genau das war, was die Leute befürchtet haben. Und da sah es fast schon nach aus in dem Fall. Und in einem anderen Bundesstaat, wo sie geklagt hatten, haben auch irgendwie Richter entschieden, dass nö, war alles in Ordnung. Und das waren auch republikanische Richter und einer davon, den Trump 2017 ins Amt gesetzt hatte. Trotzdem noch ein bisschen Anstand bewahrt haben. Das war ja immer so die Befürchtung, dass alle gesagt haben, da hat er jahrelang drauf hingearbeitet auf diese Situation und hat da überall seine Leute platziert, aber es hat ihm nichts geholfen. Ja. Und ob das nun wirklich vor den Obersten geht, und ob die dann tatsächlich so, also ich glaube, so wie der Status jetzt ist, kann dann auch der oberste Gerichtshof nicht mehr viel kaputt machen. Ja. Ja. Weil dann müssten sie ja tatsächlich seinen wirren Verschwörungsdingern glauben. Mhm. Ja, und ja. Also ich sag mal so, heute denkt man, in diesem Jahr denkt man, mehr wäre möglich, was man früher von vornherein kategorisch ausgeschlossen hätte, aber auch, ja. Ja, dann hat er ja diesen neuen Lieblingssender, da One America News Network, der ja, dagegen ist Fox ja linksliberal. Der hatte aber jetzt schon Probleme auf YouTube. Ich weiß nicht, ob die wirklich senden irgendwo, Kabelnetz oder sonst wie, oder nur auf YouTube, aber denen wurden jetzt auch schon die ersten Videos auf YouTube gesperrt, was natürlich bei Donald gleich wieder zu durchbrennenden Sicherungen geführt hat. Auch als die ihn jetzt wegen seinem da am Tisch sitzen, auf Twitter alle sich über ihn lustig gemacht haben, hat er ja auch angefangen, gegen Twitter zu schimpfen, so nach dem Motto, ne? Twitter schließen, so. Ja, dann hat er ja noch schnell, wie es mit seiner eigenen Begnadigung wird ja auch noch spekuliert. Stimmt, er hat noch jemanden begnadigt von dem russischen Ausschuss, hätte ich fast gesagt. Sein Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn, von dem ja manche auch glauben, dass der noch nicht alles erzählt hat, was er erzählen könnte. Mhm. Aber den hat er noch begnadigt. Ja, das heißt, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass, was war das, der 14., ne? Ja. Januar war das doch, ne? Nee, ich rede jetzt nicht von Inauguration, die ist am 20., ich rede von Wahlleute stimmen ab. Ach so. Das war irgendwie 8., 14., irgendwie so in dem Dreh. Mhm.
Und bis dahin wird, glaube ich, nichts Spannendes passieren. Das Spannendste, was passiert ist, Joe Biden ist beim Spielen mit seinem Hund umgeknickt und muss jetzt einen Stützschuh tragen. Trump soll sich darüber lustig gemacht haben. Ach, der wird jetzt 4 Jahre lang mit Dreck schmeißen. Das ist ja ganz klar. Der vorher auch schon mal, als Obama Präsident war. Ja, ja. Ne, also da kann man sich drauf. Gut, die Frage ist halt, wird er es über Twitter machen können? Ja, stimmt. Das wird die spannende Frage, weil wenn er am 21. Januar Dreck gegen Joe Biden wirft, irgendwie auf eine Art und Weise, wie es man sich nicht erlauben kann, normalerweise als normaler Twitter-User hat. Und der Account ja komplett gesperrt wird vielleicht, ja. Tja, wird lustig. Mhm. Ja, und Joe Biden, das. Vielleicht gründet er ein eigenes soziales Netzwerk und nimmt die ganzen Arschlöcher mit, das wäre vielleicht ganz angenehm. Ja, es sollen ja auch schon Leute zu sowas, Parler, habe ich gelesen. Parler soll irgendwie auch so ein soziales Netzwerk sein. Telegram-mäßig dann wahrscheinlich, ne? Ja, wo jetzt die ganzen Leute hingehen, ne? Ja. Ja. Reichen soll man nicht aufhalten. Ja. Ja, und Joe Biden hat, das habe ich heute auch erst gelesen, jetzt noch mehr Leute nominiert und darunter ausschließlich oder viele Frauen. Für noch weitere Posten. Ich hatte aber nicht mehr die Zeit, den Artikel zu lesen. Also das wird jetzt so die nächsten Tage weitergehen. Ne? Ja, und dann warten wir mal. Gut, was habe ich hier? Schwurbler vor den Toren. Wobei Schwurbler Einzahl sein soll. Der Mann, der mit seinem Familie, mit seiner Familienkutsche da. Zum wiederholten Male wohl. Ja, das fand ich so erstaunlich. Ja. Das kann man mal sehen, ne? Also das ist 2014, glaube ich, schon mal. Also derselbe Mensch. Ja. Und ja, da ist es wahrscheinlich irgendwie so im allgemeinen News. Ja, das ist gut, dass jetzt ist ja auch schon fast wieder vorbei. Das wird in einem Monat auch keinen Trump mehr interessieren. Naja, aber als es passiert war. Ja, ja, da war es erstmal. Weil er es ja nun auch kurz nach wieder irgendwelchen Berlin-Demos war. Mhm. Und er dann nun jetzt auch diese, ich weiß ja nicht, ob er bei den vorherigen Malen auch so komische Sätze auf seinem. Wobei das eine war ja so. Globalisierungs, also mehr so Globalisierungskritik. Das eine war so Richtung Corona-Schwurbler mit irgendwie schützt die Kinder oder so und auf der anderen Seite dann irgendwas mit Globalisierung, tralala. Ne? Aber der ist auch schon wieder aus der Haft entlassen. Mhm. Ne? Weil wird ja immer so oft kritisiert, wieso werden Leute so schnell aus der Haft entlassen, aber wenn nun mal keine Flucht, keine Verdunklungsgefahr, fester Wohnsitz und so, ja, wirst du halt aus der Haft entlassen. Ja, der wird auch sowieso neben dem Knast landen dafür. Das glaube ich nicht. Es ist gegen Zaun gefahren. Ja, also muss ich erstmal nachweisen, dass er irgendwie mehr vorhatte als nur seine skurrilen Botschaften. Also allein, dass er das Auto voll gemalt hat, ist ja so ein bisschen so, dass er wahrscheinlich, du meinst, ihm ging es primär um die Bilder wahrscheinlich. Du meinst, das wird dann als strafmildernd gewertet. Ja, genau. Ja. Gut, vielleicht kommt es tatsächlich darauf an, dass man sagt, okay, der ist nicht ganz zurechnungsfähig. Das kann natürlich auch sein, dass er, das weiß ich ja nicht, wie durchgedreht der Mensch ist, aber. Ja, oder könnte es ja mit ein bisschen gutem Willen auch als terroristischen Anschlag werten. Ja, eben, das wäre eben die Frage, ob das, ob das anzunehmen ist oder nicht. Ja. Gut, dann gab es auch wieder Wiederholung Länder versus Bund. Die Ministerpräsidenten. Diesmal haben ja die Länder erst sich zusammengesetzt. Mhm. Also ne, vorletztes Mal hat ja der Bund diese Beschlussvorlage, wo die Länder dann steil gegangen sind, gesagt, finden wir total scheiße. Dann kam ja gar nichts irgendwie. Mhm. Oder nur lauter gute Ideen. Oder auch nicht. Und diesmal haben ja die Länder sich erst zusammengesetzt, dann haben die irgendwas aufgestellt und dann wurde mit der Bundesregierung oder mit Frau Merkel zusammen darüber debattiert. Mhm. Und das hat sich auch etwas in die Länge gezogen. Es war irgendwann die Ankündigung von Hamburger Senat auf Twitter. Ja, 17.30 Uhr Pressekonferenz oder Statement von Tschentscher. Mhm. Nein. 19.30 Uhr wäre noch im Hamburg-Journal noch von wegen, ja, wir schalten sie wieder zurück, weil da kommt wohl doch erstmal noch nichts. Ja. Nach dem Motto, das kam deutlich später. Also sie haben sich da wieder, ja, und ich muss sagen, für uns Hamburger waren es wieder recht unspannende Änderungen, weil das meiste bleibt, wir haben tatsächlich quasi mehr als andere da in den Hotels, ne, das ist, nun, ne? Ich weiß. Entschuldigung, das kommt noch. Aber das ist ja in Hamburg, ist glaube ich schon, ich weiß nicht, ob wir allein sind, aber es ist zumindest nicht bundesweit so, dass über Weihnachten Privatleute in Hotel übernachten dürfen. Ja, da haben sie ihn, es gab ja dann einen Tag später, glaube ich, zwei Tage später eine Pressekonferenz, wo eben der Senat muss das ja in eine für Hamburg gültige Verordnung umsetzen. Und da wurde er gefragt, ja, dürfen denn auch Hotels und da wurde nämlich gefragt, genau, die Frage war dann, ging dann wieder noch schon wieder einen Schritt weiter. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass dann wirklich die Hotelgäste wirklich zu Familienbesuchen anreisen?
Das ist eine völlig unnötige Frage, weil natürlich kannst du das nicht. Ja. Also. Aber das nervt mich ja, dass darauf zielen die meisten dieser Fragen ab. So, die suchen sich dann irgend so einen Punkt aus, der völlig irrelevant ist und wollen da sein. Und dann kommen die entsprechenden Politikerantworten dazu. Mhm. So schwaller, schwaller drumrum. Und am Ende haben sie eigentlich nichts dazu gesagt, weil da gibt es nichts Schlaues zu sagen. Ja. Was willst du denn machen? Willst du jeden, dann sagen sie mir mal, welcher Verwandter? Und dann. So, wir fahren jetzt mal zu ihrer Mutter oder wem auch immer. Und zeigen sie uns das mal. Ja, ja, also. Naja. Ja, das sind ja dann schon diese Sonderregeln. Wobei auch die Gefahr nicht groß ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt plötzlich sehr viele Menschen gibt, die meinen, wir machen jetzt Urlaub in Hamburg über Heiligabend. Also, ja, oder generell. Also, dass jetzt Leute sagen, oh, durch diese Hintertür können wir uns einen Hotelaufenthalt an irgendeinem Ort besorgen. Ja. Ja. Super. Gab dann ja auch so nach dem Motto, es dürfen dann maximal 2 Übernachtungen sein. Mhm. Damit wiederum nicht einer da irgendwie, weil kannst du ja auch schlecht glaubhaft machen, dass du zu Weihnachten eine Woche. Aber bis Neujahr ist schon nicht ungewöhnlich. Also ich verbringe üblicherweise bis Neujahr die zu Hause bei Mutti. Wobei im Hotel wird es natürlich eine teure Angelegenheit, wenn du eine ganze Woche dich da einquartierst. Ja. Ja, mit bei Weihnachten fand ich diese Diskussion dann wieder diese heilige Kuh-Diskussion, dann diese Rassismus-Diskussion fand ich interessant, dass dann gesagt wird, ja, weil Weihnachten diese bevorzugte Behandlung bekommt, ist das ja auch Rassismus. Das ist, aha. Gut, so nach dem Motto, ja gut, ich gebe zu, als das Zuckerfest war, hatten wir es gab jetzt keine Lockerungen speziell zum Zuckerfest oder so. Da hatten wir aber auch nicht so, ich wüsste auch nicht, dass wir zu der Zeit. Ich glaube natürlich auch, dass es da in dem Punkt natürlich auch eine Frage ist, wie viele Menschen betrifft. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, ne? Also, das sind dann Leute, die sagen, wir müssen alle absolut, jede Minderheit absolut gleich behandeln. Okay, aber jetzt den Leuten, wie viele Leute feiern Weihnachten und das hat überhaupt nichts mit Religiosität zu tun? Mhm. Und wie viele Leute, die vielleicht auch eine nicht-christliche Religion haben, feiern trotzdem Weihnachten? Ja, weil also sie mir halt ist ja eh nicht. Also ich bin zwar irgendwie christlich mal erzogen worden, aber eigentlich habe ich mit der Kirche gar nichts am Hut. Und trotzdem ist Weihnachten halt Familientreffen. Ja, ja. So, das ist es eher. Ob das jetzt wirklich schlau ist, zu Weihnachten da die Regeln aufzulockern? Naja. Also da finde ich Silvester viel dramatischer. Also viel dämlicher einfach. Ja. Also weil das ist nur völlig, völlig unnötig, dass man sagt, wir müssen unbedingt rumböllern und keine Ahnung was alles und uns da irgendwo zusammenrotten. Das war aber interessant bei Lage der Nation. Die haben gesagt, es gab einen Tagesspiegel-Artikel. Die Redaktion hat mal so bei den Krankenhäusern in Berlin angefragt, ja, wie ist denn das bei euch Silvester? Mhm. Und da sagten die, also von den Fällen, also das, was Silvester kommt, und ich gehe mal davon aus, sie meinen nur die Fälle, die über das Normale hinauskommen. Wenn da einer mit Blinddarmdurchbruch kommt, ist ja egal, ob Silvester ist oder nicht. Aber die Sachen, die sozusagen Silvester induziert sind, sollen nur 5% Böller sein und 95% Alkohol. Ja, wobei wahrscheinlich, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei wahrscheinlich die 5% Böller dann auch noch wieder zu einem großen Teil. Ja. Also wenn du die Leute dazu, wenn du es irgendwie mit Magie schaffen würdest, dass die Leute kein Alkohol trinken, dann wirst du wahrscheinlich nur noch wenige finden, die es schaffen, stocknüchtern sich mit Böllern noch zu verletzen. Wirst du auch welche, werden auch welche schaffen. Mhm. Aber ja, nach dem Motto, insofern müsstest du sagen, Alkoholverbot zu Silvester, aber das kriegst du wahrscheinlich noch schwieriger durch. Ja. Ne, Hamburg will da ja auch dann in einigen Ecken, wollen sie also Hamburg Böllern ist also relativ viel Hamburg-Themen jetzt schon, aber Hamburg ist tatsächlich so, ich sag mal, die Hotspots sind böllerfrei dieses Jahr. Also so Jungfernstieg, Alster und so weiter. Die aber die Polizei kriegt dann eben auch die Berechtigung, wenn die Leute dann natürlich irgendwo ausweichen, irgendwo hingehen. Ja, so oder so hast du ja unabhängig vom Böllerverbot hast du ja auch immer noch die Kontaktbeschränkung, die du eben einhalten musst. Ja. Egal, wo du dich aufhältst. Ja, generell macht sich halt bemerkbar, finde ich, im Moment bei dieser ganzen Thematik ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Mhm. Ne, weil immer noch natürlich so Länder wie Schleswig-Holstein und West-Ost auch noch. Also sag mal, Nord-West ist am wenigsten betroffen, sagen wir mal so. Und die dann sagen, ja, wir legen diese Regeln dann sehr, sehr großzügig aus, hat Jörn Schaar so schon in seinem Podcast gesagt, ey Leute, das ist kein Wettbewerb. Es ist jetzt nicht hier so, wer lockert am meisten. Lasst uns doch die Regeln so einhalten, wie sie sind. Ja. Auch wenn die Zahlen gut sind, sie könnten bei Weitem noch besser sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, und Hamburg macht ja, glaube ich, eigentlich auch, wie gesagt, wenn wir das nicht eh schon hatten, das, was jetzt gemeinschaftlich beschlossen wurde, ich wüsste nicht, dass Hamburg bei irgendwas sagt, nee, das sehen wir ein bisschen lockerer. Ja, so mit Hotels, das ist eins, was mir so einfällt dazu, ja. Ja.
Ja, wie gesagt, Nord-Süd-Gefälle. Ja, weil die richtigen, also so auf dieser farblichen Karte wird es ja nach unten wirklich immer dunkelröter. Mhm. Ja. Ach so, und diese Schulferiendebatte fand ich ja wohl so. Eine Woche früher nach Hause, in den Ferien. Ja, das ist ja genau das, was ich auch auf Twitter gesagt hatte. Also es hieß am Anfang irgendwie eine Woche früher. Mhm. Wann fangen die, also ja gut, das kommt ja jetzt als Thema, dass es unterschiedlich ist, wann die anfangen, ne? Genau. Ja. Und das ist genau das, was mich so genervt hat, dass eben gesagt, erst wurde gesagt, eine Woche früher, mhm. und dann wurde gesagt, mal irgendwo schwörte mal ein Datum rum, ich glaube, 16. Und dann sagte ich, ja, aber das ist nicht eine Woche früher, nicht für alle. Also für einige ist es eine Woche früher, aber nicht für alle, mhm. weil es fangen nicht alle gleich an. Einige fangen am Montag an, einige am Dienstag, einige am Mittwoch, glaube ich sogar. Also ist es Quatsch, wenn ich eine Woche früher sage, kann ich nicht ein Datum nennen. Mhm. Und jetzt haben sie sich ja entschieden für den 19. Was ja schon mal wieder merkwürdig ist, weil der 19. ist ein Samstag. Dazu muss man wissen, dass es, glaube ich, in irgendwelchen Bundesländern, in irgendwelchen Kommunen gibt es, glaube ich, immer noch Samstagsunterricht. Aha. Das sieht man immer daran, wenn ich, wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema Schulferien schon seit Jahren sehr, sehr intensiv, weil ich das für die Firma machen muss, weil wir genau wissen müssen, wann in welchem Bundesland Ferien sind. Mhm. Und ich trage das immer selber in meinem Kalender ein, wann welches Bundesland Ferien hat. Und dann steht in den offiziellen Listen, steht dann halt Ferienbeginn, Samstag. Und Ferienende Samstag, wo du denkst, was ist das für ein Schwachsinn. Hm. Aber das sind dann Bundesländer, in denen es irgendwo Samstagsunterricht gibt. Hm. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, den 19. Ja. Was aber für einige Bundesländer de facto keinen Unterschied macht. Weil der Montag der erste Ferientag hm. gewesen wäre. Und das ist ja jetzt immer noch. Ja. Weil die hatten garantiert nicht die Bundesländer, die noch Samstagunterricht gehabt haben. Ja, richtig, ja. Deswegen ist das alles so. Also dann hätten sie sagen müssen, wie gesagt, entweder individuell, also wirklich jedes Bundesland eine Woche früher bezogen auf seinen ursprünglichen Ferienbeginn. Mhm. Aber jetzt zu sagen 19. hätten sie sich auch sparen können. Vor allen Dingen dann war ja der Plan, vielleicht haben sie das im Hinterkopf, Herr Drosten hat ja gesagt, naja, so 5 Tage so eine Notquarantäne oder Notisolierung, wenn man sagt, man will sich Weihnachten treffen, 5 Tage, und dann haben sie vielleicht gesagt, gut, 24 minus 5 ist 19. Denkbar, aber keine Ahnung. Ja. Ich fand das alles, es ist alles nicht so nachvollziehbar. Aber ich bin positiv gestimmt, die Zahlen für Hamburg habe ich ja im Auge, sieht gut aus, deutlich besser aus als bundesweit. Ja, ich muss mal gucken. Also meine Familie, wir feiern im Kreis Vechta, der Stadt Lohne, da wo so ein paar Hotspots waren, also da ist ein Wiesenhof und der ganze Scheiß. Muss mal gucken. Also ja. ich bin tatsächlich relativ unkritisch in sich, weil ich tatsächlich mich sehr gut isoliere, sage ich mal. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da jemanden anstecken kann. Mein Bruder weiß ja, bei Kindern ist es immer das Problem. Bei Kindern ist es natürlich, also die kommen einfach mit deutlich mehr Menschen in Berührung. Das ist ja gerade die Thematik. Und insofern ist dieses, auch ne, bei aller Kritik, ist diese Regelung ja nicht schlecht. Mhm. Weil normalerweise wären die Kinder deines Bruders, wären glaube ich mindestens noch einen Tag zur Schule gegangen. Mhm. Ich weiß nicht, Schleswig-Holstein, ich weiß nicht genau, was da ist, aber ja. Ne? So, und wenn der jetzt schon mal weg ist, dann ist nochmal dieser letzte, dann können die wirklich sagen, so, ihr geht Freitag zur Schule und dann setzt ihr euch 5 Tage vor die Playstation und atmet flach. Gibt Schlimmeres. Ja. Ne? Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Ja. Und dann kannst du dir relativ sicher sein, wenn dein Kind dann wirklich Heiligabend aufwacht und hat keinen Husten, Schnupfen, sonst irgendwas, dann ist es entweder symptomlos krank oder ist es gesund. Ja. Ja, und dann kommen wir zu dem Negativbeispiel Unpretty in Pink. Das RKI hat einen neuen Farbton rausgebracht. Ach so, okay, aber Hildburghausen war schwarz. Nee, das ist Risk Layer. Ach so, okay. Da hast du sozusagen die falsche Karte gesehen. Ne? Mhm. RKI hat gesagt, für über 500 nehmen wir Pink. Mhm. Und Risk Layer hat gesagt, und das finde ich eigentlich auch besser, wir nehmen Schwarz. Mhm. Naja, also Hildburghausen, wie gesagt, ging ja erst die Meldung durch, ja, hier neuer Rekord, Hotspot, Hildburghausen, über 500er Inzidenz an einem Ort mit 64, in einem Landkreis mit, ich glaube, 64.000 Einwohnern. So, ne? Mhm. Und dann sind die ja irgendwie abends spontan mit 400 Leuten durch die Innenstadt, wenn man das so nennen kann, gezogen und haben gesungen, so ein Tag so wunderschön wie heute. Ja, gucken, ob sie das auf der Beerdigung auch noch singen, so ungefähr. Ja.
Ja, und dann hieß es irgendwie, ja, Leute, das ist irgendwie, in dem Landkreis ist der AfD-Kandidat mit Direktmandat gewählt worden. Ob es da irgendwelche Zusammenhänge geben könnte, bleibt jedem selbst überlassen, ja, das zu sehen. Ne? Also, ja. Ja gut, die sind dann auch wieder, glaube ich, jetzt unter die 500, aber nichtsdestotrotz. Und jetzt sind dann natürlich auch da und in Passau. Passau ist kurz danach, und das ist natürlich interessant, da hat dann kein Mensch groß von geredet, aber in Passau ist wahrscheinlich auch nicht, sind auch nicht irgendwelche Menschen durch die Straßen gezogen. Dann hat Passau nämlich auch kurz danach die 500 geknackt. Mhm. Ja. Wo man auch so denkt, so, weißt du, Passau, das, ich war da mal, das ist halt eine Kleinstadt. Also was kann da passieren, oder was ist da die Ursache? Ja. Gestik hilft nicht viel im Podcast. Ich weiß, aber das Gestik sollte, ja, ich habe eine Gestik gemacht von, ich habe auch keine Ahnung. Gut. Ja, dann sagt, na, ich mache noch mal ein, ich mach noch mal mein letztes Corona-Thema. Ja. Wer hat's erfunden? Schweizer. Richtig. Und was haben die Schweizer erfunden? Skifahren? Nein. Okay, das war Österreich, ne? Nee, doch, die Österreicher wollen das Skifahren. Ja, da habe ich mir jetzt gar keinen Kopf drum. Weil du Corona gerade hattest, ja, das war irgendwie reinpasst. Das stimmt. Nein, die hatten die Idee, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen muss, aber ein Schweizer Gesundheitsökonom sagt, kein Intensivbett für Leugner. Okay, weißt du, Begriff Gesundheitsökonom finde ich auch schon wieder pervers. Ja, das sind die Leute, die auch meinen, wir kämen mit 10% weniger Krankenhäusern raus. Ne? Aber das ist natürlich, das war natürlich eine Aussage, die bei Twitter auf goldenen, ja, natürlich, das ist auch bewusst sehr polemisch wahrscheinlich formuliert. Ja. Das wird natürlich nicht passieren, weil man ja trotzdem, egal was für ein Arschloch da ist, im Prinzip ja Humanist ist, sage ich mal. Ja. Ja. Ja, aber es zeigt das ganze Dilemma, weil in Schweiz ist die Situation ja richtig. Schweiz hat gerade irgendwie auch von irgendeinem anderen Land ein spezielles Einreiseverbot, Kreuzfahrt. Genau. Irgendeine Kreuzfahrt. Viele Kreuzfahrten gibt's in der Schweiz nicht. Schöne Berge sehen. Ja. So. Haben die Marine? Da war mal was. Da war mal irgendwas, ja, mit der Marine. Nein, jedenfalls, irgendeine Kreuzfahrtgesellschaft hat gesagt, wir nehmen keine Schweizer mehr an Bord. Mhm. Weil die Inzidenz so hoch ist. Gibt es Kreuzfahrten überhaupt noch wieder? Offensichtlich schon so. Vielleicht mit Tests, mit Schnelltests oder so. Mhm. Mit Schnelltests kannst du ja die Leute beim sozusagen Besteigen des Bootes betreten beim Enter. Kapern. Nee, also mit Schnelltest kannst du ja heute, gibt's ja schon, und dann, ich weiß nicht, bei der überschaubaren Anzahl kriegst du es vielleicht sogar mit PCR-Tests hin, dann ne, kommen die an Bord. Ja gut, bei die bei auch ein paar Fluggesellschaften, die gesagt haben, sie wollen damit anfangen, ne, dass auch Lufthansa war, glaube ich, von wegen optional, ich glaube, was, British Airways, ich weiß, irgendjemand hat gesagt, so wollen zumindest auch Flüge anbieten, die nur Leute, die diesen Test machen, auch betreten dürfen. Ja. Ja. Gut, ja, ich bin dann mit Corona erstmal durch. Dann. Ja, Corona habe ich ja auch, glaube ich, nichts mehr, aber ich habe noch andere Themen. Ja, hau rein. Rassismus ist ein Kündigungsgrund. Ja. Das habe interessanterweise, habe ich glaube ich noch nie gehabt, dass Sachen vom Bundesverfassungsgericht bei Twitter mal in Timeline geschoben werden, also den echten Bundesverfassungsgericht. Und zwar hat ein Mensch geklagt, er ist halt gekündigt worden, und zwar, weil er echt extrem rassistisch gehandelt hat. Er hat irgendwie Affenlaute gemacht, wenn sein schwarzer Kollege da war. Und dann hat er geklagt gegen diese Kündigung, weil das wäre gegen seine Meinungsfreiheit. Und die Formulierung, man dürfe ihm keine rassistischen Einstellungen vorwerfen. Meint ihr damit, er wäre gar kein Rassist, oder meint das muss ja okay sein, Rassist zu sein? Ich weiß es nicht. Ja. Weil, also das ist vor allem, wie gesagt, der Verfassungsgericht hat gesagt, so, nee, das geht nicht. Beleidigung wäre noch okay, also das kann man Arschloch nennen, deswegen ist das kein Kündigungsgrund. Er war auch schon mal abgemahnt worden wegen solchen Geschichten. Ja, und vernünftigerweise, wie ich finde, hat das entschieden, so, nee, das ist ein ganz klarer Kündigungsgrund, und da hat er eben auch keine Chance mehr gegen. Ja. Was war denn noch, war das ein Lehrer oder irgendwie gab es noch einen anderen Fall? Shit, ich sehe das Foto von dem Typen vor mir. War das ein Arzt, der irgendwas gemacht hat? Nee, kriege ich nicht mehr zusammen. Dann habe ich noch mal ein Thema, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal irgendwie, aber ich weiß gar nicht, warum es jetzt wieder hochgespielt wurde. Es ging um politisch motivierte Kriminalität. Sehr schwere Wörter. Und zwar in Sachsen.
ich weiß nicht, ob Statistik ganz neu war, aber wie kam das jetzt rein? Und zwar ist Statistik, wir hatten das auch schon mal als Thema von wegen Wahlplakate als politisch motivierte Qualität. Malst ein Schnurrbart auf dem Wahlplakat, genau. Ist das gleich linke Extreme. Und tatsächlich hat sich die Anzahl der linken Straftaten verdoppelt, indem sie die Wahlplakate mit reingenommen haben. Bei den Rechten hat das einen relativ kleinen Teil ausgemacht und natürlich unter anderem auch, weil ein Wahljahr war, so nach dem Motto. Also und wenn ich stand auch drin, wenn sich eine Statistik verdoppelt, wenn du sowas aufnimmst, dann sollte man vielleicht mal merken, dass das nicht so ganz schlau ist. Weil nächstes Jahr ist natürlich der Vorteil, nächstes Jahr kannst du sagen, Mensch, Linkkriminalität hat sich extrem reduziert in diesem Jahr. Halbiert. Ja, genau, weil die Wahlplakate nicht mehr da hängen. Ja, und weil es war ja so, dass trotzdem noch die nackte Zahl von Taten bei rechts mehr war. Ja. Aber das wurde sozusagen unter den Tisch. Aber da hat dann die Wahlplakate nur 5% ausgemacht von dieser ganzen Statistik. Ja, ne? Und dann konnten sie sagen, ja, so nach dem Motto, so ja, immer noch mehr rechts als links, aber links hat sich verdoppelt. Ja, genau. Das war so dann die Message, die man darüber bringen wollte. Jo. Mach ruhig weiter. Dann Amri, Untersuchungsausschuss. Ja, Nixsager. Genau. Ich habe das große Schweigen aufgehört, hier stehen. Ja. Ja, Untersuchungsausschuss zum Andri-Fall, das ist ja schon irgendwie so paar Mal so, irgendwas ist da ganz, ganz schief gelaufen, so ganz komisch und Leute wurden nicht informiert und jetzt ist da, was war das für Zeuge? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich sag nix. So, hat sein Statement quasi vorgelesen, hat sich das irgendwie nochmal wieder vorlesen lassen, was er selber quasi vorher gesagt hat und hat einfach gar nichts gesagt. Ja, es war der oberste Verfassungsschützer von Mecklenburg-Vorpommern. Mhm, genau. So, und der hat immer nur gesagt, ich kann nichts sagen, ich darf nichts sagen. Ja. Er wolle sich zu innerdienstlichen Angelegenheiten nicht öffentlich äußern. Ja. Und dann haben sie die Sitzung unterbrochen und haben eben überlegt, also sie können, irgendjemand twitterte was von Beugehaft, das geht glaube ich nicht, aber ein Ordnungsgeld können sie verhängen. Mhm. Und ja, hat ihn wohl auch nicht dazu bewegt. Und letztendlich richtet sich die Kritik nicht nur an ihn persönlich, weil ihm sind wahrscheinlich die Hände gebunden und die Lippen versiegelt, weil weil Vorgesetzter oder Regierung von MacPom sagt, nee, du sagst hier gar nichts. Mhm. Ja. Genau. Ja, genau. Am Ende bat übrigens der Zeuge darum, noch einmal zu überdenken, ob der Ausschuss ihm wirklich mit einem Ordnungsgeld überziehen wolle. Fast hatte man den Eindruck, Müller war sich über die Außergewöhnlichkeit seines Auftritts nicht im Klaren. Sagen wir mal so, vielleicht ist der irgendwann bei diesem komischen Verein arbeitest, dann denkst du nicht mehr in rechtsstaatlichen Dimensionen. In bürgerlichen Kategorien. Ja. Nee, also vielleicht trifft er sich demnächst mit Herrn Maaßen auf ein Bier und weiß nicht, tritt der Werteunion bei oder so. Ja. Ja, dann passt vielleicht da noch ganz gut zu. In Frankreich sehen wir gerade ein Problem, dass nicht nur wir in Deutschland ein Problem, oder nein, sagen wir andersrum, dass Polizeigewalt wohl ein sehr internationales Problem ist. Mhm. Weil da sind zwei Dinge kurz hintereinander passiert. Das erste war, dass irgendwelche, sag ich mal, Organisationen, die sich für Migranten engagieren, hatten so als, mehr so als, ja, um Aufmerksamkeit zu erregen, haben die spontan den Platz der Republik in Paris, haben sie da ganz viele Zelte aufgestellt, so, ne, diese Schnellwurfzelte, und da haben dann ganz viele Migranten, also die wollten quasi auf die Situation, weil in Frankreich ist es halt so, dass viele Migranten in irgendwelchen mehr oder weniger wilden Camps vor den Toren der Stadt England oder so. Auch vor noch England hoch oder auch, ne? Richtung England und so. Und darauf wollten sie hinweisen und dann wurde diese Aktion von der Polizei doch sehr rüde beendet. Mhm. Also wirklich mit extremem Schlagstockeinsatz und so weiter. Und ich glaube, den Leuten wurde nicht mehr die Chance gegeben. Also wenn man das manchmal so sieht, so nach dem Motto, da werden die Leute einmal bei einer Sitzblockade oder so, einmal aufgefordert, zweimal, dreimal, dann wird vielleicht irgendwann der unmittelbare Zwang angedroht und wenn dann immer noch nicht gut, dann wird vielleicht doch mal, vielleicht auch dann wiederum unangemessen hart zugepackt. Aber da sah, glaube ich, sind sie so gleich volles Rohr rein. Und dann was ja noch krasser war wo sie diesen französischen Musiker, es ging ja, dass der zu Hause da rausgezogen worden ist. Ja, der ist ja quasi in seinem Hauseingang verprügelt worden, genau. Und da gab es halt eine Überwachungskamera, die das alles dokumentiert hat. Ja. Ja, und da ist selbst im, glaube ich, sehr polizeifreundlichen Frankreich
dann auch mal der Punkt erreicht. Ja, das ist ja eine Kombination damit, dass ja sowieso Demonstrationen waren oder danach, aber zumindest im Zusammenhang mit einem neuen Gesetz, dass du Polizisten nicht mehr filmen darfst. Richtig. Um genau sowas zu verhindern, dass man eben mitkriegt, wenn die Scheiße bauen. Ja. Und das kann, also das wäre ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das würde Seehofer auch sofort unterschreiben. Ja. Also sofort, ohne Wenn und Aber. Ja. Ja, aber wie gesagt, in Frankreich scheint das noch, also so wie sie mit ihrer Meinungsfreiheit und so weiter, scheint da eben auch die Polizei auf einem sehr hohen Podest zu stehen, an dem man nicht zu rütteln hat. Ja, wobei auch, glaube ich, die Polizei noch deutlich aggressiver ist als bei uns, ne? Ja, was natürlich dann... Der auch damit zusammenhängt, klar. Ja, ne? Wenn du und natürlich nicht kritisieren darfst, auch auf gesellschaftlich nicht, dann kannst du doch mehr erlauben, ja. Ja, wobei in dem Fall dann, klar, wo das jetzt so dokumentiert war mit der Kamera, die sind ja sofort suspendiert, teilweise auch angeklagt. Zwei sind, glaube ich, in U-Haft oder ja, sowas, ja. Ne? Zwei also, sind in Vieren. Da hat man wohl gesagt, gut, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Ja, hast du noch... Ich hätte höchstens noch Become a Beef Terrier, aber ich weiß nicht, ob das wichtig genug ist. Hast du diese Werbeaktion nicht mitgekriegt, von der EU gefördert? Nee. Ich habe dieses Become a Beef Terrier, habe ich gelesen, aber was ja, sie haben eine Werbeaktion gestartet, im Prinzip von wegen, wenn dein Fleisch, wenn das Vieh in Europa gezüchtet worden ist, dann brauchst du gar keine Gedanken machen, das ist glückliche Kuh und iss mal. Vergesst diesen ganzen vegetarischen Scheiß, esst mal wieder mehr Fleisch. Also eine ernst gemeinte Werbung für den Fleischkonsum. Ja, genau. Ich habe da ja noch als Antwort alte Werbung von Zucker runtergepostet, wo die früher überhaupt, wenn du kein Zucker isst, wirst du dick und fett. Da gab's in den 60er Jahren gab's, und bei Butter gab's das Gleiche, von wegen Butter ist gut fürs Herz, gut für die Nieren. Und da gab's ja auch den Butterberg, der musste ja auch stimmt, weg. Ja. Und die Milch sehen, ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja selber Fleischfresser. Carnivore. Aber das war so furchtbar albern. Also so vielleicht und ordentlich, also es ist irgendwie, ich weiß ja genau, von irgendeiner Fleischindustrie überhaupt mit EU-Geldern noch und nöcher Millionen drin für diese Werbeaktion, wo du echt nur an den Kopf packen kannst, so von wegen früher vielleicht der Marlboro-Mann mal versucht, so ein Blödsinn zu verkaufen. Aber, stimmt. Ja. Tja, wie gesagt, ich hatte nur dieses Become a Beef Terrier gelesen und dachte mir, das kann nur ironisch sein. Nee, leider nicht. Schlimm. Ja, dann, ich habe das hier reingepackt, weiß nicht, hätte man auch zu Nerding packen können. Hast du gehört von Schufa Check Now? Ja, das habe ich natürlich jetzt in Nerding gehabt. Du hast es in Nerding. Ja, dass du, wenn du einen sehr, sehr schlechten Schufa-Score hast, ne, wenn du zum Beispiel, weil du zum Beispiel Schulden hattest in der Vergangenheit, dann kannst du jetzt in Anführungsstrichen auf freiwilliger Basis kompletten Zugriff auf dein Bankkonto erlauben, dass sie deine kompletten Ein- und Ausgänge kontrollieren können und darüber einen hoffentlich besseren Score zu generieren. Ja. Vor allen Dingen auch, glaube ich, die Schufa sagt so ein bisschen, da sie teilweise selber gar nicht genau darlegen können, wollen, wie ihr Score zustande kommt, sagen sie, klar, Geschäftsgeheimnis. Ja, sagen sie, ja, dann, wenn wir dann in deine Kontoauszüge gucken dürfen, dann können wir dir das sagen, was genau die Ursache ist und dann können wir dir auch sagen, was du ändern musst, so nach dem Motto, du zahlst da ja irgendwie noch einen Kredit ab, wenn du den irgendwie auf Schlag abbezahlen könntest, dann wäre dein Score besser. Wobei, witzigerweise, ich glaube, einen Kredit zu haben, ist euch besser, als wenn du keinen hast. Wenn du einen Kredit hast, den du regelmäßig abbezahlst, ist besser, wenn du keinen Kredit hast. Das ist total. Aber vor allen Dingen natürlich die Angst, die nicht unberechtigt war von Datenschützern. Du kannst natürlich auch sehen, Mensch, der musste die letzten 30 Tage ständig teure Medikamente kaufen. Dem geben wir jetzt mal keine Krankenversicherung mehr oder ja, so eine Zusatzversicherung. So der ganze Beifang sozusagen. Ja, ne? Genau. Und vor allen Dingen, was ja schon Bände spricht, der erste Kooperationspartner ist O2. Mhm. Das heißt, es geht um sowas, sage ich mal, mehr oder weniger Triviales wie Handyverträge. Ja. Gut, natürlich sage ich schon, dass ein Handyvertrag ist schon wichtig, dass man einen Handyvertrag hat. Ja. Aber ob dafür jetzt... Ich finde das aber, so die ganzen Handyvertragsanbieter, das ist für mich auch mal ein bisschen Raubrittertum. Ich glaube, die verticken Leuten teilweise auch Verträge, die nie bräuchten. Ne? Also da, wenn ich so sehe, was ich für meinen Handyvertrag bezahle und was andere für die gleiche Leistung bezahlen. Also O2 hat ja auch schon mehrfach versucht, mir irgendwie einen Handyvertrag anzubieten. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja. Und nicht jeder hat vielleicht die Ruhe, die Muße oder das Know-how. Das Problem ist ja auch dieses Ding, von wegen, du kriegst ein geiles Handy, zahlt sich aber im Laufe der 2 Jahre dumm und dusselig. Ja. Ja. Dann kannst du lieber einen Kleinkredit aufnehmen. Wahrscheinlich wäre das aus Schufa-Gesichtspunkten besser. Aber auch schwierig zu kriegen, das ist das Problem. Ja.
Ne? Wenn du natürlich gar keinen Vertrag mehr kriegst, was willst du dann machen? Also du bist ja heutzutage schon irgendwie angewiesen, weil das ist ja die Art von Telefon, die man nun mal hat, um erreichbar sein. Spätestens wenn du einen Job haben willst, spätestens da brauchst du ja irgendwie ein Telefon. Ja. Ja, und dann war ja noch der AfD-Parteitag. Ach ja, der Meuthen. Der Meuthen. Ja, also nicht nur der Meuthen, aber ja, Meuterei. Okay, lass mal. Hat ja nicht geklappt. Also unterm Strich kann man... Ich fand die Formulierung Flügelkämpfe nur irgendwie witzig in der Tagesschau, von wegen Vogel mit zwei rechten Flügeln, das ist... Das kann irgendwie das Ende vom Flügel... Kommt das aus... Ich glaube, kommt schon irgendwie von, nicht aus Häusern oder sowas, oder? Nee. Ja. Ja. Ja, es ging ja erstmal darum, halten Sie die Hygieneregeln ein, ne? Sie hatten ja da die entsprechenden Auflagen. Dann ging ja die Fotos rum, das war ja witzig, so jedes Foto, was gepostet wurde von diesem Parteitag, wurde natürlich durchgescannt. Ich habe ja auch eins genommen und auch mal durchgeguckt und natürlich hast du sofort irgendwie eine Handvoll Leute gesehen, ohne Maske. Die Krönung war ja der eine, der hatte so eine FFP2-Maske auf, also nicht richtig, also unter der Nase. Und dann war das eine mit Auslassventil. Mhm. Und das ist ja nun Arschlochfaktor hoch 3. Ja. Stellte sich raus, das sind die Masken, die an den Plätzen lagen. Ach. Das heißt, jeder hatte an seinem Platz so eine FFP2-Maske mit Auslassventil. Das heißt, jeder, der da eine... Wahrscheinlich waren die sehr billig zu haben. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Und wenn man sich vorstellt, wenn jetzt die eine Hälfte die trägt und die andere Hälfte trägt normale Masken, dann haben die Arschkarte. Mhm. Ja. Ne? Ja, ich weiß noch, die Ex-Freundin von meinem Großen. Ja, wo die anderen auch. Also du schützt dich ja nicht, wirklich. Also mit der Auslassventilen. Doch. Ja? Doch. Du hast den optimalen Schutz, weil du hast die FFP2-Filterung. Ja, der eigentliche Sinn des Masken ist ja, dass es primär soll es auch die Leute, die die Krankheit haben, die soll es ja quasi deren Zeugs abwenden. Bei der normalen Maske, ja. Also bei dieser Mund-Nase-Bedeckung, was weiß ich, diesen Einwegmasken oder so, da ist die beste Wirkung die Ansteckungsverhinderung. Mhm. Also die Weggabe sozusagen. Ja. Ne, das Empfangsverhinderung ist da, ist es quasi eine starke Sendeverhinderung, keine starke, aber immer noch eine leichte Empfangsverhinderung. Und FFP2 ist halt in beide Richtungen super. Ohne Ventil. Mhm. Und mit Ventil ist es halt Empfangshinderung, aber Sende total raus. Firewall. Ja. Ausgehend. Ja. Und deswegen hatte eben die Ex vom Großen, die ja als Zahnarzthelferin arbeitet, die hatte eben FFP2 mit Auslassventil und noch eine OP-Maske drüber. Mhm. Weil das sozusagen noch so ein ganz guter Kompromiss ist. Also natürlich optimaler Eigenschutz, aber nicht so eine starke Atembehinderung. Aber wiederum dann doch noch was drüber, damit wir die Patienten das nicht so abkriegen. Mhm. In Nicht-Corona-Zeiten würden sie vielleicht FFP2 mit Auslassventil ohne was drüber tragen. Mhm. Ja. Plus, die hatten noch hier die Visiere davor, hatten sie auch noch. Ja, und inhaltlich, Meuthen hat ja seine erste Rede gehalten und hat da ja so ein bisschen gestänkert gegen die eigenen Leute, die zu sehr... Den also, ganz, ganz Rechtsten? Ja, und vor allen Dingen die so den Corona-Schwurblern das Wort reden. Ja gut, das ist ja Personalunion in der Regel, ne? Ja, es haben halt einige jetzt als Geschäftsprinzip entdeckt, wir springen, so wie sie auf den Pegida-Zug aufgesprungen sind, springen sie halt jetzt auf den Corona-Zug auf und sagen, hier, da haben wir so eine Masse, die wir steuern und uns zu Nutzen machen können. Und das wollte er, eigentlich hat er das, ja, kritisiert und gesagt, das können wir nicht machen, was ihm dann entsprechend Gegenfeuer von den Leuten gebracht hat, die es gut finden. Ja. Wir haben nur Integre, ne, gut, das haben sie nicht gesagt. Nee. Ja. Ja, dann hatte Weidel mal wieder ihren Mimimi-Moment. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Nicht? Nee. Ach, es war irgendwie, ich glaube, Phoenix war vor Ort, hatten da dann so ein Interview-Szenario aufgestellt und dann hat er sie irgendwie, also der Interviewer hat sie irgendwie konfrontiert mit einer Aussage, die aber aus der eigenen Partei kommt, nämlich mit dem Begriff sozialnationalistisch. Also das ist ein Begriff, den wirklich AfD-Leute benutzt haben und sie hat das wahrscheinlich gehört im Kopf, ne, hier so Bingo-Trommel und hat dann irgendwie ihn angeblafft, was ihnen einfiele, ihre Partei als nationalsozialistisch zu bezeichnen. Und hat dann keinen geraden Satz mehr auf die Reihe gekriegt und ist irgendwann einfach weggegangen. Fuß aufgestampft. So, und das fehlte noch, ne? Aber Vital Leaving Things war dann wieder, ne? Ja.
Ja, wie gesagt, der alte Opa, der war jetzt quasi der Angriffsziel von den Meuten so ein bisschen auch. Ja, ja, das ist halt sozusagen der Kampf Gauland gegen Meuten. Ja, genau. Ne, weil Gauland ist so die Kalbitz-Höcke-Fraktion und Meuten ist halt so die, weiß ich nicht, wer überhaupt noch so auf seiner Seite ist. Früher Petri, aber die haben sie ja nun schon abgesägt. Ja. Und er ist ja in Anführungszeichen der Gemäßigte. Ja, also klar, es sind, Rechter. Die sind ungefähr alle gleich rechts, aber sie haben halt unterschiedliche Strategien. Ich denke auch, das ist einfach von wegen, wie wir versuchen wollen, das zu infiltrieren. Die einen quasi mehr mit Gewalt und die anderen versuchen irgendwie hintenrum. Ja. Ja. Genau. Naja, muss man sehen, was das jetzt, also ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es am Ende doch ganz gut für den Meuten ausgegangen. Es wurden ja irgendwie ein, zwei Posten neu besetzt. Anträge ihn quasi zu rügen für seine, und das ist ja dann durchgefallen. So ja, es ging aber auch darum, dass irgendwie für den Kalbitz musste irgendwie ein Ersatz gewählt werden und da gab es auch wieder Kandidaten aus dem einen und aus dem anderen und kam dann mehr aus dem Meutenlager, also der Kandidat oder die Kandidatin aus dem Meutenlager hat sich dann durchgesetzt. Ja, aber vielleicht, ich hoffe ja noch, dass sie sich aufteilen irgendwann mal. Das wäre vielleicht ganz gut. Das ist dann halbiert zweimal alle unter die 5% und dann. Ja. Ja, das ist halt das, was der Meuten auf der anderen Seite halt auch, der gehört ja zu den schlaueren Köpfen und der weiß genau, dass das nicht passieren darf. Und das ist halt dieser Tanz auf der Rasierklinge, den er macht, ne? Auf der einen Seite aufpassen, dass das Erscheinungsbild nicht zu sehr eskaliert. Und auf der anderen Seite aber diese ganz, diese Eskalationstruppe auch nicht zu verlieren. Ja. Ne? Und tja, mal sehen, wie lange ihm das gelingt. Ja, möglichst nicht. Ja. So, ich hätte dann nur noch, und das sind viele diesmal, die Todesfälle. Ja. Kann ich loslegen? Ja. Während unserer Aufnahme, was wieder mal der Beweis dafür ist, dass wir nicht aufnehmen sollten. Das ist so wie der Fußball zum Pinkel geht, fällt immer ein Tor. Ja. Wir hatten die Aufnahme beendet und du gucktest aufs Handy und sagtest. Karl Dall ist tot. Richtig. Ja. Ja. Ja, war doch relativ rege Anteilnahme auf Twitter. Mir war gerade noch über den Weg gelaufen irgendwie mit dieser Serie Rote Rosen, dieser ARD-Soap. Das ist so ein Ding, was meine Mutter noch und nöcher guckt. Ja, aber ich glaube auch nicht, war glaube ich mehr so eine Gastphase. Ne? Also gerade Weihnachten rum, dann gucke ich halt zu Hause mit. Da habe ich ihn noch nie gesehen, also muss da irgendwie so ein Gastauftritt sein. Ja, die Wanne war voll. Nein. Ah, nee. Nein. Stimmt, sorry, das bin ich für falschen Trichter. Dieter Hallervorden mit Helga Pedersen. Stimmt, ja, ja. Dallas hatte er mal gehabt. Ja, so eine bisschen Nonsens-Talkshow. Ja. Nonstop Nonsens war auch Dieter. Wie kommen wir den beiden immer durcheinander? Ja, aber Instaburger. Heute schütte ich mich zu. Ja, aber hier als Musiker. Instaburg und Co. Instaburg und Co. Ja. Diese Scheibe ist ein Hit. Verkriegt ihr das endlich Millionen mit. Frauen lieben ja, mich. Das auch, ja. Ja, ich fand das, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, so bewusst mitgekriegt, was mit seinem Auge los war. Eine Lidschwäche nennt man das. Aha, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass er natürlich genug Geld gehabt hätte, um so das in Ordnung bringen zu lassen. Also hat es aber bewusst gelassen, weil das eben auch sein Markenzeichen war. Ja, ne? Ja gut. Dann, was, glaube ich, weniger durch meine Timeline ging, aber eigentlich am selben Tag auch in den Nachrichten war, Harald Ringstorff. Wenn ich jetzt muss, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern war das mal. Mhm. Ja, also ich glaube, nicht der erste nach der Wiedervereinigung. Aber wie gesagt, das war mal ein, ja, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Gut, wie gesagt. So nichts genau. Partei CDU? Wahrscheinlich, ne? Wenn das am Anfang war? Ich würde sagen, ja. Weil, wie gesagt, ist schon eine Weile, SPD. Aha. SPD von 98 bis 2008, 10 Jahre. Ministerpräsident. Ja, gut, 98 war schon eine ganze Weile nach der Feder. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz 10 Jahre ist ja auch schon sportlich. Ja, und dann als nächstes sehr großes Aufsehen erregend, Diego Maradona. Ja, das ist auch durch meine Timeline, obwohl ich jetzt nicht so die St. Pauli mir abgesehen, die Fußballfolge begeistert, weil ich meinen Timeline habe, ja. Ja, gut, war natürlich klar, dass irgendwelche Wortspiele oder Witz kamen mit Hand Gottes. Ja, ne? Klar. War irgendwie so ein Cartoon, wo er im Himmel ist und Gott die Hand gibt und dann sagt
zu Gott, sagt er zu Gott, sie wollten bestimmt schon immer mal Gott die Hand schütteln. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe bis heute nicht verstanden, warum, also klar, fußballerisch, aber in seinem späteren Leben hat er ja echt nur so, also nicht nur gute Sachen gemacht, sagen wir es mal. Nein, 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 also das. Aber in seiner Heimat ist, sagt die Leute, auch, ich habe das gesehen, jetzt auch zu Corona-Zeiten sind die da ausgerastet, in Schlangen auf die Straßen gestürmt und sowas. Und gut, ich, also kann, ich glaube, bei keinem Menschen der Welt kann ich mir so diese Heldenverehrung irgendwie erklären. Ja, ja, das geht alles halt zurück auf seine Fußballkarriere in den 80ern. Danach hat er, glaube ich, irgendwo noch Trainer und dann ist er ja auch eher negativ aufgefallen, ja, sowohl mit Drogenkonsum also was, oder politischen Sachen oder ähnlichen Sachen, aber der hätte, also vielleicht ist das Entscheidende wahrscheinlich einfach bei ihm, dass er wirklich quasi von unten kam, ne? Ja. Das so als Symbol von wegen jeder kann es schaffen, vielleicht so ein bisschen in die Richtung auch. Ja, ja. Ja. Also dem der, oder auch bei irgendeinem, hat er nicht sich bei irgendeiner WM im Publikum auch daneben benommen, als Argentinien mal schlecht gespielt hat, glaube ich, bei der letzten WM und er da in der Loge saß und hat er auch, was ich, hat er nicht Stinkefinger, aber wie gesagt, das hat man ihm alles verziehen. Ja, und zu trauriger Letzt habe ich mir so überlegt, ja, der am häufigsten falsch zitierte Mensch. Das wie heißt es immer? Luke, ich bin dein Vater. Ach, ich bin dein Vater. Ja. Ja. Und das ist ja falsch. Weil er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater, er sagt, nein, ich bin dein Vater. So, ja. Und das Schlimme ist, er hat es ja gar nicht gesagt. Ich weiß nur, nein, weiß ich nicht. Ich weiß nur diese, wie er dann brüllt halt. Ja. Nein, David Prowse ist gestorben. Ja, klar, das Darth Vader, der Darth Vader Schauspieler, den man ja eigentlich nie ist, wo man das Gesicht, wenn überhaupt mal ganz kurz mit ordentlich Maskenbildner gesehen hat. Nein. Also mit Helm ab. Das war nicht mal mehr. Nee. Ach so. Das ist das Bittere. David Prowse hat Darth Vader gespielt. Mhm. Aber zum Beispiel nicht in den Lichtschwertkampfszenen. Mhm. Da ist er von einem guten Stuntman-Degenfechter ist er gedoubelt worden. Seine Stimme war nicht zu hören, weil sie seine Stimme so unpassend fanden. Ja. Die Stimme war ja von dem Schauspieler, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der aber den König in Prinz aus Zamunda spielt. Mhm. Dessen Stimme war das. Ich glaube, Earl Jones heißt er. Und in der Szene, wo ihm der Helm abgenommen wird, das war auch wieder ein anderer Schauspieler. Okay, ja. Das heißt, man könnte fast sagen, der ist eigentlich nur der war nur dazu da, das Kostüm durch die Gegend zu tragen. Die zweite Riege sozusagen, ja. Ja, ne? Aber gut, er hatte nichtsdestotrotz, hatte er den ist er von den Fans verehrt worden, war auf diesen ganzen Comic-Cons und so, war auch und so. Und klar, natürlich hat er, es ist ja gerade, finde ich. Ich glaube, C3PO, den Schauspieler, theoretisch hätte auch jeder sein können, der in diesem Kostüm steckt. Ne? Also das ist ja dann eigentlich nicht wirklich eine schauspielerische Leistung mehr, die du bringen musst. Also keine große, weil aber Mimik und so ja wegfällt. Ja, aber ich glaube, Anthony Daniels hat ihn selber gesprochen, wenigstens. Ach so. Ich fand das nur, dass der Tagesschau gespoilert hat. Sie hat geschrieben, Darth Vader, der den Vater von Luke Skywalker gespielt hat. Ja. Ja, ach so, und das war ja auch dann das Bittere in der Episode 6, wo am Ende... Ach so, der alte Letzte. Der alte Letzte, ne? Mhm. Da ist er ganz zum Schluss, ne? Alles ist gut, alle haben sie gewonnen. Luke Skywalker guckt so verträumt in die Ferne und dann erscheint er ja so hologrammartig so drei Verstorbene. Und das ist ja Obi-Wan. Mhm. Darth Vader und Jedi. Und Yoda. Yoda. Ja, und Darth Vader, da haben sie den Schauspieler genommen, der ihn ohne Maske gespielt hat. Macht ja Sinn. Ja. Bis dann irgendwann die anderen, die ersten drei Teile erschienen sind. Also die neuen. Ja, die neue. Also Episode 1 bis 3. Richtig, Episode 1 bis 3, wo ja dann Christian Haydensen den Anakin Skywalker, später dann Darth Vader spielt. Und dann haben sie in einer Restaurierung, haben sie diese Szene geändert und haben dann da den sozusagen statt dem alten Darth Vader-Typen, also Anakin Skywalker, haben sie dann sozusagen den jungen Anakin. Was natürlich die berühmte Diskussion aufleben lässt, wie sieht man denn nun aus im Jenseits? Also ich würde ja vermuten, eigentlich eher am Tag des Sterbens. Ja, aber so sah natürlich der Typ da auch nicht aus, weil der... Ne? War ja der etwas übel zugerichtete Darth Vader. Das war im Original er auch schon nicht. Mhm. Sondern da sah Ach so, ja. fit, so altersgemäß, aber recht fit aus.
ihn dann aber später durch den Jungen, da kann man natürlich argumentieren, ja, er sieht halt im Jenseits so aus, wie er aussah, bevor er auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist. Ne? Die Frage ist, kommst du dann überhaupt noch in den Himmel, wenn es denn das sowas als Konzept in Star Wars geben soll, ja, wenn du denn schon Darth Vader warst? Das betrifft ja auch nur Jedi. So. Also nur Jedi erscheinen so, so. Als Geisterbilder. Ah, ich habe übrigens ein Jedi-T-Shirt an. Jedi-Pizza. Ja. Ihr wisst es ja nicht, mit Y und T. Ja. Gut, dann wären wir durch mit dem Segment. Mhm. Kämen wir also nach Hamburg. Mhm. Und ich habe es hier bei Hamburg, weil ich einfach so stolz darauf bin. Deswegen habe ich es bei Hamburg eingeordnet, obwohl es, glaube ich, schon bundesweite Resonanz hatte. Boje sagt nein. Die Kirsten. Genau. Fand ich auch sehr, sehr gut und sehr vernünftig. Ja. Und also sie ist ja preisgekrönte Kinderbuchautorin und sollte jetzt auch einen Preis kriegen vom Verein Deutsche Sprache. Ja. Und da hat sie gesagt, so ich nehme ja nicht allen Scheiß an. Und sie sagte, Verein Deutsche Sprache ist auch so ein ganz, ganz seltsamer. Es ist dieser von wegen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es immer war. Und die hatten ja, ihre Begründung war ja auch von wegen, weil deren Vorsitzender so Sachen wie Genderwahn und Lügenpresse und sowas. Und dann hat sie gesagt, so mit solchen eher rechtsdrehenden Leuten möchte sie nichts zu tun haben. Und das fand ich sehr gut, weil, glaube ich, so vielleicht, und da stelle ich jetzt mal, manch anderer Autor oder Autorin hätte vielleicht gesagt, ach schön, so einen Preis nehme ich mit und hätte gar nicht sich viel Gedanken darüber gemacht. Sie haben den Namen ja auch ganz bewusst so gewählt, also dieser Verein Deutsche Sprache, dass man meint, das wäre was Hochoffizielles und ja, in Wirklichkeit sind das einfach nur ein paar seltsame alte Zausel, ja, sag ich wie mal. Bund der Steuerzahler. Die auch und genauso wie bei Valulis hatten sie, glaube ich mal. Die haben auch, sind auch Doktoren, glaube ich, mit dabei, aber die haben alle überhaupt nichts mit Linguistik oder sowas zu tun. Null. Gar nichts. Also ja, das ist mehr so eine Ideologieschmiede, ja, als sonst genau. Irgendwas. Ja, ja, habe ich dann nochmal geguckt, weil die Bücher von ihr, also ich glaube, wenn man so guckt, wann sie so die ersten Bücher rausgebracht hat, das kommt so jedenfalls diese Juli, also das ist eine Figur in einem ihrer Bücher und die Bücher heißen dann auch Juli. Ne? Mhm. Und das kommt hin. Das ist so die Zeit, als wir angefangen haben, dem Großen als kleinem Kind vorzulesen. Schon ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen her, ne? Ja. Also so lange lesen wir schon die Juli-Bücher und auch die anderen Bücher und die haben wir dem Großen, gut, Justi haben wir sie auch vorgelesen und dem Kleinen auch. Also wir haben die Bücher halt alle noch, ne? Mhm. Und der kennt auch die ganzen Juli-Bücher und Kirsten Boje und auch andere Sachen, nicht nur Juli, sondern auch King Kong. Meerschweinchen. King Kong ist eine Meerschweinchendame. Okay. Und da gibt's auch eine ganze Buchreihe. Und das ist echt schön, weil das ist so wirklich, das ist so köstlich, die schafft es so wirklich, die Erzählung ist aus der Sicht der Kinder und das ist auch sprachlich so. Also es wäre blöd, wenn dann der Erzähler in eine... Ich setze mich aufs Kanapé oder so. Ja, ne, sondern ja. Sie kriegt das total, und auch ihre Lebens... wie sagt man da? Also diese Familien, was weiß ich, da gibt's dann, das sind Patchwork-Familien, das sind alleinerziehende Mütter und, ne? Da ist nicht immer alles so heile Welt und da ist das Geld auch mal knapp oder so, ne? Mhm. Dann geht bei Juli mal das Auto kaputt und dann hängt der Haussegen schief, weil die haben halt nicht die Kohle, sich mal ein neues Auto zu kaufen oder so, ne? Mhm. Das ist nicht alles so hier Elbvororte oder so, ne? Ja. Und das fand ich auch immer gut. Luzi war ja auch, also Luzi, die Schrecken der Straße, die war ja auch eher aus eher schwierigen Verhältnissen. Ja. Ja. Ja, gut, was habe ich jetzt hier? Ich glaube, da haben wir schon, ich hätte jetzt hier nochmal Corona in Hamburg, aber da haben lass wir schon... Lass doch, lass mal Corona abhaken, weil ich habe da eigentlich eine extra Kategorie gemacht. Das meiste hatten wir schon. Gut. Aber trotzdem, Blockhaus habe ich. Auch da in der Fleischerei, die haben eine eigene Fleischerei, wusste ich gar nicht, was ich erstmal eigentlich relativ sympathisch finde. Mhm. Also, soweit ich weiß, achten die schon drauf, auch wenn der alte Blockhaus ein komischer Zausel ist. Wie gesagt, sie hatten auch einen Corona-Ausbruch, irgendwie 20 Mitarbeiter. Mhm. Sie selber sagen, das ist ganz klar, aber auch das Gesundheitsamt sagt eigentlich haben die sich super an alle Vorschriften gehalten. Die haben Abstände schaffen, die da einzuhalten und so weiter. Prüfen, glaube ich, jeden Morgen, haben aber trotzdem quasi 20 Mitarbeiter, die quasi jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich dann selbst, wenn du prüfst, vielleicht. Ja, selbst wenn du die Abstände hältst, wahrscheinlich trotzdem triffst du dich vermutlich mal in der Mittagspause irgendwo oder sowas.
Ich vermute, dass sie bei so einem Betrieb auch eher kantinenmäßig unterwegs sind. Aber du triffst dich mal draußen zum Kippe rauchen oder sowas. Also so richtig fern bist du ja in so einem Unternehmen generell nicht. Genau. Das meiste habe ich tatsächlich schon weg. Aber ich habe noch einen. Die Taxis haben auch Probleme momentan, weil kein Mensch mehr Taxi fährt. Auch das ist, kein Mensch ist wie immer übertrieben, aber wo will ich, sie haben schon Autos abbestellt haben, also abgemeldet haben oder auch Mitarbeiter, die, wo die sagten, wir glauben auch nicht, dass sie wiederkommen, weißt du, so gerade so Taxifahrer, die eben nicht mehr so jung sind, die sagen sie, okay, Schnauze das voll, ich gehe jetzt in Rente und das war's dann für mich. Also auch die merken das, dass Corona da irgendwo. Ja, ich überlege gerade. Ja gut, wenn der Fahrer Maske trägt und man selber Maske trägt. Ja, ich glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube, es ist das. Ich glaube nicht. Der Bedarf ist ja eben. Nicht das da, ist eher, Leute im Homeoffice. Du hast keine Konferenz. Also ich glaube, gerade sowas wie wenn eben eine Konferenz und sowas. Also ich glaube, dass das bei Taxifahren viel mehr ausmacht, weil das eben die Firma zahlt. Also ich als Privater überlege mir dreimal, ob ich mir das Geld für ein Taxi ausgebe, aber wenn das beruflich bedingt und auch ist. So der ganze Reiseverkehr, also der ganze Bedarf vom Hauptbahnhof oder vom Flughafen zum Hotel gekachelt zu werden, was ja so ein klassischer Taxi-Anwendungsfall ist. Ja, genau. Ist auch nahe Null, ne? Ja. Ja. Stimmt. Gut, dann habe ich Südamerika ist fertig. Ja, habe ich gerade heute gesehen, das Video. Interessant. Ich fand, die haben das unfassbar gut hingekriegt. Also es geht ja ums Miniatur Wunderland. Und die haben ja schon vor längerer Zeit, ich glaube, die haben eigentlich Fanpost gekriegt aus wo war das denn überhaupt nochmal? Welche Nation? Brasilien war es, glaube ich, nicht. Gut, ich sehe jetzt, denke jetzt nur daran, was sie da gebaut haben. Stimmt, das war. Was ist Copacabana? Nee. Also auf jeden Fall hat er diesen Jesus da. Stimmt, dann war das gleich doch. Auf jeden Fall haben eigentlich Fanpost gekriegt von irgendeiner Familie, die selber so mit viel Elan selber so Modellbauer sind. Und dann haben die gemerkt, oh Mensch, die sind ja richtig gut. Und wir wollten sowieso Südamerika bauen. Und zwar wollen wir eben bewusst nicht diese europäische Sicht da bauen, dass wie wir denken, wie es auszusehen hat, sondern wir lassen mal welche vor Ort das bauen. Die kennen sich da aus, die wissen, wie es auszusehen hat. Und da gab es jetzt im Video, die haben also vor Ort selber gebaut. Natürlich haben die ein bisschen weniger Austausch gehabt, wegen Corona auch, ne? Also war wohl enger geplant eigentlich die Zusammenarbeit. Aber ich habe da echt so einige so Kamerafahrten, da hat sich, ich weiß, das müsste jetzt das Modell sein, aber du sahst es denen echt nicht an, dass das eben. Das war ja auch, da hat ja die eine Wunderland-Mitarbeiterin mit der einen da geskypt, gezoomt, gesonst irgendwas. Ja. Und dann hat sie auch so gesagt, ne, du hast mir ja Fotos geschickt. Ich dachte, das wären echte Gebäude. Ja. Und dann haben sie die Fotos ja eingeblendet. Das eine war so ein Hotel bei Nacht. Ja, auch mit der Beleuchtung da drin. Mit der Beleuchtung auch. Und so. Dann auch sehr gut fotografiert, also sehr geschickt fotografiert ist es. Oder auch so ein anderes Gebäude. Quasi aus Fußgängerperspektive dann auch. Ja. Das macht er ja schon. Und ein anderes Haus auch so aus der Fußgängerperspektive und dann einfach vom blauen Himmel. Mhm. Also dadurch, dass haben sie wohl irgendwo ins Freie gestellt oder Photoshop oder so. Und dadurch hattest du. Du hast es eigentlich nur an dem blauen Himmel eigentlich ein bisschen erkannt, weil so komplett wolkenlos hast du in der Regel nicht, fand ich. Das wirkt jetzt ein bisschen, als wenn es Photoshop-mäßig ausgeschnitten wäre. So ein bisschen. Ja, und jetzt, gut, man weiß nicht, wie alt das Video ist, aber die Sachen scheinen schon auf dem Schiff zu sein. Genau, das dauert lange. Ja, ja. Ich weiß, mein Auto dauerte 6 Wochen von Japan nach Deutschland. Man konnte das tracken. Ja. Und das ist ja dann auch. Ich habe es nur wieder so mit einem halben Ohr und Auge geguckt. Was war mit dem Holz? Die haben erstmal die Kisten gebaut, in die sie die Sachen verpacken wollten. Dann haben sie die Kisten zerlegt, also in flache Platten, haben die Kisten irgendwo hingeschickt, dann habe ich irgendwas mit 50 Grad Celsius. Ja, die haben Angst, die haben natürlich vor Ort völlig andere Luftfeuchtigkeiten als hier in Deutschland. Ja. Die haben eben einfach Angst, dass während des Transports das Ganze den weggammelt, das wissen sie halt noch nicht. Ach so. Und das ist so ein bisschen noch so Wundertüte, wenn die Container ankommen, ob das alles noch so aussieht. Und die haben das aber irgendwo hingeschickt, um es zertifizieren zu lassen, ne? Es ging um irgendein Zertifikat, ich glaube, das ging aber mehr aus Zollgründen, glaube ich, dass sie dann quasi Stempel auf diesen Holzkisten haben, dass das die da quasi einfach so durch können jetzt in einer Tour. Ja. Aber da kommen natürlich demnächst andere Folgen, wenn es dann wieder aufbauen wahrscheinlich und so. Und das sah echt schon richtig gut aus. Ich bin ja gar nicht so der Modellbauer, aber war jetzt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 5-mal oder so, glaube ich schon, meistens wegen den Lütten und so, aber das ist schon jedes Mal wieder interessant, was sie da machen, ja. Gut, dann sind wir mal wieder in einer Chart vertreten, allerdings nicht so weit oben, Platz 15. Was? Bei den Startups. Aha. Also, ne, irgendwie. Europaweit oder deutschlandweit oder? Ich glaube. Europa. Europa. Ne, der 15. größte Startup-Hub
Hub ist ja so ein schöner Begriff. Genau. Ja. Da sind wir. Wir brauchen alle einen Hub-Schrauber. Ja, also gut, nicht klar, wahrscheinlich so Berlin und so, wahrscheinlich vor uns. Denke auch. Aber gut, wenn europaweit sind ja auch noch ganz andere Städte mit dem Spiel. Das habe ich nur, weil wir hier ja immer bei Charts sind. Und wir kriegen ein neues Gebäude. Ein neues altes Gebäude. Ein neues. Ach so, die Synagoge. Genau, die Bornplatz-Synagoge. Wobei ich interessant finde, dass es irgendwie, es ist im letzten Jahr irgendwie aktiv erst geworden. Also ich finde interessant nicht dieses, warum jetzt, sondern warum nicht früher? Warum das früher irgendwie kein Thema war, weiß ich nicht. Das war mal die größte Synagoge Norddeutschlands. Klar, warum die nicht mehr da steht, braucht man nicht gerade lange überlegen. Ist jetzt irgendwie zusammengekommen, die Finanzierung. Die Hälfte übernimmt die Stadt, die andere Hälfte nimmt der Bund. Genau, und irgendwie 60 Millionen, also sehr, sehr großes Ding. Ich glaube, 20 Millionen gehen auch nochmal, irgendwie zeitgleich haben die 20 Millionen nochmal in die, weiß ich was, der Michel? Ich glaube schon, also irgendwie in eine Kirche quasi auch nochmal so renovierungsmäßig reingesteckt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, das zu bauen. Ich finde vor allen Dingen interessant, dass dieser Platz noch da ist. Also, dass da nichts Neues gebaut worden ist, ne? Ja, also ich finde es auf jeden Fall erstmal gut, dass das Ding da gebaut wird. Ja. Ich fand, was ich aber interessant war, dass das so, ich habe das irgendwie erst vor einer Woche was überhaupt von erfahren, dass da was in Planung ist, dass Leute sagen, ja, ist durch, so. Dass man da nicht länger irgendwie, also andere bestimmt, aber bei mir ist es in meiner Bubble gar nicht angekommen. Ich habe schon vielleicht vor 1-2 Monaten was davon gehört, aber so lange auch noch nicht. Ja. Also gerade weil seit einem Jahr auch das Geld ja irgendwie gesammelt worden ist, dann muss ja jemand auch für geworben haben sozusagen. Ja. Ja, wie gesagt, gut, dass es wieder hinkommt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Hamburg ist relativ groß in Sachen jüdischen Lebens, oder? In Deutschland? Ja. Wir haben ja auch israelisches Krankenhaus und sowas. Ich glaube schon, dass, also zumindest mal war, sagen wir es mal so. Ja, dann hatten wir Brückenhänger. Und zwar war ein Aktionstag in ganz Deutschland. Und zwar haben in ganz Deutschland sich irgendwelche Aktivisten irgendwo von Brücken gehangelt. Also an Brücken gekettet, runtergelassen, um den Verkehr zu beeinträchtigen. Lass mich raten, Kühlbrand? Ja. Okay. Mehr Brücken fallen mir auch. Wir haben viele Brücken in Hamburg, aber mehr kennt man so vom Namen eigentlich nicht. Genau. Und das Ganze hatte das Ziel, also deswegen war das so eine konzertierte Aktion, Danneröder Forst. Also alle Aktionen in ganz Deutschland an irgendwelchen Autobahnen dienten dazu, ne, Aufmerksamkeit, Danneröder Forst. Ja, und die haben sich dann halt, ja, Kühlbrandbrücke angekettet, teilweise dann auch so auf der Straße da, Zufahrt und so. Naja, und dann hat die Polizei dann auch wieder, ne, hier, erste Warnung, zweite Warnung, dritte Warnung, und dann haben sie die irgendwann, also da musste dann irgendwie der technische Dienst oder wie der heißt, kommen und da die. Also weil sie angekettet waren. Weil sie halt angekettet waren, ne? Die technische Einheit der Landesbereitschaftspolizei musste geholt werden. Ja, aber ging wohl alles relativ friedlich ab. Ne? Also irgendwie, das Einzige, was hier steht, dass irgendwie ein Polizeibeamter erlitt eine Knieverletzung irgendwie im Gedränge und eine Demonstrantin erlitt im Rahmen des Polizeieinsatzes eine leichte Handverletzung. Da vermute ich mal so Schmerzgriff-Geschichte. Oder einfach beim Wegflexen, der kann natürlich auch sein. Stimmt. Der ja. Ich muss nochmal gucken. Ich habe jetzt hier nur die Polizeimeldung selber. Die ist natürlich wieder sehr Polizei. Muss ich mal gucken, ob ich da. Ja, aber selbst bei Medien soll man meistens erstmal eine Woche abwarten, bis dann, weil das ja abgeschrieben der Polizeimeldung ist, ne? Genau. Mal gucken, was da kommt. Jo, es wurde gestreikt. Das habe ich auch gesehen damit. Und zwar am Samstag wurde in Hamburg gestreikt, was dann der Einzelhandel eher doof fand. Wegen Adventsgeschäft, wo ich habe. Ich wusste auch nicht, dass trotz Corona das Adventsgeschäft noch so viele Leute unterwegs sind. Ja, da waren heute Abendblatt, heute Foto auf der Titelseite, wo ich dachte, what the F. Wobei, das wurde aber auch schon gemeldet, ich glaube, Kölner Innenstadt, Bielefelder Innenstadt soll am Black Friday schon alles zusammengebrochen sein. Man kann nur den Kopf schütteln, ne? Ja, da fragt man sich immer, wieso der Einzelhandel so, gut, es wird wahrscheinlich trotzdem schwer für den Einzelhandel sein, aber ja, ist halt so, dass die Leute doch noch da hinströmen und nicht alles online kaufen. Ja. Ja, gut, natürlich ist zweischneidig. Ne? Natürlich ist es an sich besser, den örtlichen zu unterstützen, als bei Amazon zu bestellen. Also
weiß niemand mehr als ich. Ich bestelle bei Amazon ja quasi nichts mehr seit Jahren. Ja. Aber gerade jetzt, es gibt ja auch andere, wo man online bestellen kann, das ist ja nicht nur Amazon. Also ja. Aber sowas wie, also meine Frau ist zum Beispiel auch am Samstag, sie meinte, der Lütte braucht Winterschuhe. Es wird kalt, er hat irgendwie keine Winterschuhe oder die, die sie dachte, die er noch hätte, waren irgendwie natürlich schon wieder zu klein oder was auch immer. Und dann ist sie mit ihm halt Samstagmorgen 20 nach 9 sind sie los nach Poppenbüttel ins Einkaufszentrum, waren kurz nach halb da, war alles noch leer. Und dann war natürlich noch nicht so viel los. Da ich mal rein, da ich mal raus nach Hause. Ja, nee, sie wollten zu Götz, die machten dann blöderweise erst um 10 auf. Und dann sind sie auf gut Glück zu Vielmann, weil er auch noch eine neue Brille braucht. Und da ist das Problem, Vielmann lässt dich eigentlich nur noch rein, wenn du einen Termin hast. Also du musst vorher online einen Termin machen. Und dann sind sie dahin und dann waren sogar noch welche vor ihnen ohne Termin. Und dann meinte der Mensch, ja, dann muss ich ja erstmal hier im Computer gucken, ob noch was frei ist. Die 2 Minuten wollten die dann nicht warten, sind gleich abgerauscht. Ja. Und dann war meine Frau sozusagen mit dem Lütten die nächste in der Reihe. Und dann guckte er im Computer und sagte, oh, sie haben Glück. Eigentlich war 9.30 Uhr jemand angemeldet, der wurde aber, hat gestern irgendwie abgesagt. Oh. Wir haben Zeit für sie. Ja, perfekt. Perfekt. Ja. Sie meint, ist zwar skurril, weil du wirst an den Tisch gesetzt und bewegst dich da nicht weg. Ja, das wäre vernünftig. Ja. Aber gut. Du kannst ja, sonst, was ist sonst auch so, oder? Naja, du gehst ja vorher rum und guckst dir Gestelle an. Und dann sagst du halt, ja, ich hätte hier für meinen Sohn so in dem, und dann geht der rum und sucht ein paar Gestelle raus und legt sie dir hin und sagt, hier, gefällt Ihnen was davon. Und dann musst du, also der Lütte musst du dann Maske aufsetzen, Brille mit Maske aufsetzen. Das heißt, du musst dann die Brille auf deinem Gesicht beurteilen mit Maske auf. Ja. Bei dir wäre es ein Vorteil, ich weiß. Mir ist die Maske schon ein Vorteil. Ja. Ja, aber wie gesagt, dieser HVV-Streik, das war wieder Samstagmorgen um 3 bis Sonntagmorgen um 3. Ja. Gut, ja, die Hochbahn finden sich nicht so toll, wie es immer so ist bei solchen Geschichten. Verdi ist das, glaube ich, gewesen. Ne? Also klar, der Arbeitgeber findet es doof und die Arbeitnehmer sagen, warum das trotzdem sein muss, wie immer. Ja. Wobei ich irgendwie nichts gehört habe. Also zwischen diesem Streik und dem Streik davor war irgendwie Stille. Also ich hätte jetzt, habe jetzt nicht irgendwie gewusst, dass da jetzt noch ein super aktiver also ich weiß nur, dass Arbeitskampf ist. Dass die Hochbahn irgendwie so ein Schlichtungsverfahren angeboten hat, was wohl Verdi noch nicht angenommen hat. Ach so. Also da ist es noch nichts entschieden. Oh gut, dann droht uns da noch was. Ja. Ja, was ich ganz zufällig durch 83 Ecken. Wir haben eine Premiere. Du hast zum ersten Mal mehr Hamburg-Themen als ich. Ja, aber das ist auch total schräg. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube, irgendjemand hatte irgendwie was retweetet von einem Twitter-Account, der hier heißt irgendwie MAHSH. Das ist irgendwie Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Und dann dachte ich, was ist denn die Medienanstalt Schleswig-Holstein? Bin auf den Twitter-Account gegangen, habe mir somit die letzten Tweets angeguckt und ein Tweet verlinkte dann einen Artikel von dieser Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Und das war nämlich etwas, wo ich dachte, interessant, habe ich überhaupt nichts von gehört, wusste ich auch gar nicht, dass das ein Thema ist. Und zwar gab es, schon ein bisschen älter, am 30. Oktober eine Pressemitteilung UKW in Hamburg. Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg zugunsten von Energy Hamburg. Da hat sich nämlich Energy Hamburg quasi mit... NRJ geschrieben. Mit was? NRJ. NRJ schreiben die sich doch einfach nur. Also ja, aber Logo es, zumindest. Ja, hier steht der Radio 97.1 Megahertz Hamburg GmbH, Klammer auf, Energy Hamburg. Ah, okay. Das ist der ganz... Ne? Und es ging nämlich darum, wer bekommt eine Frequenz? Und zwar wollten die, hier steht nicht welche, die hatten sich beworben um eine Frequenz und noch Flux FM. Die haben ja nie was gehört. Ich auch nicht. Aber wahrscheinlich wollten die gerne im Hamburger UKW-Netz senden. Und irgendwie haben beide irgendwie beantragt, irgendeine Frequenz zu kriegen. Und dann wurde wohl erst für Flux FM entschieden. Und dann hat Energy, glaube ich, Einspruch eingelegt. Und dann wurde sich nochmal genauer angeguckt. Und dann ging es um solche Sachen, wie dass irgendwie der Antrag wurde von Flux FM nur von einem der 2 bestellten Geschäftsführer unterschrieben. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, irgendwelche komischen Geschichten. Und das wurde jetzt eben ja vom Verwaltungsgericht entschieden, dass Energy die Frequenz bekommt. Ach, sind die Frequenzen so begrenzt? Ich hätte auch gedacht, dass da, also wenn du rumscrollst, dann sind da genug Bereiche, wo Rauschen ist, sag ich mal, dass man da noch... Hast du schon mal einen UKW-Sendersuchlauf gemacht vor kurzem?
Er ist nicht Suchlauf, aber einfach manuell. Da hast du ja dann durchaus mal, was gibt's ja auch noch? Bereiche, wo nichts läuft. Wahrscheinlich ist da was anderes. Klar, der wahrscheinlich irgendwie reserviert es für andere Dinge, aber. Ist nicht mehr viel, weil ich hatte mich gerade auch mit anderen, wir kamen irgendwie darauf, dass irgendwas im Radio lief, wo Schasen hat eine Radiosendung moderiert. Mhm. Und die gab es im Livestream, später jetzt auch als Podcast. Und dann hatte ich so geguckt, ob ich denn als Hamburger den klassisch über UKW hören könnte. Mhm. Und dann habe ich mal gegoogelt, Liste UKW, und die ist lang. Ja. Die ist sehr, sehr lang. Und da sind nicht viele Megahertz, also das sind teilweise Nachkommastellen zwischen den einzelnen Sendern. Also es scheint schon ziemlich. Aber einige haben auch mehrere. Ich glaube, so gerade so sowas wie Delta und sowas, ich glaube, die gibt es so zwei, drei, obwohl ist ja nicht mehr Hamburg, das ist ja eigentlich Schleswig-Holstein. Trotzdem kriegst du es hier auch. Ja, die haben dann manchmal mehrere, was weiß ich, die senden dann auf einer Frequenz vom Fernsehturm und über einer anderen Frequenz aus Moorfleet. Mhm. Ne? Oder so aus der Umgebung. Weißt du noch, früher an der Autobahn die Schilder? Stimmt, früher stand das immer dran, ne? Welche Frequenz, NDR, also Verkehrsfunksender halt. Ja. Ne? Damit du, und dann musstest du immer selber am Radio die Frequenz wechseln, weil halt NDR 2 nicht in ganz Norddeutschland auf derselben Frequenz sendet, blöderweise, sondern auf anderen Frequenzen, und dann musstest du, und heute macht das RDS. Mhm. Ja. Wir driften ab ins Nördliche. Und in Sachen von alten Männern, die wir noch wissen von damals. Das stimmt. Ja, und dann habe ich habe als letztes Fake News aus Hamburg. Mhm. Und zwar ist, man kann sagen, aufgeflogen, also ein vermeintliches Nachrichtenportal aus Hamburg verbreitet immer diese scheiß Cookies hier, verbreitet über Monate hinweg Falschinformationen. Mhm. Als ein Fake über den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny erscheint, fliegt die Seite auf und stellt sich als Teil der russischen Desinformationsmaschinerie heraus. Aha. Ne? Also die nannte sich irgendwie Abendlich Hamburg. Ne? Abendlich Hamburg. Ja, soll eben, tat so, als wenn es irgendwie ein Hamburger, ne, also ein sehr regionales Portal oder Nachrichtenportal wäre. Aber da erschienen dann eben Sachen, also da, was steht hier? Die Nachrichtenseite mit der deutschen Domain kopierte Artikel des russischen Staatssenders Russia Today und wird über einen russischen Dienst betrieben. Seitdem dies bekannt geworden ist, sind die Website und die zugehörige Facebook-Seite verschwunden. Aha. Tja. Tja. Wer hat Geist mitgekriegt? Ob mich das auch mal gab. Aber das Problem ist, es gibt so viele Nachrichtenseiten. Also, das ist in Anführungsstrichen. Also jeder mit einem Twitter-Account hat eigene Nachrichtenseite, ab und zu das Gefühl. Ja, du kannst ja irgendwie eine Seite ganz schnell zusammenklöppeln und da irgendwelche aus allen möglichen Quellen die News raufposten und so. Ja. Aber wenn das dann natürlich mit einer Agenda passiert, ist das schon spannend. Ja, genauso wie der Typ, den du jetzt hast, der also diese komische Frage beim Senat gefragt hat, der dann auch mal eine kurze Zeit. Mit seinem Redaktionsnetzwerk Marotte. Marott. Ja, hast du noch? Nö, ich bin Hamburg durch. Du bist Hamburg durch. Mhm. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da habe ich als erstes stehen, Ole hat eine Idee. Ich habe viele Ideen. Wenn ich jetzt noch weiter zurückgehen könnte, dann hätte ich das perfekte Bild dazu. Achso, weil mein Glühbirne so als leuchtende. Ja, genau. Welche von meinen vielen Ideen meinst du denn jetzt? Deine Podcast-Idee. Ja, ich habe mir gedacht, dass du das meinst, wo weiß ja nie. Mit vollem Mund meinst du. Ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Das war alles halber Gag mal entstanden. Ist dann aber einigermaßen in meinem Kopf rumort. Mhm. Kann man es im Kopf rumoren? Egal, also es ist gewachsen. Wir bleiben mal wieder bei den Bingo-Kugeln. und die Idee ist einfach, ich hätte gar nicht so als zu machen Bock, sondern ich hätte einfach Bock, das zu hören. Das ist, glaube ich, mehr. Dass sich einfach zwei Podcasts treffen, die sich normalerweise eben nicht so treffen und essen zusammen und sabbeln dabei. Das ist einfach schon der ganze Grundgedanke. Und dass jedes Mal andere sind. Also Podcast A lädt Podcast B ein, beim nächsten Mal B mit C und so weiter. Und das einfach immer so weiter wandert. Und das stelle ich mir irgendwie ganz cool vor. Und ich hätte natürlich auch tierisch Bock mit was ein Krach quasi, das die erste Ausgabe zu machen und das dann weiterzugeben, den Staffel oder sowas.
Ja, war ja schon sehr, du hast das ja gleich dann auch in so einem, quasi richtig in so einem Schriftstück niedergelegt, das war ja schon fast ja, also nicht, sag mal, elaboriert. Ja, von mir ist mir dann, ja, das ist bisschen mir gewachsen, auch wichtig, dass es eben eigentlich kein Podcast-Betreiber an dem Punkt gibt, weil darauf habe ich gar keinen Bock. Also ich will mir gar nicht so ans Bein binden, sondern dass ich möglichst autark das Ganze funktioniert. Ist natürlich auch gleich so ein bisschen eine Ausrede, was Neues zu basteln. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, ich mit so einem Raspberry ein Aufnahmegerät einfach fertig zu basteln. Das wäre natürlich geil, weil du willst ja nicht mit Headset rum. Also man stellt ein Mikro auf den Tisch, am besten Raspberry drauf mit einem Aufnahmeknopf, mit einem USB-Stick dran, fertig. Das wäre natürlich schon geil, wenn das funktionieren sollte. Gibt schon. Du meinst das noch nicht fertige Projekt von, das ist aber ja übers Netzwerk. Ne? Ja, das ist natürlich ursprünglich die orangene Box von StudioLink von Sebastian Reimers, die war ursprünglich natürlich gedacht, Headset oder Mikro an die Kiste, Netzwerkkabel und dann also sich mit anderen Leuten verbinden. Mhm. Und dann kam ja immer mehr der Gedanke, ach Mensch, dann kann das Ding ja auch eine SD-Karte schlucken und dann kann es ja lokal aufnehmen und so, aber wie gesagt, du wärst dann sozusagen, würdest sagen, ja, was sozusagen als Zusatzfunktion in die StudioLink-Box, das wäre sozusagen deine Primärfunktion. Genau, ja. Ne? Das wäre so. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht der Kern der, also es ist nur so ein was dann so hinten, weißt du, je länger man nachdenkt, desto mehr Ideen hat man ja. Mhm. Vor allen Dingen auch ich habe mir ja vor allen Dingen auch überlegt, wie mache ich das Ganze, dass sich möglichst wenig Leute darum kümmern müssen. Weil das ist ja jedes Mal jemand anderes dabei und dann willst du auch nicht, dass jemand da ständig Websites, welche Sachen hochladen muss und vielleicht, keine Ahnung, wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde und in 5 Jahren gewinne ich im Lotto gar keinen Bock mehr drauf, wie läuft das Ding dann weiter, sowas, ne? Dass du dann einfach irgendwie möglichst so Squad-mäßig funktioniert, dass da möglichst keiner irgendwie so das Nadelöhr sein kann, dass das zu veröffentlichen und so. Ja. Ja. Also ich hätte echt extrem Bock drauf irgendwie. Wie gesagt, gerade war es ein Krach den beiden. Das ist, glaube ich, das Problem wäre natürlich, dass wir erstmal einladen müssen. Eigentlich hätte ich ja wenigstens natürlich viel geiler bekocht zu werden. Aber und dann einfach so, ich mag das eigentlich gerne, so Sachen, es ist ja auch schon mal schief gegangen, zum Beispiel, ich hatte doch mal Hitchbread. Weiß nicht, es gab doch mal diese Geschichte, dass sie einen Roboter in die Welt geschickt haben und gucken, was passiert mit dem. Ja. Und da hatte ich doch mal gesagt, oh geil, ich mach's mit Bernd das Brot. Hab da Bernd das Brot und das gleiche Konzept irgendwie, ich glaube, am Millertor hingelegt und gucken, was passiert. Und da kam gar nichts, der war einfach nur geklaut. Aber ich mag das eigentlich gerne, so Sachen so wupp, raus in die Welt und mal gucken, was passiert. Finde ich irgendwie ganz, ganz nett. Ja. Ja gut, noch scheitert das ja an Corona, aber das ist... Genau, das finde ich also... gut ist das falsche Wort, aber es ist natürlich angenehm, dass man einigermaßen Zeit hat, das in Ruhe vorzubereiten genau, und sowas. Genau, das zwingt einen halt dazu, das nochmal dreimal durchzudenken und zu kauen passenderweise und dann geht das vielleicht irgendwann mal an den Start. Ja. Jo, dann habe ich hier als nächstes stehen, du hast eine chronische Nextcloud. Was? Achso. Chronische. Ja, oder auch nicht, ne? Ja, deswegen ja nie. So. Ja, also meine Nextcloud, die habe ich schon seit ewigen Zeiten zugange. Und ich weiß noch, vielleicht ist es auch ein neues Phänomen gewesen oder es war schon immer da. Ich habe dann es gibt so eine Seite, von wegen check mal deinen Sicherheitsstatus, so im Wesentlichen. Und da stand drin so, ja, alles gut, alles super abgesichert, aber deine Conjobs laufen seit Monaten. Ja, nicht mehr. Guck doch mal nach. Also du hast irgendwie so 3 Optionen. Du kannst sagen, übers Web, über ein Ajax ist ja auch Web eigentlich und Cronjob, das dritte, glaube ich. Habe ich echt verstanden, okay, das hat wohl noch nie so wirklich funktioniert. Also das Ding läuft trotzdem einwandfrei. Dieser Cronjob macht so Sachen wie alte Dateien wegräumen, die nicht mehr gebraucht werden, weil zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel bei den Notizen, der macht Sicherheitskopien noch und nöcher jedes Mal. Irgendwann schmeißt er die halt weg. Dafür ist dieser Cronjob da. Und das hat er wohl noch nie gemacht. So, und dann habe ich dann irgendwann, habe gesagt, okay, nimm mal die sichere Variante, nicht das Webding, sondern so richtig Linux-Cronjob, trag das alles irgendwie über die Shell ein und hier rumgefrickelt, da rumgefrickelt, wie es bei Linux halt so ist. Und ging nachher auch und dann habe ich auch gesehen, okay, jetzt wird es erstmal deutlich langsamer, das System, jetzt will ich da wohl los und habe dann auch im Fehlerlog gesehen, einen Fehler nach dem anderen, und zwar in welche Dateien die er löschen wollte. Und der macht das wohl so, wenn ich dann auf die Seite draufgehe, deswegen war es wohl nicht so schlimm, dann sagte sich, oh, dann habe ich ja einen Request, jetzt kann ich ja mal ein bisschen arbeiten, hat dann auch dann, wenn ich die Seite besucht habe, quasi alten Scheiß weggeschmissen. Das hat der Cronjob aber wohl nicht gewusst. Der hat dann versucht, die Datei nochmal zu löschen, die aber schon gar nicht mehr da waren. Und das hatte, deswegen habe ich das Log erstmal bis um und voll gerattelt mit irgendwelchen Fehlermeldungen, aber dann war der dann irgendwann so nach 1-2 Stunden durch und dann seitdem läuft er jetzt auch mit Cronjobs und alles sauber, ja.
Aber so im normalen Betrieb merkst du jetzt keinen Unterschied? Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, klar, also es sind jetzt wohl weniger Sicherheitskopien der ganzen Notizen, aber wann gucke ich denn schon mal in die Historie der Dateien rein, ne? Also und Platz ist ja eh gigabyteweise noch mehr als genug drauf, also deswegen habe ich es nicht gemerkt. Ja. Na, ich muss ab und zu meine Dropbox aufräumen, weil da ja die ganzen. Ja gut, ich war ja vom Jahr mal gewechselt, also auf einen neuen Server, weil ich irgendwie 300 Gig voll hatte. Und jetzt bin ich da irgendwie beim Terabyte und bis ich die dann erreicht habe, das wird dann dauern, ja. So, und dann planst du eine Trikottrollerei. ja, vielleicht. genau, St. Pauli hat ja keinen Trikotsponsor mehr, keinen offiziellen, das war ja Under Armour. Hat er sich entschieden. Ja, das ist ja nicht der Trikot-Sponsor. Ja, auch irgendwie. Ne? Also, ach so, stimmt, also, die waren beides. Die waren. Ja, ich glaube, du bist automatisch mit. Du machst ja auch Werbung damit, dass du es quasi produzierst. Das ist ja nicht. Ja, aber hatten sie noch was anderes draufstehen oder stand auf den Trikots nur Under Armour? Also war Under Armour nicht beides, also Trikot-Lieferant und Sponsor? Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, immer so. Ne? Ich glaube, auch bei Bayern wird es wahrscheinlich Adidas irgendwie das draufstehen, wer auch immer die Trikots macht. Ja, aber Bayern hat ja noch groß irgendwie ein richtiges. Ja, das haben wir auch, wir haben Kongstar. Ja, das meinte ich. Ja. Also ist Kongstar eigentlich euer Trikot? Das ist der Hauptsponsor, Kongstar. Und ich sag, der Trikothersteller / Sponsor war ja Under Armour. Mhm. War nicht so sehr beliebt, sage ich mal, weil Militär, Trump-Unterstützer und was weiß ich alles noch. Und dann hat St. Pauli sich ja umgeguckt nach einem neuen und hat aber schon ziemlich genaue Vorstellungen, was sein soll. Zum Beispiel fair produziert und so weiter. Und da haben sie irgendwie keinen gefunden, hat sich gesagt, okay, dann machen wir jetzt selber eins. Wir sind jetzt quasi selber Trikothersteller. Also natürlich wird da keine Ahnung, die Nähmaschine rausholen, aber die werden auch andere Partner haben, aber im Prinzip gibt es kein Unternehmen mehr, was die Dinger fertig produziert. Und man kann jetzt in der Anfangszeit quasi selber als Sponsor / Trikotkäufer seinen eigenen Namen draufhauen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das was ähnliches wie beim Podstock. Da hatte ich das ja auch. Da habe ich ja meinen Twitter-Handle reingehauen und mein Twitter-Handle beinhaltet ja unter anderem eine Avocado. Und dann will ich mal gucken, ob da auch, wie das da aussieht mit Unicode. Kann natürlich sein, dass ich so ein schönes Shirt zurückkriege mit so einem viereckigen Kasten am Ende. Oder mit so hier, was machen die manchmal so? Fragezeichen so einem Kasten. Irgendwas Kryptisches. Wäre aber auch schon wieder witzig genug, dass ich. Also ich muss erstmal abwarten, was das Ding überhaupt kostet. Nicht, dass sie dann plötzlich sagen, oh, so ein Trikot ab 120 Euro kannst du einsteigen. Da bin ich natürlich nicht mehr dabei. Mhm. Aber ich glaube, am 1. Dezember geht das los. Also sehr, sehr bald. Haben wir schon Dezember? Nee. Morgen. Also auf Tag der Veröffentlichung weiß ich Bescheid, wie viel der Kram kostet oder wie das leisten kann und will. Genau. Ich hatte das auch tatsächlich gerade wegen Under Armour auch bewusst in dem Jahr mir kein Trikot gekauft, weil ich das dann auch nicht unterstützen wollte, ja. Ja, und passend dazu zu St. Pauli. Wie ist das Nerding eigentlich gewesen? Naja, wegen der Trollerei. Okay, dem, ne, was du davor hast. Ja. Und okay. Podcasting ist jetzt der Podcast. Ja. Von St. Pauli. Willst du da mal reinhören oder? Ach so, habe ich noch nicht reingehört. Ich weiß, dass Schnecke damit bei ist auf jeden Fall. Aber bisher habe ich noch nicht. Aber ich kann wahrscheinlich schon. Millerton höre ich auch ab und zu mal sehr unregelmäßig rein. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da auch mal so ein, zwei Episoden von hören werde. Vielleicht auch mehr, wenn es richtig cool ist, natürlich. Weißt du, was so Thema sei? Immer das aktuelle Spiel oder Meta oder auch sowas wie mit den Trikots oder so? Ich glaube schon. Also gerade wenn Schnecke dabei sind, glaube ich schon, dass sie auch relativ viel intern das ein bisschen verraten, wie es dann so abläuft und so. Aber das weiß ich nicht. Ja. Gut, der Himmel fiel auf den Kopf. Das, was die Gallier immer so befürchtet haben, ist passiert. ABS hat rumgezickt. Aha. Ach so, stimmt. Ich hab mitgekriegt, dass Leute nicht mehr ins Haus gekommen sind und der Staubsauger geht nicht mehr und so. Alles. Ja, also das war irgendwie, irgendjemand hatte die URL auch mal gepostet, irgendwie aws.blabla.irgendwas war down. Mhm. Also ein wirklich größerer Zweig der Cloud war lahmgelegt. Und ja, und da waren alle möglichen von betroffen. Also hier steht Adobe Spark, Roku. Roku ist so ein Staubsauger, glaube ich. iRobot ist, glaube ich, so ein Staubsauger. Ja, auf jeden Fall, ja. Flickr, Autodesk, Ring, die Türklingeln funktionierten dann nicht mehr. Prime Music. Also na gut, Amazon selber betroffen ist, ja. Ancestry.com, allerdings nur in der Region Nordamerika. Deswegen haben wir davon nichts mitgekriegt. Ne? Aber ja, gingen dann ja entsprechende Tweets auch auf Twitter rum. Ne? Und das ist natürlich, ja, eigentlich katastrophal. Ne?
Also bei mir ist das, ich habe ja auch so smarte Dinger, die Lampen, die ja theoretisch auch nach Hause telefonieren könnten, aber die kann und habe ich in Developer-Modus gesteckt. Das heißt, sie gehen lokal per Wi-Fi. Also diese Probleme werde ich nicht haben. Gut, mein Google Home, was ich sowieso irgendwann mal ablösen will, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das ist noch so smart, dass es kaputt gehen könnte. Ja. Staubsauger glaube ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube, dem macht das nichts aus. Ja. Gut. Dass ich in Ruhe nachdenken muss, so brauche ich Internet für meinen Staubsauger, ja oder nein? Kannst du testen, mach mal die Kiste aus. Ja, ja, dann fand ich ganz interessant, obwohl ich ja nicht so der Chrome-User bin, aber du glaube ich, ne? Nee, schon länger. Ich bin schon länger auf Firefox. Na gut, ja. Aber falls ihr noch Chrome benutzt, ich habe den ja immer nur so als Ausweichbrowser, es gibt jetzt eine verchromte Kommandozeile. Und zwar kannst du in die Adressleiste vom Chrome jetzt Begriffe eingeben, und er versucht dann auch rauszufinden, ob du vielleicht irgendwie ein quasi Browser-Kommando damit meinst. Aha. Also zum Beispiel kannst du eingeben Incognito-Mode, Enter. Ah. Und dann öffnet er ein Incognito-Mode. Mhm. Oder alles, was sonst so über die Menüleiste so an Befehlen. Clear all Cookies und ja, sowas. Genau. Ja, genau. Ne? Und da ist er auch recht intelligent. Also du musst nicht nichts, was about job und config, was ging ja richtig, früher schon. Du musst nicht so kryptische Sachen eingeben, du musst nicht genau die Formulierung wissen, aber wenn du sowas, ne, wie delete all cookies und der Befehl heißt vielleicht ein bisschen anders, dann blendet er den halt ein in der Trefferliste mit so einem Chrome-Icon davor und dann kannst du den anklicken und oder kannst dir merken, nächstes Mal, aha, so und so lautet genau die Formulierung. Mhm. Also fand ich eine ganz witzige Idee, so für so Tastatur-Junkies. Finde ich total praktisch. Also gerade wenn du Sachen hast, die ein bisschen besser versteckt sind, so, keine Ahnung, Proxy-Einstellungen oder sowas, dann musst du jedes Mal überlegen, wo ist denn der Kram versteckt? Das wäre natürlich ganz, ganz cool. Vor allen Dingen, also der Firefox hat ja noch, wenn du die Alt-Taste drückst, erscheint ja noch ein Pull-Down-Menü. Mhm. Beim Chrome ja nicht mehr. Das geht alles nur noch über rechts hier einstellen, über das Burger-Menü. Mhm. Und dann kommt da ein Pull-Down-Menü und da, das ist dann entsprechend verschachtelt, um alle Funktionen aufnehmen zu können. Es ist ja auch ein bisschen nervig, da sich zurechtzufinden. Finde ich so vom Konzept her auch eine ganz witzige Idee. Gut, dann habe ich noch Windows Goes Android. Und zwar bietet Microsoft schon seit längerem die Möglichkeit, irgendwie sein Android-Handy quasi auf den Desktop zu spiegeln. Mhm. Ne? Das geht aber nur mit bisher wenigen Samsung High-End. Also Samsung hat was Eigenes, das weiß ich. Also Samsung hat noch ein eigenes System nochmal wieder. Also ganz Windows bezogen ist. Aber wohl mittelfristig ist wohl der Plan, wirklich Android-Apps direkt auf den Windows-Desktop zu bringen. Du musst zwar das Handy quasi mit dem Rechner koppeln, ne, weil wohl die App dann wird wohl auf dem Handy ausgeführt, aber halt der komplette Inhalt des Handys wird halt auf den Desktop übertragen. Das kenne ich zum Beispiel. Es gibt TeamViewer. TeamViewer bietet eine App, dass du dein Handy auch auf dem Desktop, eigentlich auch so für Support gedacht, aber es ist, habe ich auch schon mal gemacht, das ist ganz witzig, ne? Legst dein Handy neben deinen Rechner und spiegelst es dann eben per TeamViewer auf dem Desktop und bedienst das dann da halt. Ne? Ich hatte mal ein Tool, das andersrum zu machen, da konntest du dann dein Tablet als Monitor benutzen. Ja. Nur als dritten Monitor oder zweiten, wenn du so armer Stock hast, nur einen hast. Stimmt, das gibt's auch. Ja, und du hast erste Erfahrungen gesammelt mit deinem Headset. Ja, mein SteelSeries. Schön, wenn ich so meinen Mund verziehe, das kommt nicht mehr am Mikro an. Mein SteelSeries, das kam ja aus Dänemark, was ja irgendwie Angebot war. Und also ich bin ja Black Friday-mäßig, bin ich echt komplett raus, schon seit Jahren. Also ich packe mich da nichts mehr. Ich hatte tatsächlich ja einen Tag vorher das Ding als Alarm eingestellt und plötzlich, wups, 60 Euro billiger. Mhm. Ich hab's jetzt schon eine Weile und ich bin echt sehr zufrieden mit. Also es hat einfach so ein, also erstens, der Ton ist super, also der Tragekomfort ist der Hammer, ist noch deutlich besser als die wir jetzt aufhaben. Der hat nämlich oben so ein Stoffband einfach nur. Der hat einen Metallbügel, da drunter nochmal so ein Stoffband, was da so einfach so ein bisschen Luftpolster noch zwischen hat. Ja. Aber ich sag, ein paar Features, die er hat, die finde ich auch relativ cool. Also einerseits, also klar, ich habe ein Mikro drin mit Stromtaste, das ist ja alles nichts Besonderes mehr. Der hat aber als zwei Soundkarten ist ja in Windows drin. Also der hat einen USB-Dongle, ne? Das hatten wir schon mit 2,4 GHz und sowas. Und der hat zwei Soundkarten in Windows. Eine ist Chat, andere ist Game. Mhm. Und dann kriegst du halt natürlich beides am Kopfhörer. Du hast am Kopfhörer aber noch so ein Mixer quasi. Du kannst sagen, welche von diesen beiden Quellen du
mehr hören willst. Mhm. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel Musik anmachen und hast dann, also die Idee ist natürlich eigentlich für Gamer, was ich ja nicht so, also ich bin schon Gamer, aber ich keiner, der chattet oder irgendwie Twitch macht. Die eigentliche Idee ist, du hast Spielmusik und du hast den Chat, da kannst du sagen, okay, ich mache den Chat jetzt mal leiser, weil die irgendwie, keine Ahnung, Dreck labern und ich will das Spiel trotzdem weiter hören, dann kannst du das regeln. Du kannst natürlich auch am PC zum Beispiel Musik hören und in Teams, in irgendwelchen Konferenzen sitzen, wenn du merkst, okay, das ist jetzt erstmal nicht so interessant, regelst du das ein bisschen runter und kannst die Musik in der gleichen Lautstärke weiterhören. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Und was wie bestimmst du, welche Audioquelle auf welche Soundkarte geht? Liefern die dann Tool mit oder? Du hast einfach zwei Soundkarten in Windows. Ja, und wo entscheidest du, was auf welche Soundkarte geht? Du kannst ja bei Teams und so kannst du sagen, du kannst der Applikation sagen, so. Solche Teams selber bitte auf diese, gerade bei so Konferenzsystem hast du eigentlich in der Regel, dass du nicht diesen Standard Windows Soundkartentreiber nimmst, sondern dass du sagst, für meine Applikation möchte ich bitte diese Karte nehmen. Ja. Weil ich das bei mir, habe ich ja erzählt, dass ich eben so einen USB-Dongle habe und dann auch zwei Audio und dann, weißt du, wenn der Lütte dann Netflix guckt und deswegen ja, dann nimmt er ja den Firefox und ich nehme den Chrome und dann mache ich das über dieses Ear Trumpet. Ja, Ear Trumpet kannst du auch ganz schnell sagen, hier die Audioquelle bitte auf dem Device ausgeben. Ja, ging ja bei dem natürlich auch, nur dass eben zwei Devices da ist. Was ich dann auch noch sehr, sehr pfiffig finde tatsächlich im Zusammenhang, ist durch einen schnurloser Kopfhörer. Du hast an dem Dongle, du hast einen Eingang und du hast einen Ausgang. Eingang habe ich noch nicht probiert, du hast auch noch einen Ausgang. Das heißt, du kannst deinen Lautsprecher anhängen. Das heißt, sobald dein Kopfhörer aus ist, geht das eben dahin. Das heißt, du musst dann nicht im Windows, wenn du den Kopfhörer nicht benutzt, irgendwie wieder irgendwelche Soundkarten umstellen, sondern dann wird es halt durchgeschleift zu deinem normalen Lautsprecher. Mhm. Der hat auch noch andere Sachen, was ich jetzt aber nicht ganz verstehe, was er soll. Du kannst auch an dem Kopfhörer selber nochmal einen zweiten Kopfhörer anhängen. Der hat nochmal einen Ausgang. Mhm. Dass du dann zu zweit, warum auch immer. Also das habe ich noch nicht so ganz das Konzept dann verstanden, wo ich das brauchen würde. Ja. Ist ein Gimmick, was ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. So Hotline-Schulung. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch tatsächlich beim Daddeln, dass du sagst, mein kleiner Bruder soll auch mithören oder nimmst den Kopfhörer einfach ab, machst einen Lautsprecher an, also normalerweise. Ja, das willst du ja manchmal nicht wegen Rückkopplung und so. Ja, vielleicht. Ja, der Vorteil eines Headsets ist ja eben, dass du null Rückkopplungsgefahr hast, außer der Kopfhörer haut so laut raus, dass das Mikro das immer noch auffängt. Ja. Ja, der soll auch irgendwie so, ich glaube, Geräuschunterdrückung haben, irgendwie sowas. Merkt man natürlich selber nicht so, weil also da geht es ja mehr darum, dass bei der Ton raus eben irgendwie nicht sowas hat. Ich bin da recht zufrieden mit. Also es ist ein wirklich gutes Ding. Fühlt sich auch hochwertig an, obwohl es natürlich auch Plastik ist, wie immer. Hat natürlich auch abnehmbare Dinge, was ich wichtig fand beim Kauf schon. Also so abnehmbare Stoffpolster, genau. Gibt es auch in Leder, aber ich glaube, die sehen schick aus, aber nicht so gut wie, weil sehr, sehr angenehmer Stoff. Also ich bereue es bisher nicht. Ist ein gutes Ding. Juhu, und dann hast du irgendwelche Server abgedatet und ich musste irgendwelche DNS-Sachen umbauen. Ich habe einen Server mit ganz vielen Sachen drauf abgedatet und zwar einen von meinen beiden Uberspace-Servern. Die haben ja schon vor längerer Zeit gesagt, ich bin auf Uberspace 6, wir gehen bald auf Uberspace 7 und bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube bis zum 30.11. ich vermute erfahrungsgemäß wahrscheinlich krass dann doch noch eine Woche später, weil es ist, glaube ich, besser, erstmal den Leuten Druck zu machen und dann sagen, ein bisschen, ja, da habt ihr. Ich habe es irgendwie lange vor mich hergeschoben. Das ist im Prinzip neue Windows, ist eigentlich ein Linux-Update. Aber bei Uberspace ist es tatsächlich so, du kriegst komplett neuen Account, also komplett neuer Server eigentlich. Dann gehst du halt auf die Kommandozeile. Uberspace ist ja für Leute, die auch gerne auf die Kommandozeile gehen, sage ich mal. Das ist nicht so ein klassischer alles über eine Web-Oberfläche, da geht eigentlich nichts über eine Web-Oberfläche. Da musst du halt ein bisschen Linux ein bisschen auskennen, nicht übermäßig, aber so ein bisschen, du musst dich trauen vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Und dann kannst du halt in die Konsole reingehen, dann machst du halt diesen Befehl, dass du sagst, ich möchte jetzt auf Uberspace 7 wechseln, das habe ich gemacht, dann kopiert der irgendwelche Sachen und her, kopiert die Datenbank von A nach B, deine Webseiten von A nach B. Ja, und dann, weil du neuen Server bist, musst du am Ende sagen, okay, und jetzt musst du deine ganzen DNS-Einträge, die ja irgendwo anders noch sind, umbiegen auf die neue IP-Adresse, neue Domain und so weiter. Ja, das habe ich gemacht, hat super einfach geklappt. Ich hab Schlimmeres erwartet. Ich habe gedacht vorher, ich musste mindestens meine MySQL-Datenbank per Hand irgendwie backuppen und irgendwo noch draufspielen oder sowas, aber das musste ich alles nicht, das ging alles von selbst. Hat geklappt. Bei E-Mail, das ist ja so ein MX, ist ja der E-Mail-Server. Meine Haupt-E-Mail ist bei 1&1, also seit hunderten von Jahren, was ich gut, 1&1 ist
nicht so ganz super, aber gerade für diesen Fall, dass ich auch irgendwie 50.000 Mal schon den Hoster gewechselt habe für meine Webseiten, ist das ganz gut, eine zu haben, die du nicht wechseln musst. Also für meine normale E-Mail ist 1&1 immer gewesen, so ein ganz billiges Paket und läuft. Aber ich habe auch noch meine millerntor.hamburg-Domain. Ach, ja. Da habe ich die E-Mail quasi bei Uberspace direkt. Und den musste ich dann auch noch anpassen. Da ist im Gegensatz zu den anderen DNS-Einträgen keine IP-Adresse, sondern trägst du einfach den Hostname an, der sich auch geändert hat. Das war das Einzige, was irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich habe überlegt, so, geht nicht, hier nicht, da nicht. Probiert, dann gibt es eine Dokumentation dazu, was man machen soll, wenn es nicht funktioniert. Das kannst du testen, das kannst du testen. Dann gehst du wieder in die Eingabekonsole und prüft danach und sagte, ja, das ist jetzt schon auf dem neuen System, habe ich erkannt. Ging trotzdem nicht. Aber was in diesem Riesendokument steht, was man alles ausprobieren kann, nicht steht, ist, dass du natürlich dein E-Mail-Client auch anpassen musst. Das irgendwie ganz klar, aber trotzdem mache ich das total und dann bin ich halt in Outlook rein, wollte das ändern. Und ich habe diese scheiß IMAP-Einstellung nicht gefunden. Das ist ein IMAP-Konto. Du gehst auf die Kontoeinstellung, du hast eine Liste der Konten, da kannst du auf das Ding auf ändern und dann siehst du da deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und das war's. Es gibt auch kein Erweitert oder sowas, es gibt nur okay und es gibt Zugangsdaten löschen oder so ähnlich. Aber okay, nee, kam nichts weiter. Okay, komm, dann klicke ich halt auf Zugangsdaten löschen. Wahrscheinlich kannst du dann deine E-Mail-Sachen oder nee, sagt zwar, Daten wurden gelöscht, aber was er genau da macht, weißt du nicht, weil das Konto ist auch nicht weg hinterher oder sowas. Du hast auch deine E-Mails noch alle da. Und dann haben die immer noch, okay, wir haben in Outlook woanders die ganzen Server-Einstellungen nochmal versteckt. Warum auch immer. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das war früher nicht so. Nee, aber sie wollen's, sie kapseln halt es immer mehr. Also mittlerweile gibt es doch die Möglichkeit, dass du den, wenn du einen Outlook frisch einrichtest, dann fragt er dich mittlerweile nur noch nach der E-Mail-Adresse. Und dann gibt's da irgendwie so ein Protokoll, wo dann Outlook den E-Mail-Server anfunkt und sagt, du, hallo, hier, ich habe hier eine E-Mail-Adresse. Und wenn der Mail-Server dieses Protokoll unterstützt, dann teilt der Server nämlich Outlook alle Daten mit. Und dann muss der User gar nichts mehr einstellen, nur noch sein Passwort eingeben, fertig. Das haut doch fast nichts so hin. Also zum Beispiel 1&1 nicht, weil die Domain, die ich da habe, die ist ja 1&1 gar nicht so richtig. Und nee, aber zum Beispiel, wir haben in der Firma einen Exchange-Account von einem Drittanbieter, ne? Also der sagt hier, ich hoste deinen Exchange-Account. Und wenn ich den auf einen neuen Outlook einrichte. Exchange, da geht's, das ist ja auch Microsoft. Ne? Da sage ich halt nur, das ist der Account und dann macht's wupp, 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 Passwort fertig. Ne? Ja, da kann ich selber auch kein IMAP oder sonst irgendwas einstellen. Nee, Exchange sehe ich ja noch ein. Aber wenn ich ein E-Mail-Konto anlege, dann will ich jetzt da, wo die Konten stehen, auch diese scheiß Daten ändern können. Ja, und das haben sie, muss man über dieses alte E-Mail-Profil gehen? Nee, du kommst schon noch über Outlook nach, aber es gibt da Konten und die kannst du aufklappen und da kommt noch irgendwie, ob Server-Einstellungen hieß oder irgendwas anderes. Also nicht da, wo du Liste der Konten hast, sondern du musst vorher auswählen, welchem Konto du gerade bist und dann nimmst nur für dieses Konto, was gerade aktiv ist, dann teilst du dann darüber die. Ach, nervig. Total nervig. Ja, wie gesagt, sie kapseln das, verstecken das immer mehr vor den DAOs, damit die da keinen Unfug machen. Ja. Weil wahrscheinlich die Admins rumheulen, dass die ihre DAOs da immer in den Einstellungen rumfuhrwerken und deswegen. Gut, vielleicht kann man auch für Policies auch getrennt irgendwie einstellen, was du ändern darfst und was nicht. Ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen gedacht, aber es ist echt total, nervig. Ja, genau. Aber jetzt läuft. Und genau, du musst es dann auch für Blathering, weil der ist nicht auf meinem DNS-Host. Ist es ein Hoster? Wie immer, in WX bin ich, du hast ja die Domain quasi und da musstest du eben auch nochmal umbiegen. Ja, und da war das Irritierende. Du hast keine Ändern-Option. Es gibt kein Ändern. Ja. Und dann hatte ich ja ein bisschen Schiss und du hast dann gesagt, einfach anlegen, löschen. Ja. Und das hat funktioniert. Also ich habe dann einfach die neuen Daten eingegeben und immer die alten Einträge gelöscht. Ja. Ist am Ende wahrscheinlich einfach nur irgendeine Textdatei, die irgendwo rumliegt, wo dann der ganze Kram drin steht. Ja. Ja, da darf man nicht zu viel verlangen, wenn man irgendwie, weiß nicht, 79 Cent im Monat, Jahr, wie auch immer, für die Domain bezahlt. Ich bin bei NWX, das zahle ich echt, also domainmäßig, kannst auch nur Domains, mehr nicht. Mhm. Ne? Das ist reines Domain-Umleite-Ding. Ja. Der ist aber auch sehr günstig, also, Gut. Und dann habe ich eine Bitte an dich schon geäußert. Ach so. Du sollst für mich nämlich ein Loch in einen Kuchen buddeln. Ja, die Geschichte dazu, der Lütte und ich, irgendwie Freitagabend sagte irgendwie YouTube zu mir, du hier, neues Video vom Helden, also Held der Steine, er
beschnackt die ISS, die wir gerade zusammengebaut haben, letztes Wochenende. Ja. Und da dachte ich mir, ach, das Video kannst du dir mal mit dem Lütten zusammen am Wochenende mal so ganz entspannt an seinem Fernseher angucken. Nicht so, wir sitzen dann irgendwie so, ne, ungemütlich vorm Rechner und so. Und dann hatten wir dann auch perfekt eine halbe Stunde Zeit. Und da meinte ich zu ihm, ja, YouTube, mach mal an, bereite schon mal vor, ich komme gleich, muss noch, was ich, Zähne putzen. Und dann fangen wir an, machen das Video an und dann läuft das Video irgendwie 5 Minuten und plötzlich erscheint unten rechts so Anzeige in 3, 2, 1 und dann kommt so eine unüberspringbare Werbung. Ja, aber was immer du jetzt auch haben willst, das wirst du damit nicht wegkriegen. Warum nicht? Warum kriegt mein Adblocker auf dem Browser das hin? Der kriegt es hin, wenn YouTube-Werbung rauszukicken? Das habe ich nämlich gemerkt, ich habe auf meinem Firefox schon seit Ewigkeiten diesen U-Block, wie auch immer der heißt. Origin, den habe ich auch. Genau, ja. Ich habe keine Werbung auf YouTube. Null, nada, gar nicht. Und als ich dann nämlich den Chrome benutzt habe, ursprünglich um parallel Tagesschau zu gucken, da habe ich ja das Problem. Und irgendwann wollte ich auch mal parallel ein YouTube-Video gucken, hat er da die Werbung reingeballert. Habe ich im Chrome, jetzt kann man ja auch diesen Origin, kann man ja auch in Chrome als Extension. Seitdem habe ich Ruhe. Frage mich, wie du das hinkriegst. Weil ich hab sie. Oh. Schade eigentlich. Aber es geht halt auch um die ganzen anderen Sachen. Ja, also das Ding ist total super. Also gerade, dass du es eben auch im Fernseher machen kannst, das ist ja der große Vorteil gegenüber zum PC. Also das, ja, oder eben auch so am Handy oder in Handy spielen. Also oder da bringt es richtig irgendwas. Was tatsächlich, weil Handy ist ja auch, da kannst du ja nicht mal eben kurz einen App-Blocker installieren, das sei denn, du rootest und all so ein Scheiß und da ist das Ding tatsächlich. Genau. Und das funktioniert auch super. Also die ganzen Apps, die fangen das nicht sauber ab. Also sie könnten ja auch sagen, ich kriege die Werbung nicht, ich breche jetzt ab oder was. Oh nee, die zeigen es einfach nicht an. Die müssen ja auch damit leben. Also was ich meistens mache, wenn ich irgendwie, im Wartezimmer ein Handyspiel spiele, gehe ich in Flugmodus und zack, kriege ich keine Werbung mehr, weil sie die meistens frisch nachladen und nicht auf Halde haben. Ja. Ne? Ja klar, weil die kriegen ja nur Geld, wenn sie live pingen können, dass es auch angezeigt worden ist. Ja. Genau. Nee, also wie gesagt, den Pi Zero nicht. Wie heißt Pi Hole? Pi Hole, genau. Du hast den Pi. Nee, also bestellt. Zero bestellt. Zero WLAN. Zero W. Ja. Genau, den habe ich bestellt. Mhm. Und ja, der kommt irgendwann demnächst bei dir an. Und eine Speicherkarte hatte ich noch rumliegen. Und nur das ist genau der Punkt, weil du gerade sagtest, ja, da muss man ein bisschen Linux und Kommandozeile machen. Das ist nicht schwer. Man muss sich das nicht zutrauen, wo ich sage, nein. Ich habe mir da so Anleitungen angeguckt und dann irgendwie was. Das ist schon ein paar Mal gemacht. Das ist total easy, aber es fängt schon damit an. Du musst erstmal ein Tool haben, um überhaupt die SD-Karte auf dem Windows-Rechner im Linux-Format zu formatieren und sowas. Und das ist nicht schwierig, aber trotzdem musst du die Software haben. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ist es einfach. Aber ich verstehe das total, dass man da keinen Bock drauf hat erstmal. Nee, also wie gesagt, da bitte ich dich und dann gibst du mir das Ding und dann du hast ein Webinterface, also du gehst einfach, du gibst 192. irgendeine URL ein oder vielleicht auch den Hostname auf im Browser und dann kannst du es da auch konfigurieren und updaten und so, ich weiß alles. Ja, und dann, wobei ich habe Anleitung gelesen, muss man jetzt auf jedem Device den DNS ändern oder reicht es in der Fritzbox den DNS? Das ist egal, entweder oder. Ach so. Du kannst beide. Ich habe es tatsächlich auf jedem Device gemacht, weil ich dann, ich weiß gar nicht wo. Vorteil ist, am PC zum Beispiel kannst du einfach einen Button machen, an, ausschalten. Das kannst du natürlich nicht, wenn du im Fernseher bist. Dann musst du es da irgendwo anders wieder deaktivieren, aktivieren und sowas. Es geht beides. Du musst halt nur irgendwie über diesen DNS gehen. Alles klar. Ja. Gut. Hast du noch was in dieser Kategorie? Nee, mach mal gar nichts. Ich beantworte einfach meine Frage. Atme ruhig weiter. Ich habe noch, aber hallo. Ja gut, aber wir machen einmal kurz den Endrauscher, ne? Und dann machen wir gleich weiter. Ja, was hast du denn noch? Ich habe Microsoft. Viele haben Microsoft. Ja, soweit so gut. Microsoft hat Productivity Scores per Default eingeführt in Office 365. Da kannst du jetzt auf den User genau gucken, wie produktiv der Mensch zum Beispiel in Teams an Konferenzen teilnimmt. Wie misst man das? Das ist doch wieder Voodoo. Wieso ist das Voodoo? Du bist ja, also in Teams ist ja sowieso ein Microsoft-Produkt und der macht im Hintergrund Application Insights wahrscheinlich oder sowas. Aber wie messe ich das? Also es geht, glaube ich, darum unter anderem von wegen, wie lange dauern die Konferenzen? Wie viel hast du gesprochen in der Zeit?
Und dann misst er zum Beispiel unter anderem aber auch, ich glaube, wie viel Code hast du eingecheckt, wenn du das dann über Dings machst. Das ist für mich alles eine quantitative Aussage, keine qualitative Aussage. Ja, das war ja auch einfach so, okay, wir haben uns ja schon, andere Leute, also haben ja für Stack Overflow schon, es gibt so eine Trophäe für, heißt nicht Maniac, irgendwie sowas, dass du eben 100 Tage am Stück auf Stack Overflow auf die Seite besucht hast, gibt es. Und von wegen, okay, dieses Skript bauen wir jetzt mal um. Also wahrscheinlich werden die ersten anfangen zu programmieren, um dieses Ding zu überlisten, dass es beim Chef aussieht, wenn du optimal arbeitest, so wie der Chef das gerne hätte. Also mal abgesehen, dass das nach Datenschutzrecht in Deutschland garantiert nicht okay ist. Aber per Default erstmal an. Also das ist schon, ja. Tja, also quasi eine Fleißschufa. Ja, genau, so ungefähr. Ja, ich finde das auch total, also gerade dieses Teams-Ding finde ich total bekloppt. Also wenn ich gut arbeite, dann habe ich den ganzen Tag keine Konferenz, also kein Telco, nichts gehabt. Dann konnte ich 8+ x Stunden am Stück loshacken, haben richtig was Gutes, Produktives hingekriegt. Aber wenn ich den ganzen Tag in irgendwelchen Telcos sitze, dann habe ich garantiert nichts geschafft. Nee. Ja. Nee. Ist ein bisschen, ja, dass sie sich auch nicht wundern, dass die Leute das nicht toll finden, ne? Ja, da sind sie vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf ihren amerikanischen Markt zentriert und da ist es wahrscheinlich weniger. Ja, vielleicht, ja, kann sein. Dann habe ich mich bei Keycaps umgeguckt. Das ist ja auch ein Nerding. Ach so, Tastatur, Einzeltasten. Ja, da habe ich ja diesen High-Dings auch gefunden. Ja. Also ich habe ja das Problem, ich habe ja total geile nerdische Tastatur mit ohne Beschriftung. Mhm. Geht eigentlich auch ganz gut, ne? Es gibt so zwei Sachen, die für mich, also eigentlich treffe ich die Tasten auch, wie ich sie gerne hätte. Es gibt zwei Themen, die ein bisschen schwierig sind, die man leider häufig braucht. Erstens Passwörter. Weil so Sonderzeichen da oben beim eines übertreiben und sowas, das ist so ein bisschen mal, was ich gemacht habe. Und ab und zu verrutsche ich, das V treffe ich dann halt nicht. Und Steuerung V braucht man ja öfters. Wenn du rechts neben das V hüpfst, dann machst du Steuerung T. Und du bist im Browser, willst du das einfügen, bups, neuer Tab auf. Oder auf der anderen Seite Steuerung C, du hast irgendwas Schönes in der Zwischenablage, genau, willst du es irgendwo einfügen. Oder andersrum, RV. Ich wollte was einfügen, habe dann dummerweise wieder Steuerung C erwischt, dann ist natürlich wieder die Zwischenablage weg. Ja. Das sind so gerade die Dinger, die mich da doch ein bisschen bei stören. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein paar Tasten, also ich wollte jetzt keine Aufkleber drauf machen bei so einer richtig hochwertigen Tastatur, ich bestelle mir einfach ein paar einzelne Tasten. Und ich wusste gar nicht, dass es echt ein großer Markt ist, wohl. Du kannst bis zu 30 Euro pro Taste ausgeben, wenn du willst. Das hast du da aber wirklich so. Es gibt zum Beispiel wie hieß denn das Spiel mit dem Imposter? Among Us. Die Figuren scheinen total beliebt zu sein. Du kannst jede Figur als einzelne Taste kriegen. Dann wahrscheinlich eher die Funktionstasten, weil die sind ja wirklich, da kannst du ja nicht wirklich mit tippen, wenn da so runde Viecher sind. Ach so, nicht als Bedruckung, sondern Skulptur. So richtig, deswegen, das sind diese 30 Euro Dinger. Da kannst du, es gibt auch Totenköpfe und keine Ahnung was und, ich glaube, für jedes Spiel der Welt gibt es da irgendwie einzelne Modelle. Und wie gesagt, es gibt dann auch Tastaturdinger. Also wie gesagt, dieses High-Ding kostet, glaube ich, 130 Euro. Nur die blöden Kappen. Da ist ja keine Tastatur dabei. Mm. Deswegen habe ich mir erst gedacht, okay, das ist mir alles zu teuer, das lasse ich sein. Bin dann mal nach AliExpress gegangen. Und da kosten die irgendwie 3 Euro. Also natürlich nicht die gleichen. Qualität ist wahrscheinlich nicht so gut, aber da habe ich mir jetzt... Ja, aber was soll da großer, gut, wenn die Bedruckung scheiße ist und nach zwei Tagen abblättert. Das ist auch schon, also obwohl das, du musst wohl, es gibt so 2, 3 Qualitätsstufen vom Kunststoff quasi auch her, da habe ich aber schon drauf geachtet, dass das zumindest laut Beschreibung das gute Zeug ist. Das gute Zeug. Und wenn ich schon mal dabei war, so, ach ja, dann gibt's noch so PlayStation-Cursor-Tasten habe ich mir auch. Weißt du, so X-Dreieck und sowas. Ach so. Das sieht bestimmt ganz cool aus. Ja, wie gesagt, ich muss natürlich jetzt wahrscheinlich bis Januar warten, bis mein Kram immer da ist, ne? Aus China kommt wahrscheinlich im Briefumschlag ohne Polsterung. Aber das kann ich, wenn ich da irgendwie 120 Euro bei mir spare, kriege ich das Risiko gerne bei ein, ja. Mhm. Aber das kommt dann irgendwann. Und dann werde ich auch ein Foto machen und das auch bei Twitter reinpacken. Ja. Weiß ja, wen du dann menschen musst. Ja. Also ich habe mir keine High-Tasten bestellt, ne? Ach so. Nee. Ganz normale Zahlentasten, nur und so ein paar Zeichen, paar Buchstaben quasi, die ich dann. Jo. Apples Sicherheitschef ist angeklagt worden. Apples Sicherheitschef? Und zwar wegen Korruption. Und zwar, das ist eine total wilde Geschichte. Er hat angeboten iPads im Tausch gegen 4 Schusswaffenlizenzen. Also der Chef und irgendwie der Sheriff und Hilfs-Sheriff vor Ort quasi sind vor Gericht wegen dieser Geschichte.
Der hat gesagt, ihr kriegt irgendwie eine ganze Menge iPads, aber ich brauche mal viermal eine Berechtigung fürs versteckte Tragen von Schusswaffen für Mitarbeiter und mich. Das ist schon harter Tobak. Das ist schon harter Tobak. Ja, also. In Santa Clara heißt das, glaube ich, ne? Also direkt da, wo Apple halt auch ist, da in dem Sheriffs Büro, da ist wohl irgendwie. Diese Übergabe ist ja nicht mehr erfolgt, weil die ihm hintergekommen sind, dass eine Razzia beim Sheriff passieren sollte. Aber trotzdem muss natürlich jetzt vor Gericht und schon mal gucken, was da rumkommt. Hat so ein Sicherheitschef nicht legale Wege? Es geht wahrscheinlich um das verdeckte Tragen. Warum auch immer man das braucht. Also, ja. Wobei ich jetzt auch nicht, also als Europäer, dass man alle wie John Wayne da draußen rumrennt in der Knarre, das ist ja auch nicht besser irgendwie. Ja. Aber alleine iPads. Ja. So, dann was Neues von Verbraucherschützern. Und zwar verlangen sie, das ist wohl gerade irgendwie so ein EU-Gesetz in der Mache, dass Amazon und eBay haftbar gemacht werden sollen für Produkte, die auf ihren Plattformen verkauft werden. Ja, aber dann so von Händlern über ihre Plattform. Genau. Dass die nicht immer sagen können, ja, ist nicht unser Marketplace Ding. Marketplace kommt aus China, nicht unser Problem, sondern genau, darum geht's, dass die dann dafür zuständig sind, dass man Garantie und Gewährleistung und sowas erfüllen muss und dass man sich nicht an irgendeinen chinesischen Händler wenden muss, wie du das ja auch schon hattest, von wegen so, haha, schicken sie es doch zurück. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, noch ganz am Anfang und ob das so viel ich überhaupt in EU, weil das Verbraucherschützer erstmal in Anführungsstrichen nur sind. Mal gucken, wie weit das gedeiht, aber finde es auf jeden Fall erstmal gut. Ja, ich hatte irgendwas gehört, dass jetzt Frankreich hat ja vor längerer Zeit so eine Digitalsteuer beschlossen und jetzt sollen die ersten Steuerbescheide so an Google, Facebook und Co. rausgegangen sein. Aber das ist halt keine EU-weite Geschichte, sondern eine Frankreich-Geschichte. Die sind da ja immer schnell voran mit solchen Sachen. Ein paar Mal schon, ne? Dann haben wir den letzten Punkt noch, die 737 Max mal wieder. Die hatten wir letztes Mal schon, dass sie die jetzt wieder genehmigen wollen. Was ich aber interessant finde, es gibt irgendwie so drei amerikanische Fluglinien, die einsetzen wollen. Und alle drei haben gesagt, wer will, kann kostenlos umbuchen auf ein anderes Flugzeug. Weil die wohl merken, dass die Leute da nicht so ganz gutes Gefühl dabei haben, in die Kisten einzusteigen. Ja, also ich hatte nur gelesen, dass einige andere Länder auch gesagt haben, so wir jetzt auch, aber dass jetzt die Fluggesellschaften sagen, so vielleicht sollten sie irgendwie Rabatt, gibt es irgendwie Max-Rabatt. Ja, also ja, dass jeder kann kostenlos umbuchen, wenn man will. Ja, wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich Verträge und die haben sie sehr, sehr billig gekriegt wahrscheinlich. Würden sie das ja, wenn sie die Wahl haben, nicht tun. Ja, wie gesagt, der Flugzeugtyp ist ja irgendwie verbrannt, ne? Also, Absolut. Ja, dann bin ich ausgenördet. Dann kämen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Und da hast du ein Schnäppchen beworben auf Twitter. Oh, welches? HZD bei GOG. Horizon Zero Dawn. Richtig. Ja, das ist im Angebot. War ja ursprünglich mal ein PlayStation-exklusiver Titel. Du hast es ja auch schon gespielt. Ich habe dir gerade die Steelbox mitgebracht. Stimmt. Ja, ein richtig, richtig gutes Open-World-Ding, finde ich, mit sehr guter Geschichte und alles. Und kam dann irgendwie vor ein paar Monaten, glaube ich gar nicht so lange her, bei Steam dann irgendwann raus. Ja, für PC. Genau. Hatte aber überraschend schlechte Kritiken gehabt, aber vor allen Dingen, weil das wohl sehr instabil war auf dem PC. Was überraschend war, weil zum Beispiel Death Stranding, was ja auch so ein Port war, ich glaube sogar gleiche Engine, lief super. Und Horizon Zero Dawn hat, glaube ich, Bugs ohne Ende, wie ich das mitgekriegt habe. Aber jetzt ist es tatsächlich, ich glaube, das war jetzt auch gerade so Black Friday-mäßig, ist auf GOG angekommen, also Good Old Games, also auch DRM-frei und so weiter. Das fände ich so witzig, dass es bei Good Old Games ist, wo es doch eigentlich noch jedenfalls der Port brandneu ist. Ne? Ja. Also das fand ich. Ja, ich glaube, aber Good Old Games mittlerweile auch alle, also die meisten aktuellen Titel sind da auch. Ist nicht so Resterampe. Das war mal. Also die machen viel Retro und sowas, aber die haben auch aktuelle Titel. Genau, und da ist es jetzt eben auch zu haben, wie gesagt, DRM-frei, das sind ja die Macher, die auch Cyberpunk machen, denen gehört ja Good Old Games. Und ich sag, wer keine PlayStation hat und also Bock hat zu spielen, natürlich generell, ist ein richtig gutes Spiel. Also ich fand das richtig, also technisch top und war auch, vor allem auch von der Geschichte, hat das irgendwie richtig viel Spaß gemacht. Ja, super, also zumindest im Englischen auch super, super Sprecher, das finde ich auch immer wichtig. Uneingeschränkte Empfehlung. Ja, und dann hast du sehr viel getwittert über den goldenen Spaßstock.
Freudenknüppel, meinst du? Freudenknüppel, so kann man es auch nennen. Ja, Golden Joystick ist es irgendwie, habe ich noch nie gehört, ein Game Award? Das oder? Ist ein Award, der ist, glaube ich, primär mit Votings. Irgendwie so 50-50, also teilweise Fachpublikum und teilweise können ganz normale Leute quasi voten, welches ja, Spiel in welcher Kategorie am besten gefällt. Wo muss ich das einordnen? Amerika, Deutschland, Europa? Ich glaube Amerika, also weil zum Beispiel diese ganzen Neil Druckmann und also die von The Last of Us zum Beispiel, also viele amerikanische Spieleentwickler haben parallel getwittert und so weiter und sind auch nominiert worden. Also ich glaube, es ist eben was Amerikanisches im Original. Genau, das ja war ich glaube, der ist kein so bekannter. Also es ist nicht so diese ganz großen Preisverleihungen, ist es glaube ich nicht, aber es lief halt irgendwie auf YouTube und Co. überall. Ja, was mir dann gedacht, gewonnen hat, ich glaube, The Last of Us hat irgendwie was gewonnen, also Part 2 natürlich. Ach ja, was ich interessant fand, das beste PC-Spiel war ein PlayStation-Spiel. und zwar Death Stranding. Das ist ja auch so ein Port, weil lange exklusiv auf PlayStation ist dann irgendwie auch dieses Jahr auf PC rausgekommen, ist irgendwie gleich das beste PC-Spiel des Jahres geworden. Ja. Ich glaube, was ich noch sehr witzig fand, war ja das beste Familienspiel. Das war irgendwie, wobei ich das auch schon die Kategorie in der Hinsicht vielleicht ein bisschen komisch finde, weil wie heißt es? Das Spiel? Wo bist du jetzt? Fall Guys? Ja, genau, Fall Guys, genau. Finde ich jetzt auch etwas wie ein Familientitel ist, weiß ich nicht. Also natürlich ist es nicht gewalttätig, das auf jeden Fall, aber das, ob das jetzt. Vor allen Dingen hat es doch keinen, hat es einen Multiplayer? Nee, lokalen Multiplayer hat es nicht. Lokalen Multiplayer hat es nicht. Nee. Also wie würdest du das als Familie spielen? Ein Mörder-Multiplayer, also mit 60 Leuten, aber ja, nicht lokal. Ja, aber wie würdest du das als Familie spielen? Ja. So nach dem Motto, jeder in seinem Zimmer an seiner PlayStation. Ja, wahrscheinlich ist der Gedanke eher familientauglich. Wahrscheinlich, dass man ausnahmsweise mal nicht irgendwo Gedärme sieht. Genau. Ich fand nur sehr witzig, dass dann echt, also direkt als sie das gezeigt haben, nominiert hatten, sofort hinterher war ein Trailer Werbung für Metal Hellsinger. Ja, ich hab's hier vor mir. Das ist quasi so ein Doom, wo du aber im Takt der Musik, der Heavy-Metal-Musik quasi irgendwelche Monster die Rübe abhackst und eine Schrotflinte und Kettensäge und keine Ahnung was. Und ich fand diesen Bruch so extrem. Die haben gerade erst Vollgeist gezeigt, so schön bunt und Familienpreis und zack, eine Werbepause, quasi so ein Ding dahinter. Ja. Wobei, ich glaube, Dan war ziemlich begeistert von dem Trailer. Ich habe ihn ja nochmal gezeigt. Ja, dann habe ich hier als nächstes Schmachtig Krankenhaus. Two Point Hospital. Ach so, das war auch nur, war es im Angebot? Ja, ja. Okay. Du sagtest, das wäre irgendwie so wie ein anderes Spiel. Das ist wie Theme Hospital war, glaube ich, 18 Jahre, keine Ahnung. Also damals ein richtig, sehr lustige Krankenhaussimulation. Und dann Two Point Hospital ist auch schon ein bisschen länger jetzt raus, halt so ein Remake von dem Ding. Also ganz neue, also ist immer das Ding drumherum, so die Idee ist gleich, aber nichts kopiert, sage ich mal. So, da hast du eben so du musst ein Krankenhaus musst du organisieren, du musst Ärzte einstellen, Räume bauen und dann all mögliches und die Krankheiten sind alles sehr lustig. Es gibt zum Beispiel Aufgeblasenheit. Da laufen die mit einem riesen Luftballon als Kopf durch die Gegend. Dann hast du dann natürlich eine Maschine für, da heißt der Pieks am Nadel rein, der platzt der Kopf und dann pumpst du auf und dann kommt in normalen Größe der Kopf wieder raus und solche Geschichten. Und also viele der Krankheiten funktionieren eigentlich nur auf Englisch. Also wo dann eben das einfach so, was war das? Lightheaded. Mhm. So, das ist aber Light in Form von nimm die Glühbirne als Kopf zum Beispiel, sowas halt, ne? Und dann auch immer so Durchsagen, so die Patienten werden gebeten, nicht auf den Fluren zu sterben und sowas. Das ist schon sehr makaber, das Ganze. Ist ein klassisches Strategiespiel, wo du eben managen musst, aber halt sehr lustig. Und das ist irgendwie auch gerade super schnäppchenmäßig. 66% Rabatt auf Steam. Ja, genau. Ich habe ja schon länger, ich habe es gesagt, das Steam war das, was ich als letztes mir Black Friday Zeit lang gemacht habe, wo ich mir so 5-6 Spiele, weil die so billig waren, dann irgendwie nie so wenig angefangen habe zu spielen. Und dann bin ich mittlerweile auch von geheilt eigentlich, ja. Ja. Ja, mir ist irgendwie ein Video über den Weg gelaufen. Ich glaube, das war auch auf Twitter. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum. Nee, Quatsch, das wurde mir auf dem Handy, bei Android hat man ja auch, wenn man den Homescreen nach rechts swiped, dann kommt man ja auf so eine Seite mit Nachrichten und so, die Google einem zusammengestellt hat. Und da, wenig überraschend, kam dann ein Video, das war der YouTube-Kanal von Will Smith.
Und da haben sich mal die Darsteller von Prince of Bel-Air, der ja jetzt irgendwie auch da, gab ja diese Reunion und sie wollen ja diese neue Serie machen. Und dann haben sie die einfach nicht gemeinsam. Leben die alle noch? Nee, ne? Kommt so, jetzt. Onkel Phil nicht mehr. Richtig. Ja. So, und das ging nämlich darum, also die wurden nicht alle gemeinsam, also so abwechselnd vor so einem neutralen Hintergrund, war jeder dann mal zu sehen und jeder wurde gefragt so nach dem Motto, ja, welche Veränderung verbindest du denn mit James Avery, der den Onkel Phil gespielt hat, der am 31.12.2013 infolge einer Herzoperation gestorben ist. Alle anderen leben noch und dann haben die halt so, ja, jeder hat so geschnackt, wie er ihn erinnert hat und wie es mit den Dreharbeiten mit dem war und dann wurden auch immer Bilder eingeblendet, ja, wobei man die Leute auch schon alle erkannt hat. Ne? Also die Darstellerinnen. Ne? Ich fand das so krass, dass das kleine Mädchen dann logischerweise nicht mehr kein kleines. Du hast trotzdem sofort erkannt. Ja. Wie hieß sie denn? Keine Ahnung. Wie heißt? Ich kann mir immer nur die große Schwester heißt Hillary, aber wie die kleine heißt, kann ich mir nie merken. Egal. Aber ich fand das krass. So, klar, ist extrem groß, logisch. Das ist eine Weile her, aber trotzdem vom Gesicht her sofort wiedererkannt. Ne? Ja. Joffrey, der Butler, das war mal interessant, seine Originalstimme zu hören, weil ich... Du guckst ja auf Deutsch. Naja, eigentlich guckt der Kleine. Ja. Kriegst ja immer so mit. Und der Joffrey ist halt, also der Darsteller, ist halt ein Brite, was natürlich zu der Rolle des Butlers super passt. Ja. Ne? Und da hat man ihn dann auch mal mit seinem britischen Akzent gehört. Interessant war, dass da eben auch beide Vivians waren. Ach so, die beiden, ja genau, also ich weiß, da war so ein Force Wallbreaker, als dann die neue Mutter plötzlich da war in der nächsten Staffel und Will Smith so in die Kamera, ja, komisch, wie manche Menschen sich verändern können oder irgendwie sowas in der Richtung, dann ja, kann man es gesagt haben. Ja, da bin ich schon gespannt, weil wir sind jetzt in der dritten Staffel, so wird es ich, sechste, siebte Folge oder so und am Anfang der dritten Staffel, in der ersten Folge ist die Vivian ja schwanger, also so wie die Schauspieler in real auch. Sehen tut man noch nicht viel und so. Und da bin ich halt gespannt, wie dann sozusagen das Ende der dritten Staffel ist. Ja, und dann, wie es dann ist, wenn vierte Staffel und andere Vivien. Die auch, ich weiß nicht, wie ähnlich sie sich damals sahen, weil auf den meisten Fotos, die ich so sehe, wo die ganze Belegschaft ist, ist immer die erste Vivien. Also ich weiß noch gar nicht, wie die zweite Vivien aussieht. Also sie sehen sich nicht sehr ähnlich, finde ich. Ja, und jetzt sehen sie sich auch total unähnlich, weil die erste Vivien sieht noch recht unverändert aus. Ja. Auch die Haare genauso. Sie war ja damals auch schon eine sehr bekannte Schauspielerin. Ja. Ne? Also und sie wollte eigentlich eine stärkere Rolle einfach haben. Das war, glaube ich, so der Grund, dass sie deswegen sehr gegangen ist, weil sie wollte eben nicht nur das Mundchen in Anführungsstrichen spielen. Ja. Und die zweite Vivien, die trägt die Haare halt fast komplett ergraut. Und weiß ich nicht, ob die andere färbt. Ne? Aber dadurch dachte man dann echt so also sie sehen auch, da liegen Welten zwischen den beiden Frauen heute. Wenn man denkt, dass sie dieselbe Rolle damals gespielt haben, war dann doch ein bisschen erstaunlich. Nee, aber damals schon optisch sehr unterschiedlich. Also haben sie wahrscheinlich einfach gesagt, scheiß drauf, wir brauchen eine neue Schauspielerin und fertig. Das ist ja eh egal. Kannst ja auch einen harten Cut machen. Ja. Ja. Wir gucken ja, der Lütte und ich gucken ja im Moment jeden Freitag immer The Mandalorian. Und die zweite Staffel ist so auch ganz gut. Aber die letzte Folge war jetzt besonders gut. Die wird auch von allen möglichen Leuten gefeiert ohne Ende. Auf Twitter wurde die unheimlich von den Fans, weil der Kleine war auch schon ganz aufgeregt, weil es wurde am Ende der letzten Folge wurde ein Charakter quasi angekündigt. Man war sich nicht 100% sicher, aber es war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der in dieser Folge erscheint. Jetzt kriege ich den Namen bestimmt. Ich glaube, Ahsoka? Ahsoka heißt sie, glaube ich. Und das Witzige ist nämlich, das ist eine Figur aus dieser Animationsserie Clone Wars. Die haben wir ja nur mal angefangen zu gucken, aber haben wir nicht wirklich geguckt. Ne? Also so zwei, drei Folgen. Aber da tauchte sie halt auch schon auf. Und es war natürlich spannend zu sehen, wie sie diese Figur, die es eben im Kanon gibt, aber nur in dieser animierten Serie, die dann sozusagen in Fleisch und Blut umzusetzen. Und wie gesagt, ich fand, das war eine sehr gute Folge, wurde auch von anderen. Und vor allen Dingen, man hat jetzt erfahren, wie das Kind heißt. Also wie Baby Yoda heißt. Nicht Yoda? Ja, das ist ein anderer. Ich dachte, es wäre einfach Yoda, ein Jung. Nein, das ist nur dieselbe Spezies wie Yoda. Ach so, hätte sein können. Dass das Yoda ist schon lange tot. Ich weiß nicht, ob das vorher oder später spielt. Ja, das sollte man schon wissen. Gott.
Sollte man schon wissen. Also was? Du hast Nietzsche nie gelesen? Ach, das ist nicht so schlimm, aber wie? Du weißt nicht, welche der Mandalorian spielt. Ja, wobei die meisten Tweets zu dem Thema hießen, für mich ist es weiter The Child oder Baby Yoda. Aber Grogu? Naja, jetzt weiß man halt, wie es heißt. Aber egal. Naja, interessant war, dass da eine, in der Folge gab es dann eben außer sozusagen den The Mandalorian, der ja immer da und The Child, gab es dann halt noch diese Ashoka, ich hab den Namen jetzt richtig, und dann gab es sozusagen eigentlich noch zwei weitere Charaktere, die es aber auch nur in dieser Folge gab. Mhm. Und der männliche Charakter, den sah ich so und dachte so, Mensch, der sieht aus wie Peter Weller. Peter Weller ist der Schauspieler, der Robocop gespielt hat. Mhm. Und ich finde, der sah ihm total ähnlich. Mhm. Und habe ich nachher mit Fotos, finde ich, kann man schon gelten lassen. Also Peter Weller sah, als er irgendwann mal so in dem Alter war, wie der Mensch da, schon eine gewisse Ähnlichkeit. Hab mir aber nicht weiter was gedacht über den Schauspieler. Dachte, es wäre halt irgendein Schauspieler. Gucke ich hinterher, Kyle Reese. Nein, nicht Kyle Reese, Michael Biehn. Bekannt geworden als Kyle Reese in Terminator 1. Mhm. Ne, in Terminator 1 wird ja auch ein Mensch aus der Zukunft in die Gegenwart geschickt, um Sarah Connor zu beschützen. Ach so, ja. Und das ist Kyle Reese, gespielt von Michael Biehn. Ah, okay. Und Michael Biehn war mal so die Stammbesetzung in den ganzen James Cameron-Filmen. Also in Terminator hat er gespielt, in Aliens hat er mitgespielt, in Abyss hat er mitgespielt, alles Cameron-Filme. Mhm. Und wo er auch mitgespielt hat, in The Rock, ne, also der Film mit Nicolas Cage und Sean Connery. Das war übrigens der zweite Film von Michael Bay, der ja später dann mit diesen Transformers und so, ne? Wo alles explodiert. Wo alles explodiert. Also Walk ja noch nicht, da war ja Alcatraz und... Ja, am Ende ein bisschen Explosion. Ja. Interessanterweise wusste ich gar nicht, der erste Film von Michael Bay war Bad Boys. Bad Boys. Genau. Ja. Und nach The Rock, sein dritter Film, Armageddon. Mhm. Und spätestens da war dann sozusagen sein Ruf als Action, Boom, Bust, Explosion, ja. Lens Flare und so weiter. Cool. Ja. Aber wie gesagt, Michael Biehn hätte ich jetzt nicht, den hätte ich jetzt überhaupt nicht erkannt. Mhm. Der hat auch irgendwie, ja, wie gesagt, damals so, ne, Terminator bis The Rock und so. Das war alles so in einem überschaubaren Zeitrahmen und dann war irgendwie lange Zeit nichts und jetzt haben sie ihn irgendwie später, als ich danach gegoogelt habe, ich dann Ankündigung gefunden, ja, Michael Biehn wird in der zweiten Staffel mitspielen von Mandalorian. Ja, hatte ich nicht mitgekriegt. Mhm. Gut. Ansonsten Shazam. Shazam ist auch ein Film. Richtig. Den ich aber nicht gesehen habe. Ja. Der Kleine wollte ihn unbedingt gucken. Ich meinte so, ihr habt den, okay. Wir haben den geguckt. Ja. Der Kleine so, oh, ich würde so gerne, ich sagte zu ihm, ich würde mal gerne wieder einen Film gucken. Nicht so nach dem Motto, erst ein bisschen Computerspielen zusammen und dann guckt er noch drei Folgen Prinz von Bel-Air, sondern ich dachte mir so richtig mal wieder einen Film gucken. Mhm. Und dann hatte ich so ein paar Vorschläge und dann kam er, aha, können wir nicht so wie statt ins Kino gehen? Ich so, ja, und dachte schon, jetzt will er irgendwie einen Film, der, was weiß ich, bei irgendeinem Streamingdienst 15 Euro kostet. Nö, er wollte Shazam gucken. Netflix, ne, oder? Nee, ist nicht Netflix. Also wir mussten bezahlen, und zwar Amazon Prime Video, interessanterweise 3,89 € kaufen. Mhm. Kann sie nicht leihen. Ja. Aber für manche Filme bezahlt sie zum Leihen schon 3,99 €. Leihpreis, ja, eigentlich, ja. Ne? Und war dann auch witzig. Die zeigen ja immer nur einen Preis an und dann gibt es da so weitere Kauf- und Leihoptionen. Und dann, ADSD. Ja. Und da stand, also bei manchen steht dann eben kaufen, leihen, HD, SD. Und da stand irgendwie kaufen HD 3,89, kaufen SD 3,89. Ich so, okay. Lass mich raten, welche Auflösung ich nehme. Naja. UHD, gibt es das auch? Oder gibt's das bei? Gibt es bei Prime auch, der aber nicht. Okay. Hm. Ne, das war jetzt nur mal das. Ja, und ich hatte auch schon immer Trailer und so ein bisschen wusste ich, worum es geht, aber letztendlich ist es eine Body-Switch-Komödie mit Superheldenfilm. Aha. Weil es geht ja darum, dass ein 14-Jähriger durch Umstände sich in einen Superhelden verwandeln kann, der dann aber sozusagen den Körper eines Erwachsenen hat. Mhm. Ist dann nicht, dass dieser 14-Jährige mit Umhang, mit Cape und Superheldenanzug, sondern dann macht's Flop und er ist dann eben ein Erwachsener. Mhm. Aber, ne,
innerlich halt ja, ja, immer noch das Kind, und das kennt man ja aus Filmen wie Big oder ja, hier, was weiß ich, 26 über Nacht oder, also gibt ja. Ja, ja, das ist eigenes Genre fast schon. Ja, Body-Switch-Komödien. Ja. Aber da speziell eben alt gegen jung. Also, ne, entweder ein Erwachsener im Kinderkörper oder ein Kind in einem Erwachsenenkörper. Davon gibt's ja, mhm, das ist ja nochmal ein Untergenre. Eben wie Big Mit. Gibt da sogar Films. Im Hundekörper gibt's ja auch noch. Ach ja, stimmt, gibt's ja auch noch. Naja. Da ist dann halt eben so, was macht denn ein 14-jähriger Junge, der ja entsprechend tickt, wenn er plötzlich Superheldenkräfte hat? Mhm. Das geht dann so ein bisschen auch in Richtung Hancock. Ne? So ein bisschen. Ja, interessant war, dass der eine Schauspieler. Was ist denn für eine Art? Also fliegt er ja, oder eigentlich Superman-mäßig? Superman, eigentlich Superman. Okay. Nur er muss erstmal rausfinden, was er kann und wie er das auslöst. Mhm. Weil, ne, am Anfang sieht er halt nur, ich bin groß und breit und irgendwann so. Ich habe viel Kraft und irgendwann ist dann aber mal, dass er, sag ich mal, mehr unbewusst schnell von A nach B will und dann echt so, puff, ist er da, also so flashmäßig und er dann so, oh. So, das kann ich also das auch. Kann ich, das ist so witzig, weil er hat dann natürlich, er hat einen Kumpel und der dann so Hyperspeed. Und ne, nachher machen sie richtig so eine Liste und probieren alles Mögliche aus. Dann sind sie in einem Supermarkt, der wird überfallen, ein Typ schießt auf ihn, die Kugel prallt ab und dann so, ah, kugelsicher. Und dann mach nochmal. Und dann schießen sie auf ihn und prallt alles von ihm ab. Und dann sagt sein Sidekick so, ist das der Anzug? Schießt mal auf sein Gesicht. Und er so, was? Und der eine, puff, auf sein Gesicht, passiert auch nichts. Okay. Also es, und jetzt springst du immer vom Hochhaus runter. So ja, ungefähr. Ja, also das passiert halt auch. Auch er weiß am Anfang nicht, ob er fliegen kann und er kriegt es auch nicht hin. Und nachher ist dann auch mehr, da ist es dann mehr so eine Notsituation, wodurch er dann merkt, dass er fliegen kann. Aber es sieht am Anfang so ein bisschen ungelenk aus. Ja. Ne? Also wie ein Mensch, der gehen lernt, muss er erstmal, ja, wie bestimme ich denn jetzt, in welche Richtung ich fliege und so. Mhm. Naja, da waren zwei Schauspieler bekannte oder relativ bekannte, John Glover, den ich auch schon seit Ewigkeit nicht gesehen habe, der hat diesen etwas schleimigen Typen gespielt in Scrooge, die Geister, die ich rief, ne, mit Bill Murray, da hat er eine kleinere Rolle, oder auch in Payback hat er mitgespielt, und der Bösewicht ist Mark Strong, den kannte ich nur aus Sherlock, dem ersten Sherlock-Film mit Robert Downey Jr. Sherlock habe ich nie gesehen. Ja. Aber wie gesagt, bei beiden musste, dachte ich so, kenne ich, und dann musste also ich sie auch. Also beides so irgendwie bekannt, aber nicht A-Liege. Ja, nicht ja. So, ne, überhaupt in dem ganzen Film sind es mehr unbekannt. Aber es macht tut dem Film keinen Abbruch. Wie gesagt, mal was anderes, ne, ist, ja, nicht so der klassische Superheldenfilm. Ja, und bei, jetzt habe ich hier die Frage an dich, Spinnenschinken oder Schinkenspinne? Ja, der Übergang ist jetzt gerade perfekt, von wegen nicht ein klassischer Superheldenfilm. Ich habe ja den Film zum Anzug angeguckt. Achso. Ja, letztes Mal ja schon davon berichtet, dass das bei Spider-Man Into the Spider-Verse Anzug gibt, was ich ja mittlerweile auch ausprobiert habe, der tatsächlich so ein bisschen niedrigere Framerate hat, das sieht dann also ein bisschen ungelenker aus. Mhm. Und das war auf Netflix irgendwie gerade. Into the Spider-Verse, den hast du ja wahrscheinlich schon gesehen. Ja, vor Ewigkeit. Ja. Dachte mir, gucke den mal an, der soll ja ganz gut sein. Ich fand den auch total witzig vor allen Dingen, also war echt lustig. Es geht ja um, also Miles Morales, mich interessiert das natürlich auch thematisch, weil ich ja gerade Miles Morales spiele. Ich finde das schon sehr interessant, wie unterschiedlich die Geschichten sind. Also du hast ja auch im alten Spider-Man, war Miles Morales ja auch schon da. Und das ist ja beides so, wie geht's überhaupt los bei ihm, ne? Und in beiden Sachen, Film und Spiel, ich will jetzt nicht spoilern, aber sterben total unterschiedliche Leute. Und also ganz andere Umgebung drumherum, und es gibt im Spiel ja auch keine andere Dimension, wo andere Spider-Mans in diese Welt kommen. In dem Spiel lernt er halt von Peter Parker so ein bisschen, so wie läuft. Peter Parker macht Urlaub in Europa und deswegen ist Miles dann unterwegs. Aber ansonsten vom Charakter ist es schon sehr ähnlich, ne? Also es ist Miles halt Miles. Das passt schon. Und in beiden finde ich auch, was auch im Spiel da sich jetzt erst gut hingekriegt haben, wie hölpen er anfangs ist. Dass er irgendwie gar nicht klarkommt, so von wegen sich von A nach B zu schwingen, und das sieht alles total ungelenk aus. Und ich habe mal gedacht, ich könnte mir vorstellen, das wollten sie mal einen Film von machen, haben sie gesagt, oh nee, das Budget werden wir nicht haben in dem Film, das müssen wir als Zeichentrickfilm machen.
Mir kann dieses Spider-Woman, ist das auch, hat sie das Gesicht einer bekannten Schauspielerin oder meine ich das nur? Also irgendwie meinte ich, das Gesicht schon mal irgendwie irgendwo gesehen zu haben. Ja, aber ich finde, wie gesagt, die Geschichte ist toll erzählt und was, dann gab es auch Spider-Schwein, das fand ich. Und das ist ja, wusste ich ja, du weißt das garantiert, weil du bist ja in diesem ganzen Universum unterwegs, also es schon viel, viel länger gibt als das echte Spider-Schwein, ne? Also diesen Comic mit diesem Spinnenschwein halt. Die gibt's also schon extrem lange irgendwie. Ich fand das ganz, wieder, die Dialoge sind einfach witzig und auch das, was so passiert und wie unbeholfen er ist und das ist gar nicht so sehr klar, es gibt diesen typischen am Ende so, alle kämpfen gegen Bösewicht, wie das bei Superheldenfilmen immer ist und Spoiler, das Böse gewinnt nicht, das kann man glaube ich schon spoilern, das wird jetzt nicht überraschen. Ja, war einfach echt sehr witzig, auch der Alternativ-Spider-Man, der da ist, voll die Wampe hat und gar keinen Bock und so, ist schon echt cool gemacht. Ja, das geht halt zurück auf diesen Gedanken, als es losging mit diesen ganzen Superhelden-Comic-Serien, da gab es dann halt auch so, ja, immer so alternative Welten, ja, Storylines. Gerade wenn sie sagen, okay, der letzte Film war scheiße, wir müssen aber, was da passiert, das müssen wir zurückdrehen. Ja, ne, und dann wurde einfach gesagt, ach, diese Story spielte jetzt einfach in einem alternativen Universum und in Wirklichkeit ist das hier das richtige Universum und da geht die Geschichte so weiter. Und so kann man dann halt sich alles so zurecht. Und das wird nämlich interessanterweise, auch du sagst ja, Miles Morales muss den Job übernehmen, weil Spider-Man in Europa ist. Und das ist ja quasi der Film Spider-Man Far From Home. Achso, das gibt es auch nochmal als Film. Ja, es gibt, das ist sozusagen der neueste Spider-Man-Film, ist Spider-Man Far From Home, wo er mit seiner Schule, mit seiner Schulklasse halt eine Klassenreise durch Europa macht. Und da dann einem... Achso, habe ich die sogar gesehen? Mit diesen Drohnen und den Holo... Nachher waren sie irgendwie in den Fahrstuhl, ne? Irgendwann musst du aus dem Fahrstuhl retten? Das war ein Spider-Man? Nee, das ist war es im Spiel, im Homecoming. Ersten Teil? Nee. Kann auch sein. Also wie gesagt, in Europa, sie sind in Venedig und noch irgendwo und so weiter und so fort und da kämpft er einmal gegen das Wasserwesen und also die habe ich auch nicht gesehen. Nee. Und da ist nämlich auch das Thema, weil da einer sagt, er wäre aus einem anderen Universum und was dann Spider-Man so freudestrahlend aufnimmt, weil er dann hofft, dass in irgendeinem parallelen Universum Iron Man noch lebt. Achso, weil er ist tot. Ja, der ist in Endgame gestorben. Achso. Ne? Und das nimmt er sich sehr zu Herzen. Ist Endgame nicht Marvel? Ach ja, Iron Man ist auch Marvel. Und ich dachte, die werden irgendwie losgelöst voneinander. Und ja, Spider-Man hat halt diese, Spider-Man ist schon Marvel. Ja. Aber Sony hat die Rechte. Achso. Und deswegen erscheint... Spider-Man ist ja auch nur New York. Und die anderen auch, ne? Ja, ja. Weil Avengers New York. Turm habe ich auch gesehen im Spiel. Ja. Irgendwie dieses große A. Das ist das Arbeitsamt, aber wahrscheinlich das Avengers-Turm gewesen sein. Ja. Also wie gesagt, dieses Thema mit den parallelen Universen und parallelen Welten und Welten, in denen sozusagen alles so ist wie in unserer Welt, nur, was weiß ich, irgendein Kriterium ist anders. Ja, allein die Tatsache, dass es überall einen Spider-Man gibt, ist ja schon irgendwie so sehr, sehr ähnlich alles, ja. Gut, hast du noch? Nur noch eine traurige Nachricht, dass WASD aufhört. Stimmt, du sagtest, also nicht mehr als Print, ne? Ja, also ich habe fast gefühlt, ich bin sowieso der einzige Leser. Also das ist tatsächlich relativ dicke Schinken, die alle Vierteljahr immer rauskommen, die eben immer irgendwelche Spielethemen zum Thema haben. Ich glaube, es ist jetzt die 18. Ausgabe, die jetzt rauskommt, ist dann auch die letzte. Also die letzte gedruckte. Genau. Und also was dann genau passiert, weiß ich nicht. Sie haben irgendwie gesagt, sie wollen, das wäre Zeit, sich was Neues zu überlegen und so weiter. Es ist, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, aber es ist halt, also angemessen, aber es ist halt ein dickes Büchlein. Es ist nicht so, mehr eben kurz 5 € eine Zeitschrift mitnehmen, sondern es ist schon, du musst ja auch, kannst ja nur online bestellen und so weiter. Deswegen glaube ich einfach, dass da relativ wenig Leser sind, vielleicht auch sehr viel Aufwand, den die da betreiben. Und sie haben es dann nicht reingeschrieben, aber ich glaube schon, dass es irgendwie sich einfach auch nicht trägt auf Dauer mehr oder so. Ja, ich habe dann auch, also ich habe auch Ausgaben, wo ich dann echt nicht mal ein Viertel gelesen habe, eben weil es so viel auch ist, ne? Aber trotzdem ist es, ist halt handwerklich echt gut gemacht und wie gesagt, das ist immer ein Thema komplett abgehandelt in so einer Ausgabe. Ich hoffe ja, dass ich habe ja geschrieben, dass ich irgendwann bei, wie heißt das? Lieb und teuer? Nein. Wie heißt diese komische? Vares Ferraris. Vares Ferraris, die irgendwann mal ganz viel Geld wert ist, weil ich der Einzige bin, der die komplette Kollektion hat. Ja. Das weiß ich nicht. Aber ja,
Also wie gesagt, die hören jetzt auf, mal gucken, was dann danach kommt, aber ja, mal schauen. Ich glaube, online ist das glaube ich schwieriger, weil online gibt es natürlich auch so viele, gerade so Gaming-Seiten gibt es ja noch und nöcher und bis zum geht nicht mehr. Also vielleicht könnte ich mir vorstellen, wenn sie wirklich so in Richtung Video gehen, ich weiß nicht, ob die das können. Ne? Mhm. Also da gibt es ein paar, die ja auch sehr erfolgreich sind, wo wirklich Reportagen quasi in der Gaming-Industrie machen. Aber sonst, ich warte mal ab. Eine Ausgabe gibt es ja noch. Gut. Du sagtest, das war's? Sagte ich nicht, aber das war's. Ja, fast. Du kannst mir nicht Sachen in den Mund legen, die nicht stimmen. Du hast das Ende angekündigt. Dafür quäle ich dich jetzt mit Fußball. Ja. Ja, wir haben einen neuen Verteidiger. Der Hamburger Fußball ist im Moment wirklich... Ach, hat der HSV auch verloren? Hat verloren, ist nicht mehr Platz 1. Wir auch nicht. Nicht ganz. Sagen wir so. Sind wir auch jetzt sind wir auf nee, Vorletzter. Ja, siehst du, Letzter wird gut. Schwierig. Die hinter euch, die... Das waren 3 Punkte auch nur. Ja, stimmt. Also so schwierig ist das nicht. Ihr arbeitet euch dran. Ja. Also im Moment ist das wieder so spiegelsymmetrisch, ne? Zweiter, Vorletzter. Mhm. Das ist der Fluch des Derby-Sieges. Na gut, davor ließ ja auch schon nicht super, aber es ist irgendwie, in der ersten Liga war es ja genauso. Haben wir gegen HSV gewonnen und dann ging es nur noch bergab. Ja, gegen Osnabrück. Ja, eigentlich gut gespielt. Also ich habe selber nicht gesehen, aber was ich so gelesen habe, sehr, sehr gut gespielt. Und was ich gesehen habe, war das Tor. Und das war wohl die einzige Halbchance, die Osnabrück überhaupt nur hatte. Und das Ding ist dann reingegangen. Also, ärgerlich. Ja, gut. Aber wir haben einen neuen, ich habe es mir aufgeschrieben, hier steht es aber nicht, neuen Abwehrspieler. Heute zum Training. Also, es ist einer zum Training erschienen. Aber der ist eingestellt, weiß ich nicht. Also, der ist vereinslos. Gebürtig, Pole, hat zuletzt in Portugal gespielt, 25 Jahre, irgendwie 1,85 groß, ja gut, Verteidiger ist ja dann nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich, ne? Den Namen, wir vergessen, den sagt mir auch nichts, also irgendwann merke ich mir hoffentlich, wenn er dreimal so richtig geil gespielt hat, ich das gesehen habe, aber bisher weiß ich es noch nicht, war auch heute erst so spontan in Twitter. Ja, mal nach Abwehr könnte vielleicht. Obwohl, wie gesagt, gerade beim Osnabrück-Spieler sonst, also davor die Spiele war ja immer so, ja, Tore geschossen, aber hinten zu viel reingekriegt. Und Osnabrück war es eigentlich wohl ganz gut mit der Abwehr, aber na. Na gut. Shit happens. Wie lange, wann beginnt die Winterpause? Spielen die Bundesliga? Die haben jetzt, die haben getwittert, eine Woche Trainingslager. Also muss ich jetzt ja irgendwie schon, das sind Länderspiele immer wieder oder sowas? Das weiß ich nicht. Ich habe heute gerade gelesen, Löw hat mit dem, weiß ich nicht, DFB heute getagt, er bleibt wohl. Ach stimmt, da war ja auch noch was. Ja, ach, stimmt ja. Ja. Nee, das war's bei mir. Bei dir gibt es ja wahrscheinlich eh kein Fußball. Nee. Aber du hast ins Hotel noch nie gesehen. Das fand ich ja echt schlimm. Ja, du hattest nur davon erzählt. Ja, aber dass du das noch nie gesehen hattest. Du hast ihn ja selber jetzt geteilt, deswegen hast du ihn ja mittlerweile auch nicht. Ja, weil jemand anders in einem Podcast, der Hoaxmaster war irgendwo bei Wildmix und irgendjemand sprach auch von Hotel und dann sagte der genauso wie du sie auch immer machst, genau ins Hotel und ich so, oh nein, jetzt fängt er auch noch an. Gut, aber machen wir erstmal einen sauberen Übergang. Kommen wir jetzt erstmal zum Real Life. Ja, ist es doch. Obwohl, wer fasst auch noch Fernsehen und gesagt, nee, lass jetzt mal das. Ist alles verloren. Ja, ich habe jetzt viel zu erzählen. Mhm. Hold. Kann ich lange schon mal einkaufen? Geh mal einkaufen. Also, ich kann ja mal versuchen, ein bisschen schneller zu sprechen. Also, Pumpe war ja noch offen. FI-Schalter. Ursache ja, für den Rauschbegel. Also die im Schlot im Garten quasi Pumpe. Genau. Ja, also wir hatten ja festgestellt, sie ist schuld. Mhm. Mein Nachbar hat eine neue bestellt, die kam am Tag der Veröffentlichung und am nächsten Tag, am Mittwoch, haben wir uns dann verabredet zum Einbau. Mhm. Ja, war dann eigentlich gar nicht so schwer, weil, ne? Passt auf, ich sollte mit den Schläuchen wieder irgendwie zur Seite. Ja, das war alles nicht. Mhm. Das Problem war, dann hatte irgendwie mein Nachbar den Ehrgeiz, die in den Schacht reinzupacken und noch irgendwie einen Stein unterzulegen, damit sie nicht direkt im Schmodder steht. Dadurch war sie aber einen Tick höher und dadurch, dass das ja so ein fast schon ein rohrartiger Schlauch war,
hat er dann versucht, da zu würgen und zu machen und zu tun mit dem Erfolg und der Siegerehrung, dass er dann die Pumpe halbwegs wieder kaputt gemacht hat. Also da ist halt so eine Außenverkleidung, die man abnehmen kann. Da ist der Schwimmer hinter und das war alles dann auseinander und dann mussten wir sie wieder rausnehmen komplett, weil er da unten einen dunklen sie nicht zusammenbauen konnte. Dann habe ich sie wieder zusammengebaut, haben wir sie wieder rein. Sie hat dann auch, sobald sie Strom gekriegt hat, obwohl nicht viel Wasser drin war, lief sie auch sofort. Mhm. Ne? Also die. Dann habt ihr auch gesagt, scheiß auf viel Schmodder, wir lassen sie jetzt ganz gut. Ja, das. Mhm. Ne, das kann die schon ab. Und dann hat sie sich wieder ausgeschaltet. Und dann haben wir aber auch noch mal, was weiß ich, 5, 6 Gießkannen da reingeschüttet, um zu gucken, ob sie noch mal anspringt. Mhm. Tut sie. Und damit war das Thema dann erledigt. Mhm. Ne, also das Thema ist jetzt durch. Die Sicherung geht nicht mehr raus. Ich habe irgendwie vergessen. Wofür war die noch mal eigentlich gut? Drainagepumpe. Ah, Drainage. Okay. Genau. Mhm. Ne? Und die war uns übrigens auch schon ein paar Mal kaputt. Beim Neubau hier. Oh, das ist ja nicht so gut. Ja gut, das kostet mich ja zum Mieter nichts. Ja. Ja, ich habe dann auch nochmal mit meinem Nachbarn, der halt also Elektriker mehr oder weniger gelernt hat, weshalb er ja seine Hauselektrik auch selber gemacht hat, weshalb sie ja an die Pumpe an, ja. Meine. Ja, hat dann irgendwie, habe ich ihnen erzählt, dass ich ja so relativ wenig Sicherung habe. Also ich habe mit dem FI 15 Sicherungen. Er sagt, er hat 21. Ne? Er hat halt fast alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, hat bei ihm eine eigene Sicherung. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich bin ja auch am Überlegen und dann haben uns jetzt mal so vage verabredet, irgendwann mal, dass er sich vielleicht mal meinen Stromschrank anguckt, weil das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit dem Pi-Hole. Ich habe da einfach nur zu viel Respekt vor, wobei man natürlich da wirklich vorsichtig sein würde. Ne? Aber er meint, das ist halt, da sind ja diese Schienen, da sind ja diese Sicherungsautomaten dran und da laufen die ganzen Kabel rein und es ist jetzt eigentlich keine so große Herausforderung zu sagen, so, man setzt jetzt selber noch ein paar Sicherungsautomaten rein und ich habe mal einen 10er-Pack Sicherungsautomaten gekauft, weil der Lütte mit sowas spielen wollte. Ja, und die, also ich habe, so gesehen habe ich 10 Sicherungsautomaten, die müssten wir dann nur einsetzen, also mechanisch auf diese Stromschiene setzen und dann müssten wir Kabel irgendwie aus irgendeiner Sicherung rausnehmen und stattdessen in eine andere Sicherung stecken. Ja, natürlich, dass du da in einer Ader bist, die eben nicht gesichert ist. In dem Problem ist natürlich, dass du mit einer Ader arbeitest, die natürlich nicht an der Sicherung hängt. Wenn du die auf beim Eingang quasi anklemmen möchtest. Hey. Du willst ich will ja einfach nur zusätzliche Sicherung einsetzen. Also du willst die Sicherung hinter der anderen Sicherung noch zusätzlich, also danach in Reihe schalten quasi. Nein. Aber dann hast du, du nimmst also das, was... Mh. Ich habe eine Sicherung. Und ja. Ich habe eine Sicherung und da steht dran blibla blub. Also da gehen bestimmt 3, 4 Adern rein. Ja. Und dann will ich die von den 3, 4 Adern, sage ich mal, 2 rausnehmen und in eine andere Sicherung stecken. Ja, aber das ist ja zur Sicherung hin. Ja. Und die ist ja nicht gesichert, dass wenn du darin rumhantierst und da passiert was, dann brutzelst du ja relativ lustig. Das meine ich nur. Weil, meinst du, weil das unter Spannung steht? Ja. Ja, dann mach ich den Hauptschalter aus. Ach so, ja. Ja. Wir haben einen richtig schönen Hauptschalter. Okay, ihr habt so einen richtig fetten Kork. Richtig. Der ist, wenn ich den ausmache, ist alles dope. Okay. Dann geht gar nichts mehr. Okay. Dann kann ich dahinter machen, was ich lustig finde. Okay. Keine Sorge. Gut, also, ne? Also, falls keine Sorge, mach wenigstens ein Video davon. Also, Check 1, Pumpe. Mhm. Nächster Punkt. Radiator. Hä? War es kein Radiator? Du hast irgendwas mit einer Heizung gehabt, oder? Ja, das ist ja kein Radiator. Also, am Dienstag. Am Dienstag kam der Klempner. Ja. Wegen 2 Sachen. Erstens, weil unsere Heizung ja so gluckerte. Also der Heizkörper gluckerte und ich habe selber nicht geschafft, ihn zu entlüften. Mhm. Und also nicht geschafft, weil einfach kam keine Luft raus? Oder nee, kam keine Luft raus. Okay. Also ich habe so einen Schlüssel, habe ein Gefäß untergehalten, habe gedreht und es kam sofort Wasser. Mhm. Dann hatte ich irgendwo gelesen, Umwälzpumpe ausschalten, da das ja so ein Monolith ist, hätte ich die ganze Heizung ausschalten müssen. Und dann war ich irgendwie auf dem Spitzboden, hatte ich ja gesagt, dass der Druck schon wieder weg ist. Dann habe ich sie ja aufgefüllt und dann ging der Druck wieder weg und dann habe ich sie wieder aufgefüllt, also so im 14-Tage-Rhythmus. Mhm. Und dann hatte ich ja wieder Sorge, dass es schon wieder dieser Druckausgleichsbehälter ist, der ja aber vor gar nicht so langer Zeit schon getauscht wurde. Mhm. Trotzdem verliert die Anlage Wasser, was ja nicht so ein gutes Zeichen ist. Und dann hatten wir ja diesen Termin, der ursprünglich nur war für Heizung entlüften und Wasserhahn tauschen, weil der Wasserhahn in der Küche hat so eine rausnehmbare Brause mit einem Schlauch dran und der Schlauch ist über die Jahre porös geworden. Mhm. Deswegen sammelte sich dann unter dem Waschbecken Wasser, also da unter. Mhm. So, und dann kam er, um den neuen Wasserhahn anzubauen und mal nach der Heizung zu gucken.
Ja, und dann habe ich ihm das halt gesagt, so hier Heizung, immer Wasser weg und Heizkörper gluckert und dies und jenes. Und dann hat er alles mal gemacht, Heizung an, aus, selber nochmal aufgefüllt. Und er meinte, dann irgendwo gegen diesen Druckausgleichsbehälter geklopft. Ne? Also wenn der voll Wasser ist, was er ja nicht sein soll, dann würde man das ja hören. War aber nicht. Mhm. Und er meinte, ist der Zeiger denn langsam, wenn ich nachgefüllt habe, gestiegen? Ich so, ja. Meinte er, ja, dann ist das nicht der Behälter, weil der macht's, dann springt der sofort hoch. Und das fiel mir dann auch wieder ein. Mhm. Als der kaputt war und ich habe Wasser nachgefüllt, habe ich den Hahn, den Zufüllhahn ein bisschen aufgemacht, zack, sprang er wieder hoch, war aber in 0, nichts auch wieder unten. Mhm. Also nicht sofort, aber zeitnah. Naja, er hat dann gesagt, tja, weiß er auch nicht so genau, vielleicht irgendwie Luft im System, hat dann nochmal irgendwelche Überdruckventile zugeschraubt oder auf oder was auch immer, hat an der Heizung auch selber versucht, weil so ein bisschen gluckerte sie doch vor sich hin, hat er versucht, sie zu entlüften, auf der einen Seite kam auch nur Wasser, hat er irgendwie auf der anderen Seite beim Thermostaten was gemacht und da wohl ein bisschen Luft rausgelassen, aber wie gesagt, es war nicht so ganz klar, was nun mit der Heizung ist und was nicht, aber sie funktionierte ja. Mhm. Gut, also weiter beobachten. Dann hat er den Wasserhahn angebaut, war natürlich ein Riesenkrampf, ne? Kann man sich ja vorstellen, so eine Armatur in der, ne, im Küchenschrank abbauen, ist ja nicht so lustig. Hatte aber alles geklappt und ich musste dann ja los zur Werkstatt. Nächstes Thema. Ja. Abends komme ich dann nach Hause und irgendwann merken wir so. Aber er war nicht mehr da, logischerweise. Nein, nein, er war nicht mehr da. Irgendwie abends merken wir so, Heizkörper kalt. Ich auf den Spitzboden geguckt, Heizungsanlage irgendwie dümpelt so vor sich hin, temperaturmäßig. Ich mach die Klappe auf und wir haben ja so eine Uhr, mit der man so eine Nachtabsenkung programmieren kann. Mhm. Dass die Heizung nachts ein paar Grad runterfährt, weil selbst wenn die Heizkörper, du hast ja keine Lust, durchs ganze Haus zu gehen und die Heizkörper zuzudrehen, dann kannst du der Heizung sagen, so, warte ich, 23 Uhr, Schlafenszeit bis, warte ich, 5 Uhr morgens aufwachen. Mhm. Und dann legt sie sich so lange schlafen, also fährt einfach alles runter. Dann kannst du den Heizkörper aufdrehen, wie du willst. Er wird halt nicht richtig warm. Muss er ja nachts auch nicht. Mhm. Die Uhr zeigte nur noch Zahlensalat. Aha. So, habe ich die resettet, hat sie nur noch wild geblinkt. Also ließ sich nicht mehr stellen und natürlich auch nicht mehr programmieren. Mhm. Und dann ist natürlich klar, wenn dann die Heizungsanlage nicht sozusagen, was ist denn nun Tag oder Nacht? Und dann habe ich, hast du aber so einen Schalter, wo du sagen kannst, es ist Tag, es ist Nacht. Oder die Uhr entscheidet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es ist Tag. Mhm. Und zwar 24 Stunden ist Tag. Ja. So, dann funktionierte sie wieder, hat wieder geheizt, alles gut. Dachte mir aber auch schon, naja, ist wahrscheinlich hier bei den Ein-Aus-Geschichten passiert, ne, dass die dabei irgendwie einen mitgekriegt hat. Ist halt alles nicht mehr so. Nächsten Morgen, ich will unten in der Küche abwaschen und denk so, so richtig heiß ist das Wasser aber auch nicht. Hat er vielleicht irgendwie da irgendwie die, ne, bei dem neuen Wasserhahn kannst du bei jedem Wasserhahn irgendwie kalt und warm regeln. Ja. Du hast ja so die zwei Eckventile. Dachte mir, geh mal ins Badezimmer, da weißt du, wie heiß das Heißwasser ist. Mhm. Auch nicht so richtig heiß. Ich auf den Spitzboden, wieder die Heizung angeguckt, da wo die Temperatur eigentlich steht, EA und so ein Symbol mit so einem Warndreieck leuchtet rot. Eingabe, Ausgabe. Ja, Eingang, Ausgang, meine ich. Error allgemein heißt. Ach so, schade. Ja, ist allgemeiner Fehler, ne? Mhm. Und diese rote Taste, also es ist halt so eine Taste, die gleichzeitig eine Leuchte ist und die leuchtet rot und hat so ein Warndreieck-Symbol. Mhm. Und ich so. Also wie beim Auto, wenn das leuchtet, dann solltest du Motor aufschalten und zur Werkstatt. So, und ich dann einmal so, Anlage aus, Anlage an. Have you tried turning it off again? Ne? Ja. Nichts passiert. Und wie gesagt, dieser Knopf ist eben auch eine Taste und ich so. Drück, und dann hörtest du in so tick, 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 puff. Alles in Ordnung. Mhm. Ist der, ne, sie hat dann gezündet. Ja. Ne, also die hatte irgendwie einen allgemeinen Fehler und ja, hat dann nicht gezündet. Wahrscheinlich eine Gasheizung, ne? Du ist sagst, eine Gasheizung. Ja gut, deswegen wahrscheinlich auch von wegen, ich schalte mich lieber erstmal ab, wenn ich nicht weiß, ja, wie groß ist. Ja, genau. Und ich dann so, na, scheiße, egal. Läuft ja wieder. Ich gesagt, wunderbar. Bin bei der Arbeit, ruft meine Frau an. Sie war zufälligerweise auf dem Spitzboden. Es tropft aus der Heizung. Ich so, alles klar. Aufgelegt, Heizungsfirma angerufen, denen gesagt, es tropft aus unserer Heizung. Und es war dies und das und jenes. Wäre super, wenn noch jemand kommen könnte heute. Nach Hause gefahren, als sie zu Hause ankamen, hatten die zurückgerufen, meinten, ja, es kommt noch einer. Der kam dann auch, was weiß ich, 4:45 kam dann jemand.
hat dann die ganze Kiste ausgemacht, aufgeschraubt. Also ich hatte dann mich auch mal unter die Heizung gelegt und hatte nur gesehen, dass innen drin nochmal so eine Metallverkleidung ist und da sahst du, bildeten sich so Tropfnasen. Mhm. Meine Frau hatte dann eine Schüssel untergestellt. Das war jetzt nicht Sturzbäche, aber es ist nun mal nicht im Sinne des Erfinders. Ein geschlossenes System. Ja, ja, es ist, da hat kein Wasser raus. Ich war dann überlegen, ist es die Umweltpumpe, sonst irgendwas, aber es war halt dieser innere Kasten, da tropfte irgendwie Wasser runter. Mhm. So, der hat dann da alles abgebaut. Also, ne, die Außenhülle ist ja erstmal so ein Blech, was du nur abbaust. Dann hat er halt auch den Brennraum, ist halt nochmal was davor. Und das war geil, weil ich habe noch nie so eine Heizung gesehen. Was passiert da? Also ich weiß, da geht Gas rein und Wasser und Strom und Feuer wird gemacht und Wasser wird gekocht und irgendwie macht das mein Haus warm. Und das Witzige ist, er hat dann diese Verkleidung abgemacht und dann sieht das aus wie so ein Gasgrill. Mhm. Ne? Also da ist quasi eine rechteckige, waagerechte Fläche, die sieht aus wie ein Gasgrill. Mhm. Dann kommt irgendwie 15, 20 Zentimeter nichts. Und dann kommt etwas, das sieht aus wie so ein Kühlkörper. Mhm. Das ist der Wärmetauscher. Mhm. Da läuft ein Rohr in mehreren Schlangen durch. Und dann sind da natürlich so Metallrippen, weil du natürlich möglichst viel von dem Feuer, also von der Wärme des Feuers, was da unterbrennt. Weil Luft ist ja eher schlecht zum Wärmeleiten. Soll natürlich möglichst viel da reingehen. Und du sahst auch den Zünder da, also in der Ecke war dann so ein dicker Draht, wo du wusstest, aha, der macht den Zündfunken und so. Naja, und dann sah man schon, dass so einige Kühlrippen so ein bisschen verfärbt waren. Ja, und dann, da tropfte das Wasser raus. Das heißt, der Wärmetauscher war durchgerottet. Mhm. Und dann ergab das natürlich alles einen Sinn. Also wahrscheinlich war das der schleichende Wasserverlust. Ja. Weil wenn da natürlich erstmal so ein mikro winzig kleines Loch sich durchfrisst, dann kann natürlich, gerade wenn der Brenner an ist, was weiß ich, dann, ob das Wasser da raustropft oder verdampft, und dann vielleicht sogar Wasserdampf ins System eindringt, dann einen Überdruck auslöst, weil, wie gesagt, der andere hatte ja gesagt, ja komisch, hier Überdruckventil, da steht Wasser drin, da hat eigentlich kein Wasser drin zu stehen, ich drehe das mal zu. Mhm. Und wahrscheinlich ist dauernd über das Überdruckventil Wasser rausgegangen. Dann hat er das zugedreht und dann hat das Wasser gesagt, du, pff, ich finde einen Weg. Und dann ist es halt über den Wärmetauscher raus. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, gut, also ist nicht schön, aber die Heizung funktioniert ja trotzdem. Mhm. Ne, es wird jetzt nicht irgendwie, also ich dachte nicht, dass es irgendwann irgendwie platzt und er meinte so, ich meine, wie viel Wasser kann denn da theoretisch rauskommen? Zum unserem Glück ist ja die Heizung auf dem Spitzboden. Mhm. Also er meint so, 10, 15 Liter kommen da vielleicht raus. Meine ich, okay, dann stellen wir da was unter, wo 10, 15 Liter reinpassen. Das Problem ist, weil die Anlage so alt ist, ist es mit den Ersatzteilen. Also als ich das mit der Uhr, hatte ich den ja auch schon gesagt, meinen sie, ja, wird schwer, da noch ein Ersatzteil zu kriegen nach fast 20 Jahren. Ne? Aber die Uhr ist auch erstmal nicht lebenswichtig, aber ich hätte nicht gerne so lange so einen tropfenden Wärmetauscher. Und das war, wie gesagt, am Mittwoch und am Freitagvormittag haben sie dann einen neuen Wärmetauscher eingebaut. Mhm. Ne? Ja, und das erzählte dann meine Frau, da kam eben vormittags wiederum der den Wasserhahn und so getauscht hat. Das ist sozusagen unser Stammmitarbeiter, ne? Also die haben ihr Gebiet so eingeteilt und so. Der andere war wahrscheinlich der noch sich bereit erklärt hat, nach Feierabend nochmal loszuziehen. Der fragte mich dann so, wo kriegt man denn hier in der Nähe gutes Essen zum Mitnehmen? Und im ersten Moment wusste ich gar nicht, was er von mir wollte. Und ich so, Petzold-Tweete, griechisch, wenn sie Gyros mögen. Da habe ich noch nie, hatte ich immer machen sollen, als ich bei euch gewohnt habe. Habe ich davon gehört, dass sie sehr gut sein sollen. War ich froh, dass ich ihm noch einen guten Tipp geben konnte. Naja, und das Witzige war, ich war ja bei der Arbeit am Freitag und dann meinte meine Frau hinterher, unser Stammklempner kam, hat den neuen Wärmetauscher eingebaut, ist wieder gefahren und rief an und sagte zu meiner Frau, kennen Sie das? Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den Herd ausgeschaltet haben, mir geht das gerade so mit Ihrer Heizung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die eine Schraube angebaut habe. Ich komme noch mal vorbei. Und dann kam er noch mal wieder und hat alles noch mal so weit, weil ich war ja nicht dabei, ne, so weit auseinandergeschraubt, dass er gucken konnte. Ja, war natürlich. Also war alles in Ordnung. Er hat alles richtig zusammengeschraubt. Aber so wollte er nicht ins Wochenende gehen. Finde ich ja auch super, ne? Ja, und nun läuft unsere Heizung. Und ich habe echt das Gefühl, dass die Heizkörper jetzt mehr powern als vorher. Das kann natürlich auch an dem geänderten Wetter liegen. Aber, und er hatte dann auch gesagt, ich soll noch mal nach dem Wasser gucken, weil natürlich, ne, für den Wärmetauscher musste er ja so die Hähne zudrehen und dann kommt ja vielleicht doch ein bisschen Luft ins System. Ach so.
aber der Zeiger vom Wasserdruck steht wie festgenagelt auf so etwas mehr als eins. Und das war auch eine interessante Information. Er meinte, weil die oben ist, muss da auch nicht mehr Wasser rein, weil das fängt bei null an, dann kommt nach einem Drittel oder so kommt eins, dann kommt zwei, dann kommt drei und so bei 1,3 beginnt so ein Streifen. Und ich habe immer nur aufgefüllt bis zur untersten Grenze von diesem Streifen, weil mir das mal so gesagt wurde. Ja. Und er hat gesagt, ja, weil ihre Heizung hier oben ist. Also nicht gegen die Schwerkraft an. Richtig. Muss. Ja. Deswegen reicht es völlig, wenn sie bis zum untersten gehen. Wenn sie jetzt im Keller wären, dann müssten sie ein bisschen mehr Power geben. Ne? Ja. So, gut zu wissen. Und wie gesagt, ich gucke jetzt regelmäßig nach der Heizung. Und das ist halt das Problem. Du verlierst natürlich das Vertrauen. Ja. Weißt du, du lebst jahrelang in dem Haus und machst dir keine Gedanken, lässt ab und zu jemanden zur Wartung kommen und füllst alle halbe Jahre mal ein bisschen Wasser nach. Aber wenn sowas passiert, dann bist du natürlich ständig so mit der Hand am Heizkörper. Na? Warm genug? Ich finde es ein bisschen lau. Ich gehe mal auf den Spitzboden und guck mal nach. Und dann machst du die Tür auf und betest, dass da nicht EA steht, sondern irgendeine zweistellige Zahl. Ne? Ja. Das dauert jetzt eine Weile, bis wir dann wieder Vertrauen haben. Ja. Check 2. Dann hatte ich ja noch mein Auto. Ja, du hast ja immer noch ein Auto. Aber das wollte er nicht mehr laden. Ja. Ja. Und das war so von der reinen Werkstattgeschichte unspektakulär, ne? Auto hingebracht. Das war genau das, was er gesagt hatte. Ja, ja. Er hat aber auch von vornherein gesagt, am Dienstag, dass ich ihn am Mittwoch abholen kann. Also eigentlich sozusagen keine Chance, ihn am Dienstag abzuholen. War mir auch egal. Nur dann kam der Knüller, dann war ich da und das ist ja Friedrich-Ebert-Damm. Ja. Und dann war ich überlegen, wie komme ich jetzt zur Arbeit? Bus und Bahn? Kein Bock. Moja, och nö, ich habe mal wieder Bock, ein anderes Auto zu fahren. Car2Go, ist das da? Schernau. Ja, klar. Also, ja. Das Gebiet ist noch Schernau und da stehen eigentlich immer reichlich Autos drin. Und da habe ich so auf der App geguckt und dann hieß es, da steht ein Smart, relativ weit weg, da steht eine A-Klasse vorm UCI-Kino. Und ich so, ach, so eine neue A-Klasse? Automatik? Warum nicht? Hätte ich mal Lust zu fahren. Ich dahin gedackelt, der App gesagt, hier mieten, Auto geht auf, ich steige ein, App zeigt noch an, ja, Schlüssel befindet sich im Handschuhfach. Ich mache das Handschuhfach auf und dann hat er so eine Halterung. Ich ziehe den Schlüssel raus, gucke den Schlüssel an und denke so, was soll ich mit dem? Weil das Ding hat natürlich auch einen Start-Stopp-Knopf. Ach so. Den Schlüssel brauchst du eigentlich nur, wenn du parken willst. Ach so. Sonst brauchst du den Schlüssel nicht. Gut, ich den Schlüssel erstmal wieder zur Seite geschmissen. Ich so, aha, Start-Stopp-Knopf gedrückt, wird. Motor springt an, Auto springt an, ne, so zwei riesige Displays, also der Tacho und so ist ein großer Breitbildschirm, daneben nochmal ein Breitbildschirm für Navi und so. Dann waren die Spiegel rangeklappt, klappten nicht von alleine auf, wie bei mir. Musste ich erstmal, gut, das ist ja intuitiv, ne, das ist Fahrer, Tür, Armlehne, geguckt, da ist so ein Knopf gedrückt, Spiegelklappen raus, kein Problem. So, dann wollen wir losfahren. Ich gucke zur Mittelkonsole. Kein Wahlhebel. Achso, ich dachte, sie haben Bremse noch. Ja, über die hätte ich mir dann später Gedanken gemacht. Aber erstmal wollte ich überhaupt einen Gang einlegen. Und ich so, es ist am Lenkrad, ne? Ich bin dann den Wagen auch mal gefahren. Ja. Ja. Und ich so, schöne Mittelkonsole. Schöne, lederbezogene Handablage. Davor so eine Art Trackpad. Tasten. Das Ding sieht auch so fast aus, als so ein komischer Richtig. Gangklebe werden. Du denkst, du kannst die Hand schön da drauflegen und das Ding so hin und her bewegen. Ja. Nix. Ich habe da dran rumgeruckelt, ist natürlich nichts passiert. Und mittlerweile stand da schon einer und blinkte und wollte meinen Parkplatz haben. Das ist dann ja noch sehr motivierend. Und ich dann die Mittelkonsole alles abgesucht und Lenkrad 1000 Knöpfe und so. Und ich so, wie zum Henker kriege ich hier den Gang eingelegt? Und was das Fiese war, das Lenkrad stand ein bisschen schief. Der zuletzt eingeparkt hat, hat das Lenkrad, also die Räder nicht gerade gestellt, das Lenkrad stand ein bisschen schräg und irgendwann habe ich dann mehr so Gedanken verloren, das Lenkrad gerade gestellt und dann habe ich den Hebel sofort gesehen. Weißt du, wenn das Lenkrad gerade gestanden hätte oder waagerecht, ne, dann hätte ich diesen Hebel gesehen, der ist ja auch sehr filigran, finde ich, also gut, muss ja auch nicht viel machen, ne, und ich so, wie dämlich, ne? Und dann zack, Gang eingelegt, losgefahren. Ja, was nur, das war natürlich, da habe ich glaube ich schon 2-3 Minuten gesessen und die Uhr tickt ja, so, ja, kohlemäßig. Dann bin ich zur Firma gefahren und dann habe ich gemerkt,
es war eine scheiß Idee, an einem Dienstagvormittag ein Schernau-Auto zu nehmen. Weil dienstags ist bei meiner Arbeit um die Ecke Markt, dann ist eine ganze Straße gesperrt für Markt. Und du hast keinen Parkplatz. Ich habe keinen Parkplatz. Ich habe eine Viertelstunde einen Parkplatz gesucht. Bin ich noch hinten Finkenau in diese Uferstraße rein, das ist ja eine Sackgasse, war auch nichts. Und wo habe ich denn nachher geparkt? Nachher habe ich, glaube ich, hier in, im Eilbeger Weg geparkt. Und da bin ich noch eine ganze Ecke zu Fuß gegangen. Ich habe mich so geärgert. Ich dachte, wie dämlich bist du? Ja. Welche Alternative hättest du denn gehabt? Moja. Ach so, ja, stimmt. Moja geht immer, ja. Moja geht immer. Und das habe ich dann bei der Heimfahrt, weil ich war dann am Überlegen, nämlich für die Rückfahrt, aber damit komme ich ja nicht bis nach Hause, aber du könntest bis dahin fahren, weil ich hätte noch ein Paket in die Packstation stecken können für die Firma, aber dann dachte ich, dann findest du da keinen Parkplatz? Mhm. Suchst nochmal eine Viertelstunde? Verheizt nochmal Euros? Und dann habe ich echt geklickt und das ist echt erstaunlich. Also mit Moja von der Arbeit, und das ist ja in der Nähe von der, da hier, na, Hamburger Meile, aber mehr so Friedrich Eber, nicht Friedrich, oh, wie heißt denn das? Ernst-Deutsch-Theater. Also das ist am Ende der Hamburger Meile zur Stadt hin. Mhm. Nicht, ja. So, also ja. U-Bahn Munzburg. Mhm. Und von der U-Bahn Munzburg bis zu mir nach Hause, ich glaube, das waren irgendwie 8 Euro irgendwas oder so. Mhm. Und dafür ist es natürlich super entspannt. Chateau Gourde hat wahrscheinlich eine Röhrrechnung gekriegt. Da, ne? Das waren 10 Euro. Ja. 10 Euro für eine kürzere Strecke. Ja. Ne? Und weniger entspannt. Ja, und das war natürlich total entspannt. Ich bin ein kleines Stück gegangen, weil er sagte, ja, hier, ich hole dich da Lerchenfeld 10, sammle ich dich ein, bin ich hingelatscht, eingestiegen und der ist dann auch ganz straight die Hamburger Straße, also Oberaltenallee, Hamburger Straße, Bramfelder Chaussee, durch die Baustelle durch, straight forward bis zu mir vor die Haustür. Ja, top. Ne? Ich habe da mal scherzeshalber geguckt, ich habe da nochmal geguckt mit Moja von da zur Werkstatt, weil ich musste ja am nächsten Tag mein Auto abholen. Aber das wäre teuer gewesen. Also für eine relativ kurze Strecke hätten die da 6 Euro aufgerufen. Aha. Weil das total nur durch kleine Straßen, 30er-Zonen, ne, das, was ich gemacht habe, war ja einmal eine Hauptverkehrsachse entlangfahren. Mhm. Das kostet so gut, also relativ wenig, ja, auch bei langen Strecken. Aber wenn du dich irgendwo querschlagen willst, so, das ist teuer. Ja, wahrscheinlich können wir, okay, bei den großen Straßen können wir sagen, okay, da können wir noch mehr mit aufsammeln oder sowas. Ja. Ne? Das ist der Grund. Das, nach dem Motto, da will kein anderer hin, wo du hin willst. Ja. Naja, am nächsten Tag habe ich dann mich, als die Werkstatt sich dann meldet, habe ich mich von meiner Frau zur Werkstatt fahren lassen. Und ja, war ein Garantiefall, also ich musste nichts bezahlen dafür. Und als ich ins Auto stieg, hatte das Auto 10 Kilometer Reichweite. Also elektrische Reichweite. Ja. Das heißt, ich konnte dann auch schön. Achso, haben sie auch, klar, muss ich auch probieren, ob es geht, so ungefähr. Ja, aber sie haben dann schon sehr ausführlich probiert, ne? Also, was weiß ich, vielleicht eine halbe Stunde oder so hatten sie in der Anleitung. Ja. Oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, klar, es wird die natürlich auch billiger. Also, ich weiß, früher wurde aber vorgetankt. Das machen sie heute nicht mehr. Ja. Weil es teuer geworden ist. Mhm. Aber Strom kostet ja nicht so viel. Ja. Nee, das war. War das schon Check 3? Ja, das war Check 3. Also wir sind jetzt gerade mal bei Mittwoch. Ja? Also nee, doch, Mittwoch der Woche. Und dann hatte ich ja noch den Donnerstag. CT. Ach ja. Und nicht um eine Publikation aus dem Heise Verlag. Richtig. Und da war das Problem, dass ich hatte ja gelesen, was auf der Überweisung steht und hatte mich dann schlau gemacht, was das für eine Untersuchung oder für eine Art von, es war schon eine spezielle Form von CT. Mhm. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich hatte da schon wenig Bock drauf. Letztendlich war es dann doch harmloser. Ich bin jetzt gespannt. Der Arzt hat mich noch nicht erreicht. Also ich habe mich beim Arzt gemeldet. Ich sollte mich melden, wenn ich mir sicher bin, dass der Befund da ist. Und der ist jetzt auch da. Und wir haben aber noch nicht telefonisch zusammengefunden. Also wenn er jetzt sagt, die haben ja gar nicht das gemacht, was sie machen sollten, dann kotze ich im Strahl, weil, ne, dann gab es da einfach ein Missverständnis. Ja. Dann hat die Radiologin irgendwie das, was er auf den Überweisungsschein geschrieben hat, irgendwie falsch gedeutet. Weil das ist aber wahrscheinlich, Standard passiert wahrscheinlich ständig. Also dass sie das machen sollen, das meine ich. Ja. Also wahrscheinlich ist es eher nicht der Fall. Naja, letztendlich war es ein CT, also eine CT-Untersuchung, aber mit Kontrastmittel. Mhm. Und hat sie mir auch vorher alles erklärt, so dass sie erstmal
erstmal ein normales CT ohne Kontrastmittel und dann nochmal mit und aber dann muss das irgendwie, dauert das 8 Minuten, bis es durch die Blutbahn da ist, wo es hin soll, damit man was sieht im Bild und so. Und was sie gesagt hat, ja, nicht wundern, das kann warm werden. Aber also im CT selber erst, oder schon? Nee, wenn das Kontrastmittel. Und sie meint, ich weiß nicht, ja, weil sie meint, das Kontrastmittel ist vorgewärmt. Und das war ein fiese, weil ich habe es nicht gespürt, als es sozusagen im Arm in die Blutbahn ging, sondern irgendwie so, plötzlich wurde es warm, so im Bauchbereich. Ja. Das war ein fieses Gefühl. Naja, und du siehst jetzt halt auf den Bildern, auf diesem CT, siehst du halt grellweiße Flächen, wo eigentlich nichts grellweiß zu sein hat. Aber da siehst du richtig, wie das Kontrastmittel sich so seinen Weg gebannt hat. Ja. Das ist schon ganz faszinierend, weil du kriegst natürlich wieder hinterher eine CD mit, die du dann in den Rechner schmeißen kannst und gleich Betrachter und dann kann ich jetzt so schrittweise durch meinen Körper durchscannen, so wie es damals auch mit meinem, als das mit dem Nacken, das war ein MRT, ne? Mhm. Aber kann ich jetzt so da durch meinen Körper durchgehen und, ah, ja, sehr schön, Wirbelsäule, wunderbar. Aber ich bin jetzt halt gespannt, was der Arzt jetzt sagt, ob der sagt, aha, jetzt weiß ich, was ich wissen wollte, oder ob er sagt, die haben ja gar nicht das gemacht, was sie eigentlich machen sollten. Ja, bin ich gespannt. Also. Wie lange hast du auf den Termin gewartet? Nicht so lange. Nicht lange. Also da Radiologische Allianz, das ist auf dem Gelände vom ehemaligen Krankenhaus Barmbek, kriegst du innerhalb weniger Tage einen Termin. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Achso, was noch witzig war, die hatten so vor dem eigentlichen CT, war so wie so ein Fußballtor. Also sah wirklich aus wie so ein Fußballtor. So weiße, abgerundete Balken und so ein Querbalken und so. Und ich so, was soll das denn hier? Und dann lag ich da ja ziemlich lange auf dem Rücken und starrte da hin. Und da stand dann halt dran LAD Dorado und irgendwas mit Laser. Ja, und das ist Laservermessung. Also ich habe das dann auch gesehen, dass da irgendwann mal so ein Laserstrahl auf mich runterleuchtete. Also da können die halt eben auch ganz genau sehen und vermessen und so. Und das macht eben nicht das Gerät, also nicht das CT macht das selber, sondern außen. Da bauen die extra nochmal dieses Portal auf, was dann nur die Aufgabe hat, habe ich da mal gegoogelt. Ne? Also das ist ja voll Laser. Gut. Ja. Und jetzt hoffe ich auf ruhigere Zeiten. Hast du irgendwas? Ich habe Dip-Schalter. Stimmt, aber das sind komische Dip-Schalter. Das sind ja Triple. Ja, Three-State quasi. Steht das Dip in Dip für Dual? Boah. Das ist eine gute Frage eigentlich. P wie Push? Nee, Pusher? Nee, Pinökel. Ganz Dollar, sicher. Dollar interner Pinökel. Nee, also es ist unangekündigt kam eine Lüftungswartung vorbei. So, er sagte so, ja, wir sollen, ja, ob ich Bescheid gewüsste. Ich sag, nee, mir kann er Bescheid. Ja, haben die anderen Nachbarn auch schon gesagt, hat die Hausverwaltung vergessen. Ist ja auch nicht schlimm gewesen, war ja da. Wie wir alle eigentlich alle da sind derzeit. Ja, das ist der Vorteil. Ja. Im Prinzip ist er oben zu den, meine Zwangsbelüftung, die bei mir ja auch nicht zwangsweise immer an ist, hat er aufgemacht, hat mir nochmal erklärt, wenn ich es umdrehe, darf ich nicht machen, weil dann ist er ganz zu, dann geht die Luft nicht mehr raus, wusste ich natürlich alles wenn schon. Wenn du was umdrehst? Du kannst den Deckel um Ach so. 180 Grad drehen, dann geht er ganz dran, dann ist er quasi kein Luftschutz mehr, dass die Luft nicht mehr rein raus kann. Sollte ich nicht tun. So. Ja, hat dann die Feder rausgenommen, die war natürlich sauber bis zum geht nicht mehr, weil das auch quasi nie läuft. Ich habe gesagt, nee, Schlafzimmer brauchen Sie nicht reingucken. Also nicht, weil das Schlafzimmer so schlimm war, das hat meine Klimaanlage da dran. Ich wollte nicht, dass der jetzt guckt. Das war auch einverstanden. Ist dann, ja, dann wie gesagt, Bad und Abstellraum, da waren die richtig dreckig, wie das halt immer so ist, weil die laufen ständig und das ist die Luft auch wohl nicht so gut. Ja, hat er rausgenommen. Witz, ich weiß gar nicht, wie groß der war, aber der muss sehr lang gewesen sein, weil er brauchte keinen Trittleiter. Also die sind ja relativ hoch und gerade der Abstellraum, da ist so eine Waschmaschine davor und sowas, der kam da so ran. Ja, im Prinzip ist das, was mich wunderte, ist kein Verbrauchsprodukt. Du kannst es selber abwaschen. Also ich hätte erwartet, dass die Hersteller von den Dingern so schlau sind und sagen, wir verzinken jedes Jahr teures Filterflies oder so. Nee, hat einfach nur gesagt, einfach in die Waschmaschine, ins Waschbecken gelegt und sagt da so, wenn es trocken ist, einfach wieder reinpacken und dann ist gut, aber als das Ding also die Außendinger sind diese quadratischen, das ist einfach nur, da ist ein Lüfter drin, Punkt. Der ist halt mit so einem kleinen vierpoliges Stecker, wie man so auf so einem Telefonlager sowas kennt, verbunden. Aber die im Bad ist da irgendwie, ich,
keine Ahnung, jede Menge an Dipschaltern oben dran, die auch alle, ich hab's nicht, ich, also man kann einschalten, wie lange er nachläuft, wann er überhaupt anfangen soll zu laufen, was war noch alles, keine Ahnung, also alle möglichen Dipschaltern und fand ein relativ großer Mikrocontroller auch drauf, fand ich für diese Funktion an, aus, mit Timer fand ich es ein bisschen sehr groß. Also jetzt auch kein i7 oder sowas, ne? Aber wie gesagt, nach dem Motto, mit so einem Ding will man früher zum Mond geflogen. Ja, genau, so ungefähr. Ich habe dann schon geguckt, was machen die Sipschal. Ich habe es aber auch nicht umgestaltet, aber ich wollte schon gucken, was das Ding denn so macht. Und ja, alles soweit in Ordnung. Fand ich nur witzig, dass man so viel Einstellmöglichkeiten hat für so einen blöden Lüfter eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch wieder gegangen und alles war auch gut, aber ja, völlig unangekündigt und ja. Tja. Ist ja für die auch ärgerlich, also wenn jetzt die Leute nicht da sind. Ja, also außerhalb von Corona wäre es wahrscheinlich schwierig. Klar, ja. Wenn die meisten, auch jetzt werden vermutlich nicht alle im Homeoffice sein. Kommt ja auch auf den Beruf an, aber es geht. Ist immer so ein, keine Ahnung, einer, der bei Stadt arbeitet. Ein Klempner, ne? Ja, oder Klempner, ist das eher schwierig von zu Hause aus, ja. Ja. Nö, siehst du, aber das war schon, guck mal, bei mir sind die Abenteuer der Woche etwas dezenter als bei dir. Ja. Nee, also mir hat das echt gereicht. Also nach dieser Woche war ich echt... Glaube ich. Ja. Ich habe aber Eichhörnchen und Vögel. Habe ich das schon gezeigt? Ich habe diese Riesenpakete an. Ich hab richtig viele Nüsse gekauft. So irgendwie bei einem bayerischen Online-Nüsse-Handel. Weil die kosten echt irgendwie nur die Hälfte, als wenn du in den Supermarkt reingehst. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann hol mal 5 Kilo und dann... Ja, die schmecken übrigens auch lecker. Also kann man auch als Mensch essen. Ich hab's probiert. Ich wollte gerade sagen, du weißt, wie gefährlich das ist, wenn du dir Nahrungsmittel in großen Mengen. Ja, das stimmt. Also ich hab dann eine halbe Packung von den, was ist das, 500 Gramm auch mal so weggesnippt. Also zum Glück sind das sehr kleine Nüsse. Also die passen kaum in Nussknacker rein. Also es ist relativ so anstrengend, sie aufzumachen. Deswegen ist das, hält mich das ganz gut davon ab, die selber aufzuessen. Ach ne, gut, für die Tiere müssen die ja nicht geknackt sein. Ich dachte, es wären jetzt so schon geknackt. Nee, das soll man ja nicht. Das ist ja gut für die Eichhörnchen. Man sollte ihnen ja auch keine Erdnüsse geben, weil die zu weich sind. Das ist, glaube ich, nicht gut für die und so. Hm. Ja. Ach so. Nee, ein bisschen anstrengen müssen sie schon noch. Ja, und du auch. Ich auch, genau. Gut, wollen wir dann? Ja. Vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 84. Und das war... mein Geburtstag. Mhm. Und wenn wir nichts ändern, dann haben wir demnächst nämlich deinen Geburtstag. Bei der Aufnahme haben wir... Ja. Oh ja, stimmt. Mensch. Ja. Machen wir hier... Da muss ich, glaube ich, dann meine Frau nochmal versagen. Sie muss nochmal tätig werden. Peniskekse. Ach so, die Kekse. Ach so. Stimmt, da hätte ich ein paar mitbringen können. Also ich weiß nicht, ob ich die mitgebracht habe. Es waren ja nicht so viele. Ich weiß ja nicht, ob da jemand Dips drauf hat. Blathering 84, äußerst geschickter Schachzug, wobei äußerst mit groß EU vorne geschrieben ist. Mhm. In dieser Folge reden wir über Rochaden in der Politik, springen über den Teich zu einem rassistischen Präsidenten, laufen dem Klimawandel davon und berichten en passant von neuesten Trailern von der Comic-Con. En passant passt natürlich zu Rochade, war sehr geschickt von mir formuliert. Ja? Ist beide Schach. En passant kenne ich nicht. En passant Schach. Ist, wenn du den Bauern quasi im Vorbeilaufen schlagen kannst. Ach so, den Begriff kannte ich nicht. Rochade, ja. Und ich glaube, Rochade bezog sich irgendwie auf dieses ganze Hickhack hin und her mit von der Leyen. Ne? War das doch eigentlich tauscht noch Rochade normalerweise, oder? Wenn zwei Posten, also beim Schach ist es ja so, dass du die Figuren so. Ja. Also den König. Fiat 500e Reloaded, das war die, dass sie den Fiat 500 dann in richtig auf den Markt bringen wollten. Der, irgendwie gibt's jetzt auch, da war ich so enttäuscht, da habe ich eine Mail bekommen von ShareNow. Ja, jetzt auch bei ShareNow, der Fiat 500. Und ich dachte, den elektrischen, aber es ist der normale. Ich habe jetzt letzte Woche noch geguckt, einfach mal, weil ich wissen wollte, von wegen Autos mieten, Elektroautos ist echt noch schwer, ist wenig. Klar, du kannst irgendwie so einen fetten Jaguar für 150 Euro am Tag oder sowas, ne? Aber so ein ganz normales Elektrofahrzeug gibt es echt wenig Auswahl. Nee. Ja, dann musst du halt bei ShareNow ein i3 oder so. Ja, oder ja, ich meine, wenn ich tatsächlich, jetzt brauche ich es noch nicht, aber ich tatsächlich jetzt irgendwann Weihnachten nach Hause wollte mit einem Elektrofahrzeug, so weitere Strecken, das ist echt noch mager. Das stimmt.
So, Deutschland, Nazis horten Munition, Italien holt mal Luft-Luft-Rakete. Da hatten sie doch irgendwie auch irgendwie bei einer Razzia irgend so eine Luft-Luft-Rakete. Ja. Sah ja, sah wirklich gefährlich aus. Dann Grönland, Wasser für Saudi-Arabien. Das war irgendwie das. War das dieses Wasser, was in Flaschen gepackt haben oder ja, verkauft haben? Ja. Gletscherwasser oder so, ne? Ja. Was ist hier? Trump twittert auf Pegida-Niveau. Ja. Das ist ja keine meiner Nachricht mehr werden. Ne? Das wird ja noch mindestens 70 Folgen dauern, bis dann keine Trump-Referenzen mehr kommen. Ja. Ach, wir freuen mich schon auch, wenn wir jetzt ab, sie versieht, sagen, ah, guck mal, die erste Folge ohne Trump. Ja. Lotus baut E-Flitzer. Ach, das war dieses Geschoss. Ich glaube, Lotus hat ja immer schon, aber eigentlich eher, also schnelle Autos, aber eigentlich eher leichte, schneller, ja, also aber ich, völlig überzogen. Aber das war, glaube ich, genau, das. Stimmt, da hatten die irgendwie so einen richtig so, so Supercar-Bereich, ne? War das der, weil, nee, das war nicht der, doch, das war der, der so, nee, das war nicht. Das ist, ich erinnere mich auch an einen anderen, der sah nämlich so aus wie dieses Ding aus Gran Turismo. Dieses virtuelle. Ja. Aber den, den es dann in echt geben sollte, mhm, der aber ungefähr die gleichen technischen Daten, ja, hatte. Aber das war nicht der. Flipper mit Seegang. Ach, das war hier Jaws. Ja, schätze ich auch Jaws, der Jaws-Flipper. Der ist eben auch einer meiner Lieblingsflipper ist, ja. Ja. GB wollen Ladeplatzpflicht für Neubauten. Großbritannien? Großbritannien, genau. Ja. Ladepunkte für E-Autos. Da ist ja jetzt, ne, jetzt tritt ja zum 1. Dezember tritt ja dieses geänderte Wohnungseigentumsgesetz, mhm, in Kraft, wo das dann ja auch mal was werden soll. Ja. Trailer 1, Cats. Trailer 2, Top Gun 2 Maverick. Der ist auch noch nicht ins Kino gekommen, ne? Nee. Ne? Aber ich glaube, dieses Jahr alles irgendwie, jetzt geht, also nicht mehr verschieben. Bond, hier, war das Black Widow sollte schon war längst. Wie hieß denn dieser eine Film? Tenant? Tenant? Ist der Tenant? Ja. Das sollte ja eigentlich so das Kino retten und der ist ja sozusagen, da der sozusagen gefloppt ist, so, ja, das Symbol, dass eigentlich nichts mehr in die Kinos kommt, so, ja, ungefähr. Trailer 3, Star Trek Picard, Trailer 4, The Witcher, Trailer 5, Westworld Season 3. Siehst du, bin ich auch noch bei, bin auch noch nicht mit durch. Spider-Man in New Universe. Witzig. Dann habe ich genau vor 70 Folgen von dem zählt, den du geguckt hast. Da, Fake Schnief. Blade Runner 2049, hast du den mal geguckt? Ja, klar. Also sowohl den alten als auch den neuen, ja. Ja, der 2049 ist ja der neue. Dann Pokalspiel. Mach mir den San Pauli. Ist es jetzt gut oder schlecht? Nee, das Ganze ist früh rausgeflogen. oder nee. Das heißt, es ist eine B-Serie, aber das glaube ich nicht. Nee, das ist noch, das war hier der Große beim Fußball. Mhm. So nach dem Motto, dass die wahrscheinlich rausgeflogen sind. Ne? Von wegen, mach mir den San Pauli. Ich guck mal, das ist ein Fotoalbum. Ich guck einfach mal ins Ende, ob sie jubeln. Gott. Das sind immer ein paar mehr Fotos. Das ist jetzt. Wer macht die denn immer alle? Irgend so ein Spinner. Aber die sind ja auch nicht schön sortiert. Hier kommen am Ende die ganzen GIFs. Anime-GIFs. Ach, Entschuldigung. Jungfrau bleibt. Ja, dann sind wir soweit durch, ne? Ja. Ja, falls sich jemand beschwert über mein vieles Gerede von meinen ganzen privaten Erlebnissen, dafür gibt's Kapitelmarken. Ja gut, es gibt Wochen, da passiert mehr, es gibt Wochen, da passiert weniger. Ja, ich wäre mal sehr dafür, dass mal ein bisschen weniger passiert. Mir hat diese Woche, also diese... Das glaube ich tatsächlich, ja. Dieses, ne, also das war, deutete sich ja alles länger an, also das mit dem Auto, den Termin hatte ich ja schon Wochen vorher, das mit der Heizung, den Termin hatten wir vorher, aber dass das dann mit der Heizung auch so eskaliert ist... Und ach ja, und vorher noch die Geschichte mit der Pumpe. Und also es war ja wirklich, es ging ja los am Freitag mit dem Stromausfall, der sich ja zum Glück am Freitag dann noch geklärt hat. Montag war ja noch harmlos, dass ich mit meinem Nachbarn da die Pumpe rausgeholt habe. Das war ja auch harmlos. Mhm. Dann Dienstag, Mittwoch die beiden Horrortage mit der Heizung. Zwischendurch noch das Auto abholen und die A-Klasse, ich war kurz davor auszusteigen. Was könnte jetzt nächste Woche noch passieren?
Abfluss geht in die Wohnung. Das Wasser kommt von unten nach oben. Da bin ich, müsst ja irgendwie steigern für die nächste Ausgabe. Ja, da bin ich auch dabei. Wir müssen ja irgendwie theoretisch bis Jahresende müssen wir einen Dichtheitsnachweis erbringen. Das haben wir mehr durch Zufall erfahren, dass das für jede, für alle. Du bist schon lange nicht mehr ganz dicht. Das ist, ich finde das ein Unding. Ich habe wirklich durch Zufall haben wir erfahren, dass man bis 31.12. nachweisen muss, dass alle Abflussleitungen des Grundstücks heil sind. Wie muss jeder oder was? Ja, jeder Gebäude, Grundstückseigentümer. Aber ich vermute mal, dass wahrscheinlich 90% der Hamburger das nicht wissen. Tja, also ich habe mehrere Angebote eingeholt. Die eine Firma sagte, machen wir gerne im Sommer 2022. Aber sie sagten, es reicht, wenn sie uns den Auftrag geben und sie kriegen eine Auftragsbestätigung, das reicht als Nachweis. Auch wenn wir es erst, der Nächste sagte, wir nehmen im Moment keine Aufträge an, weil wir sind bis Sommer 21 ausgebucht und planen nicht weiter. Mhm. Macht ja irgendwie auch Sinn, ja. Ja, dann habe ich, von einem habe ich ein Angebot. Ja, aber ich hätte gern zwei Angebote. Ich habe noch ein, ich habe noch jemand anders angeschrieben. Ich klebe ihm ein bisschen Panzertape, puste da mal rein und unterschreibt dir irgendwas, ja, was danke. Geklappt hat. Bist du zertifiziert nach Paragraf 13b der Hamburger Abwassergesetzes? Also ich habe mir einen Doktor gekauft, da werde ich mir auch ein Zertifikat kaufen können. Sicher, Dicker. Ja, das fällt mir gerade ein. Da warte ich immer noch auf, ja, mindestens, ich will mindestens ein zweites Angebot noch haben und dann müssen wir, also wir Nachbarn, ne, uns kurz zusammensetzen und sagen, ja, machen wir. Und dann müssen wir halt den Auftrag erteilen und das wird bei niemandem wohl dieses Jahr mehr was werden, aber es reicht halt, wenn du den Auftrag erteilst. Ne? Also es ist, gut, aber das ist halt einfach wieder so ein Problem. Das ist ja nur Bürokratie. Gut, liebe Leute, ich glaube, das war's. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Jo. Da ist noch nicht dein Geburtstag. Nein. Aber er kommt. Großes Schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.